Und da sind wir mal wieder mit dem Plankenschnack 2015 um Jojo, heute die gibt's kein Jo. Uhrzeit. Da reden sie schon. Hört ihr sie? Hört ihr sie, die Kaputten? Da sind sie. Hallo. Bada bada bam bam bam. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zum fünften Plankenschnack heute. Und mal wieder eine brisante Thematik mit sehr viel Sachen, die wir besprechen wollen. Garak ist mal wieder am Schmusi trinken. Das war, das sage ich euch schon wieder im Vorfeld, ein ganz großes Debakel, denn Garak war schon wieder fast zu spät, denn er musste Was? unbedingt sein Gurkenschmuzi machen, den er sich um die Ecke bei der Tankstelle wahrscheinlich geholt hat, weil ich glaube nicht, dass er den selber gemacht hat. Aber das bleibt unter uns, okay? Das werden wir ihm niemals sagen. Special Effects heute leider anscheinend nicht vorhanden bei Garak. Scharfes Bild. Muss man ja mal festhalten, das ist ein Highlight auf dem Sonntag. Und wir haben zu Gast heute Herrn Juhl. Schönen guten Hallo. Abend. Ich spreche dich mal mit Vornamen an, Tim, ja, wenn ich so frei sein darf. Möchtest du dich Nils, kurz gerne doch. mal vorstellen? Hast du Lust, eventuell mal ein, zwei Worte zu deiner Person zu verlieren, bevor wir in die Thematik einsteigen? Ja, das kann ich gerne machen. Zuallererst einmal mal bin ich ja ein höflicher Gast und sage vielen Dank für die Einladung von euch, dass ich da heute dabei sein darf. Und ich bin der Tim, ich bin der Herr Juhl. Ich mache im Internet Dinge unter dem Namen Herr Juhl. Bei Twitter, Facebook schreibe ich mittelmäßige Wortwitze und mittelspannende Fakten über Videospiele und bei Twitch spiele ich dieselben. Also könnte man fast sagen, du bist ein B-Promi. Nee. Naja, wenn du schon in der Mitte bist, ich meine, A wäre jetzt Nonplusultra, C, so lala, also Also der auf so B. einer Skala von Garak bis Labby bin ich so in der Mitte. Alright, okay. Wobei. Frage ist, wo ist oben und wo ist Ja, das habe ich jetzt extra offen gelassen. unten? Ach, super. Du bist quasi B-Promi-Aspirant. Ah, okay, darauf kann ich mich einigen. Okay. Wir haben ja Es heute, ist. Garak, bitte, ich möchte dich nicht unterbrechen, wenn du da auch noch Nein, mal, nein, mach mal weiter, mach mal weiter. hast du schon wieder Gedanken gehabt, die du nicht mit uns teilen möchtest? Nee, meine Reaktion ist zu langsam. Das tut mir leid, ich bin zu alt dafür. Das ist übrigens ein guter Punkt, aber da werde ich dich später erst noch wieder zu fragen zu deinem Alter, weil wir profitieren ja jedes Mal, also jeden Sonntag profitieren wir von deiner Lebenserfahrung. Also ich meine, du hast ja wirklich schon graue Haare und die sprechen ja für sich, ja. Du hast ja viel mitgemacht. Seht ihr das? Das ist, der Mann hat in seinem Leben mitgemacht. Viele Sachen, sehr viele Sachen. Er ist heute auch der Einzige ohne Bart, also bitte seid nicht so forsch mit ihm. Er hat sich extra noch rasiert für euch, damit er nicht ganz so schlimm aussieht wie wir. Mit vier Und Klingen. mit vier Klingen. Sensationell. Jungs, unser Thema heute ist ja Games slash Gamer in der heutigen Gesellschaft. Ich habe da mal zum Anfang gleich eine richtig schöne Frage an euch. Und zwar würde ich euch gerne fragen, was bedeutet euch das Spielen, Gamen? Eigentlich so im Leben. Also, was hat das für einen Stellenwert und wie wichtig ist das und wie empfindet ihr das überhaupt? Also, wisst ihr, wie ich meine? Wie ist das, was macht das in eurem Leben eigentlich aus? Herr Slapstick, wie wäre es denn mit Ihnen? Wollen Sie vielleicht was loswerden dazu? Naja, es ist halt, solange ich keine Freundin habe, die schönste Nebensache der Welt. Hätte ich jetzt mal gesagt. Es ist mein Lieblingshobby, ganz einfach. Neben der Musik natürlich. Aber ich habe es mit der Musik versucht und da hat es nicht geklappt. Und jetzt versuche ich es halt mit den Videospielen. Nee, also ganz im Ernst. Das ist quasi wie, tatsächlich wie Musik. Es ist einfach das perfekte Mittel, um von jung bis alt, also jetzt. Nicht ganz so alt wahrscheinlich, weil Videospiele ja noch eher, ne, wie war das, der Durchschnittsvideospieler ist gerade 35, 33 oder so, habe ich mal gelesen, wird ja jedes Jahr ein Jahr älter dann wahrscheinlich. Es ist die beste Methode, einfach Freunde zu finden. Und gerade übers Internet heutzutage, über Social Media, das ist einfach so ohne Hobby, findest ja eigentlich keine Freunde, wenn du aus der Schule raus bist. Und Videospiele ist, finde ich, so dass der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man es so sagen möchte, von allen Leuten im Internet. Neben der Musik und anderen Hobbys natürlich. Aber deswegen, ich würde sagen, also momentan sowieso, klar, ich bin Streamer und tatsächlich seit ein paar Wochen auch wieder regelmäßiger Streamer.
Von daher kann man nur sagen, für mich ist es momentan das höchste der Gefühle, was was Hobbys und mein Leben angeht. Der Mittelpunkt. Eine einzig große Liebe. Da fällt mir gleich noch eine Folgefrage ein, aber Garak, bitte, was hat das für dich für einen Stellenwert? Ich meine, wir wissen ja alle, du bist ja viel beschäftigt sozusagen und hast ja doch einiges zu tun auch, ne? Das wissen wir aus den anderen Folgen. Was hat das für dich für einen Stellenwert eigentlich? Spielen ist für mich, egal in welcher Form, ob es jetzt mit dem Computer ist oder überhaupt, schon immer, bin ich zu hören, ja, eine wichtige Sache. Und nö, es gehört zum Leben, ne? Ich glaube, dass ohne Spielen ist man kein Mensch, ne? Also man braucht das. Also hört sich jetzt sehr, sehr tragend an, aber es ist ja faktisch so, dass ich glaube, ich kenne keinen Mensch, der nicht spielt. Das ist dann zwar unterschiedlich gelagert. Der eine spielt halt Tennis, der andere spielt Computerspiele im Keller. Der nächste spielt wieder mit Mädchen. Das ist ja auch ein Spiel. Also insofern würde ich schon sagen, dass Spiele zum Leben gehören. Und ich glaube, dass jeder in irgendeiner Form spielt. Und dass es auch wichtig ist, ne? Damit man den Kopf frei kriegt und einfach mal an was anderes denken kann, ne? Komplett abschalten kann. Ich glaube, das machen auch viele deswegen. Tim, wie ist das für dich? Ich meine, du bist ja sozusagen noch viel, viel tiefer quasi in der Materie drin, aufgrund der Sachen, die du beruflich quasi vorher sozusagen mal gemacht hast. Wie ist das für dich? Hat das noch einen viel größeren Stellenwert als für uns? Oder wie ist das für dich? Also, dass es mal beruflich bei mir geworden ist, das hat sich eigentlich eher so ergeben. Das war gar nicht mal so wirklich geplant. Was für mich Videospiele eher sind, und da fand ich jetzt den Satz von Garak von dir jetzt gerade sehr schön, dass jeder Mensch das Spielen halt braucht. Also, dass es halt sehr, sehr wichtig ist. Und so geht es mir halt auch, weil für mich sind Spiele hauptsächlich, und das klingt jetzt vielleicht ziemlich depressiv oder traurig, aber für mich sind sie ja eine Ausflucht aus der Realität. Und zwar einer, den ich regelmäßig brauche, dann nicht, weil Dinge blöd sind oder weil es irgendwie gar nicht gut läuft bei mir, sondern weil ich es halt auch wichtig finde, also das für mich quasi zu machen. Also diese Zeit, die ich auch für mich habe, dieses Eintauchen in andere Welten, wenn ich 3 Stunden lang durch die Ebenen vom Witcher reiten kann, das ist halt für mich sehr wichtig. Das waren damals, als ich jünger war, waren es halt auch die Videospiele, aber vielmehr eigentlich die Bücher. Meine Fantasie ist im Laufe der Jahre, glaube ich, ein bisschen schlechter gewesen, deswegen brauche ich die grafische Komponente da jetzt noch mit zu. Und halt der zweite Punkt, das Freunde finden. Also das nicht, gar nicht mal das Gewollte mit, oh, ich bin jetzt so einsam, ich muss jetzt mich bei irgendeinem Partnerportal anmelden oder bei einem Friend Scout oder sonst was, sondern einfach das gemeinsame Spielen auch mit fremden Menschen, nicht nur mit anderen Menschen, die mir kennen. Und das hat mir zum Beispiel in der Zeit, wo ich vor gut 2 Jahren meine Heimat verlassen habe und einfach mal Hals über Kopf quasi nach München gezogen bin, also in einer Stadt, in der ich außer meiner Freundin gar keinen kannte, hat mir das sehr weitergeholfen, nicht nur den Kontakt mit anderen Leuten zu halten, also die ich schon kannte, sondern halt auch neue Leute wieder dann durch das Streamen, durch die Arbeit, durch das Spielen, das Gemeinsame halt kennenzulernen. Wenn ich mal so dreist sein darf und fragen kann, also was arbeitest du, um die Leute einfach mal aufzuklären, damit sie wissen, warum und wieso du quasi jetzt gerade zu Gast bist und dich damit sozusagen auskennst? Also mittlerweile arbeite ich das ja gar nicht mehr. Das muss ich ja schon mal zugeben. Aber ich habe damals mal angefangen, als ich keinen Bock mehr auf Schule hatte, bin ich zum Radio und zum Fernsehen gegangen. Habe da quasi so einen Kaltanstieg, einfach einen Kaltanstieg ins kalte Wasser gemacht, vor die Kamera geschmissen, vor das Mikrofon geschmissen. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist ziemlich geil, das möchte ich in irgendeiner Art und Weise länger mal beruflich machen. Dann habe ich eine Ausbildung als 3D-Designer gemacht, habe mich dann dazu entschieden, das ist geil, ich könnte damit jetzt auch in die Videospielbranche gehen, also halt in Richtung Industrie und Produktion. Aber irgendwie war ich dann an dem Punkt, wo ich mir gedacht, das würde mir, glaube ich, eher Sachen kaputt machen. Und da ich auch zwischendurch immer noch für verschiedene Magazine geschrieben habe, habe ich dann hier in München bei einem sehr großen Online-Magazin für Videospiele angefangen. Zeitgleich dann auch das Streamen angefangen und mittlerweile mache ich Public Relations für ein
Münchner Startup und den ganzen Social Media Kram. Also bist du quasi involviert in die Szene sozusagen, immer noch trotzdem, trotz all dessen, ja, aufgrund der so die Leute, die man kennengelernt hat, die sind natürlich geblieben. Nun würde ich ganz gerne zurückgehen, weil es ja für uns doch recht interessant ist, die Entwicklung auch mal zu beobachten und das ja auch unser Thema ist. Gehen wir doch einfach mal in unsere Kinderschuhe. Lasst uns doch mal überlegen, wie es früher war, als wir mit dem Computerspielen angefangen haben. Ich meine, einige haben ja schon mal so grob erzählt, wie das passiert ist. Was mich jetzt interessieren würde, Leute, wie war das für euch früher? Wie habt ihr Computerspiele eigentlich wahrgenommen, als ihr an die Thematik rangeführt wurdet? Ich meine, wenn wir jetzt mal an Garak denken, Garak hat noch mit 4 Würfel gespielt, ja, Slappy hat dann nachher schon angefangen mit 16, er gab dann schon so ein Bild quasi. Garak, fang du doch am besten einfach mal an, weil ich würde sagen, von der Epochen her bist du der, als erstes quasi damit angefangen hat. Wie ist deine Empfindung früher gewesen zu Computerspielen? Ich habe angefangen, ich glaube, mit einer Atari-Konsole. Kann das sein, dass das von Atari war, das Pong? Und darf ich kurz nochmal einwerfen? Das würde ich noch gerne hinten dranhängen. Mit was habt ihr angefangen? Also, was war euer erstes Computerspiel? Und welche Konsole oder was auch immer, welches Medium? Garak, Verzeihung. Mach weiter. Ja, das war Pong bei mir. Also, das gilt ja als das erste Konsolen-überhaupt so Spiel der Computerwelt. Und ich war dabei und habe genau das gespielt. Und das war irgendwie faszinierend, wenn man sich das heute anguckt. War ein Strich auf jeder Seite und dazwischen ist ein Ball hin und her gepinkt und ponkt. Und damit haben wir Stunden verbracht. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das heute nicht mehr beschreiben, wie das war. Aber es gab ja eigentlich gar keine Computer in dem Sinne. Das war ja, ich meine, das war eine Atari-Konsole. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, auf was das war. Pong war, glaube ich, eine eigene Konsole. Oder eine eigene, das kann auch sein. Nee, Amiga war das. Kann ich bestätigen. Nee, Amiga, doch. Amiga kam erst 10 Jahre später. Ja? Ja. Pong war so 75, 76, 77, irgendwie die Gegend so. Das war also noch nicht in den 80ern. Und da fing das an. Es kann auch 78 gewesen sein, müsste man mal. Das weiß bestimmt jemand im Chat, der kurz mal bei Wikipedia nachguckt. Also irgendwo, in jedem Fall vor den 80ern. Und es war schon faszinierend, es war ja aber aus heutiger Sicht, es waren nur 2 Striche und dazwischen ist so ein Pixel hin und her gesprungen. Und im Grunde genommen, ja, wir saßen vor dem Fernseher, der ein kleiner Röhrenfernseher war, in Schwarz-Weiß natürlich, und waren total begeistert davon. Und ich hatte nun 3 Geschwister und wir haben halt den ganzen Tag nichts anderes mehr gemacht. Vorher sind wir halt immer draußen zum Spielen unterwegs gewesen. Das hat sich dann komplett geändert. Jedenfalls eine gewisse Zeit. Nicht allzu lang. Ich weiß nicht, eine Woche vielleicht, haben wir eigentlich nur noch Pong gespielt. Und und dann war das auch wieder durch. Also dann haben wir eben draußen weiter gespielt. Das normale Spielen, sag ich mal so, das dann nichts mit Computern zu tun hatte. Das lag aber eher daran, dass Pong irgendwann auch langweilig wurde. Und dann dauerte das eigentlich ein paar Jahre bis zum Ende der 70er, wo dann doch entscheidend mehr Spiele kamen. Aber was ganz faszinierend war, und das passt ja auch wieder zu dem Flüchten, was Tim schon sagte, so quasi Flüchten aus der Realität in eine eigene Realität, um den Alltag abzuschotten. Und das nicht unbedingt, weil der schlecht war, sondern einfach nur Kopf frei kriegen. Das konnte man damals sehr, sehr gut machen mit den sogenannten Text-Adventures wie Zork. Die kamen dann nämlich auf den Markt. Das war so Anfang der 80er. Die gab es dann auf den alten Computern, auf den alten 8-Bit-Rechnern wie dem Trash 80 von Tandy oder eben auch VC20 gab es die nachher auch. Und von Commodore. Also da in diesem Bereich, da war Grafik noch gar nicht angesagt, sondern man hat im Grunde genommen, soweit waren die Prozessoren auch gar nicht. Und man hat dann angefangen, einfach im Kopf zu spielen. Text-Adventure der damaligen Art waren ja nichts anderes, als im Kopf sich irgendeinen Raum vorzustellen und diesen zu erkunden. Und sollte man heute öfters mal machen, finde ich, weil das hat sehr trainiert, ja. Und heute ist viel zu viel Grafik drin im Grunde.
Also die Faszination ist heute eine ganz andere als damals. Damals hat man sich, war man total fasziniert von der Story und wie man sich vorstellte, was man nicht sieht. Ja, das war ganz cool. Ja, also es hat sehr, sehr viel Zeit dann eingenommen. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich Pong das erste Mal auf dem Amiga gespielt. Ja, das kann gut sein. Das gab es mit Sicherheit auch auf dem Amiga. Ja. Deswegen war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da rausgekommen ist. Aber da war ich ja Quark im Schaufenster, Mensch. Ja, Pong stammt aus dem Jahr 1972. Ja, ich habe es gerade gelesen. Wo ihr das gerade nochmal so zwischengeworfen, ihr könnt gerne bei Twitter eure Fragen stellen unter Hashtag Plankenschnack. Wir sind, glaube ich, alle bei Twitter unterwegs. Wenn ihr gerne was eingeworfen haben möchtet oder zu dem Thema was beitragen möchtet, könnt ihr euch da gerne melden. Also ich lese das die ganze Zeit und das wird definitiv auch noch beantwortet, falls euch da was auf der Seele brennt. Tim. Wie war denn das für dich? Also, wann hast du angefangen? Du bist ja doch auch wieder noch eine andere Generation als Garak. Wie ist denn das für dich gewesen? Also, das Empfinden von deinen Anfängen bei den Computerspielen? An das Empfinden kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich erinnern. Ich weiß nur noch bewusst die erste Situation, und das mag vielleicht nicht die erste gewesen sein, aber es ist so bewusst die erste, an die ich mich erinnere, wo mein Vater, der lange Zeit Soldat war, mal irgendwann abends meinte, ich muss noch in der Kaserne irgendwie ein paar Sachen ausdrucken, willst du mitkommen? Und ich war halt jünger, mir war voll langweilig und das war immer so ein kleines Abenteuer, und dann bin ich mitgekommen und da stand irgendein PC rum, wo er meinte, es dauert jetzt eine halbe Stunde, ich habe da so ein Spiel drauf, so das kannst du ja mal spielen. Und das war damals das erste Prince of Persia, was er da laufen hatte. Und es endete irgendwie damit, dass wir 2 Stunden da waren, weil wir die ganze Zeit nur versucht haben, immer über diese Stacheln darüber zu springen und das nicht hingekriegt haben. Und dann waren wir eigentlich schon durch und dann hat er mir Siedler 2 gezeigt, was da auch noch mit drauf war. Und das endete damit, dass ich mich in dem Lebensabschnitt eigentlich an nichts anderes mehr erinnern kann, außer an die Kampagnen von Siedler 2. Weil dann brauchten wir auch einen PC zu Hause. Natürlich zum Arbeiten, dafür meinen Vater natürlich. Und Klar. eigentlich dann nur noch gespielt und dann eigentlich diesen Standardsatz, den jetzt jeder sagt, ne, nicht mehr von weggekommen. So hast du wirklich, so hast du angefangen? Also das ist das, an was ich mich erinnere. Also das hört sich mehr so an wie so ein Hollywood-Adam-Sandler-Film irgendwie. Ehrlich jetzt, also. Nein, also Danke. nein, nicht böse. Adam Sandler macht gute Filme. Egal, ob die ein IMDb von 5 haben, die sind trotzdem lustig. Aber ohne Witz, also es hört sich echt nach einer witzigen Geschichte an. Slappy, war das auch so eine witzige Geschichte? War dein Vater mit dir, du bist ja polnischer Abstammung, wart ihr damals irgendwie Kohl sammeln oder so in Schleswig? Weil Pilze sammeln. das ist nicht abwertend gemeint, Leute. Es ist, Gameboy gefunden. Nee, aber Oder es ist. Game and Watch im Wald. Aber Nee, war das nee. bei dir auch so? Bei mir war das schon in Deutschland. Ich bin ja als Vierjähriger schon nach Deutschland gekommen. Die ersten 4 Jahre habe ich ja tatsächlich in Polen verbracht, aber dann bin ich 1989 als Vierjähriger nach Deutschland gekommen und 1990 an Weihnachten haben meine Eltern mir damals so ein Fisher-Price-Radio gekauft, das aber leider kaputt war, oder zum Glück, muss man heute sagen, kaputt war. Irgendwas war daran, ging nicht, die Aufnahme ging nicht, irgendwie das Mikrofon war kaputt. Und dann sind wir wieder in den Technikshop gefahren, nach Weihnachten halt, und wollten das umtauschen und ein neues Gerät holen. Und dann standen da halt diese NES rum und die waren gerade runtergesetzt, weil bald irgendwie der Super Nintendo rauskommen sollte. Und dann gab es die da schon in diesen Special Packs. Ne? Heutzutage hat man das ja immer noch, da kriegt man ja immer noch Wii Us mit irgendwelchen Super Packs, irgendwie Spiel dazu und hier so ein Amiibo ist da mit drin gepackt. Das gab es da halt damals auch schon. Das war nämlich so ein Set irgendwie, NES mit 4 Controllern, wo man noch so ein Adapter für brauchte, dass man überhaupt mit 4 Controllern spielen konnte und halt so eine 3-Videospiele-Kassette mit dabei. Und auf dieser Kassette waren, ich weiß es bis heute noch, ich weiß auch immer noch, wie das Menü aussah. Als allererstes ganz oben Super Mario Bros., danach Nintendo World Cup und ganz unten Tetris. Und das waren die ersten 3 Spiele, die ich tatsächlich überhaupt jemals gespielt habe. Telespiele waren meine ersten. PC gab es damals noch nicht so wirklich oder damit bin ich noch nicht so in Kontakt gekommen.
Und genau, also Super Mario Brothers war tatsächlich dann das erste Videospiel, das ich jemals gesehen habe. Ich war 5 Jahre alt und meine Eltern haben es damals auf diesem mini kleinen Fernseher, den wir da im Wohnzimmer stehen hatten, halt angeschaltet und ich war sofort baff und ich seitdem, also nee, nicht seitdem, ne, wie Tim ja gerade auch schon gesagt hat, seitdem bin ich nicht mehr weggekommen. Das stimmt auch. Aber ich hatte einfach tatsächlich, seit ich 5 Jahre alt war, keinen anderen Gedanken mehr, während ich keine Videospiele gespielt habe, die nicht irgendwie innerhalb von 2 Stunden oder so wieder zurück auf Videospiele gekommen sind. Also, das war meine Welt und seit Super Mario Brothers war ich super drin. Aber ich meine, ich war 5 Jahre alt, ne? Ich habe aber trotzdem immer noch original, ich habe immer noch die Erinnerung, wie ich da mit meinen Eltern, ich weiß, wie das Sofa aussah, wie das Wohnzimmer aussah, obwohl das schon Jahre her ist und wir da schon jahrelang nicht mehr wo gewohnt haben. Ich weiß es alles noch bildlich, weil es einfach so drin ist. Ich fühle Also mich ich habe, gerade echt ja. schlecht. Warum? Weil War dein ich. erstes Spiel Counter-Strike Global Offensive, oder? Ich habe echt super spät angefangen. Also ich fühle mich gerade wie so ein Dinosaurier oder so. Oder so eine Spätgeburt, nenne Hast ich es ja auch jetzt aber mal. Kappe, den Dino. Ja, aber ich habe zum Beispiel. Jetzt kommt's. Ich habe ein Sega Master System geschenkt gekriegt, wo Alex the Kid drin war. Ja? Und ich bin immer im ersten Level gestorben. Ja, am ersten Tag habe das Ding weggepackt und habe mir gesagt, okay, ich gehe raus spielen, das ist cooler, da kann ich aus Versehen was kaputt machen und das ist viel interessanter. Und da muss ich dann nicht wieder von vorne anfangen, ja, sondern es bleibt so. Und ich habe halt wirklich nie wirklich gezockt. Also bis, ich kann mich noch entsinnen, ich habe damals Alex the Kid gespielt und Alien 3 auf dem Ding und Tetris, so diese Standarddinger. Und dann habe ich die Dinger habe ich nie angefasst. Also wirklich nicht so mit Familie. Wir haben Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Und Oma hat immer Sechsen gewürfelt, obwohl sie, glaube ich, geschummelt hat und mich ausgetrickst hat. Das werde ich auch nicht vergessen. Meine Aber auch. was? Das haben alle Omas. Echt? Das haben alle Ja. Omas, ja. Meine hat auch immer Klar. Sechsen. Aber Die hat die Mühle immer gewonnen. man sagt immer, Omas lügen nicht. Und dann hat man gesagt, ja, der Oma ist richtig gut, die rollt da die Sechsen raus. Aber ich habe dann wirklich sehr spät, ich glaube, mit einem Pentium 3, 350 Megahertz habe ich angefangen. Das ist ja schon hochmodern, ne? Also das war dann, ich weiß gar nicht, Anfang in den 90ern mit Windows 98, da hat man noch 4 Stunden Windows 98 installiert. Aber ich glaube, ich habe mit Anno 1600, nee, was ist das hier? 1602 habe ich angefangen. Und hab's auch nie gespielt. Bin dann irgendwann draußen gewesen und mit 18 habe ich gesagt, okay, ich will die Welt nicht mehr sehen. Ich habe alles kaputt gemacht, ich habe mir die Beine gebrochen, ich habe genug Sport getrieben, ich gehe jetzt Computer spielen. Und dann habe ich mit RDCW angefangen und danach kam Wolfenstein Enemy Territory und das habe ich 4000 Stunden gespielt. Und dann war die Welt vorbei. Dann bin ich komplett abgedriftet und dann war ich in der Spielewelt. Mit wohlbemerkt 17, 18. Und ihr habt schon mit 5 angefangen. Nee, Voll nee, nee, cool. nee. Ich war da schon fast 20, ja, darfst du nicht vergessen. Oh, okay, dann bist du Außenspieler. Yes, ich muss mich nicht schlecht fühlen. Okay, du hattest aber keine Grafik, von daher sagen wir mal, du hast auch früh Ja, angefangen. gut, aber vor Pong gab es ja auch nichts, was er hätte als Nee. 5-Jähriger spielen können. Also. Ja, Lochstreifen. Ich habe im Studium noch mit Lochstreifen gelernt. Ja. Also die gab es schon noch, ja. Lochstreifenspiele, so. Was Einzige ich. Computer, den es damals gab, mit dem konntest du zum Mond fliegen. Stimmt. Was ich jetzt gerne fragen würde, als Folgefrage. Und die Frage finde ich persönlich, als ich sie mir notiert habe, fand ich sie sehr cool und auch sehr interessant. Was nimmt euch heute, wie, also sagen wir mal, wie nimmt euch ein Computerspiel heute mit? Ist das für euch, ich sag mal, wie so ein richtiger Bücherwurm, der dann so sich ins Bett legt und quasi die Welt um sich rum sieht. Also ist das für euch auch so, dass ihr richtig eintaucht oder ist das für euch so, ja, okay, Hauptsache ich bewege die Finger, ich mache irgendwas. Also wie sehr berühren euch die Spiele heutzutage mit der Grafik und das, was dir heute so an Know-how ge geboten wird? Hey Joel, Tim. Ja, zuallererst mal muss ich sagen, berühren Spiele vor allem meinen Geldbeutel, weil ich bin ja mittlerweile Konsolenspieler. Und ohne Steam habe ich schon festgestellt, ist das Thema Videospiele doch ein teureres Hobby geworden als noch vor ein paar Jahren, wo ich noch am PC gespielt habe. Und wie sie mich berühren, das hat
mittlerweile noch eine andere Bedeutung als vor 2, 3 Jahren. Vor 2, 3 Jahren haben sie mich halt einfach nur berührt, so als dieses, okay, ist es erstmal ein Nintendo-Spiel, weil ich muss zugeben, ich bin ein riesengroßer Nintendo-Fan und Microsoft und Sony waren mir oft relativ egal und ich habe mich dann eher auf das neue Zelda oder das neue Mario gefreut und da stand eigentlich für mich immer der Spaß so im Vordergrund. Da ging es nicht darum, wie geil das Spiel aussieht oder wie schwer die Rätsel sind, sondern bei Nintendo-Spielen war für mich auch bis heute immer noch, wie viel Spaß kann ich da quasi für mich rausziehen, wenn ich es irgendwie alleine spiele oder wenn ich es gemeinsam mit Freunden irgendwie auf dem Sofa spiele. Und mittlerweile sehe ich immer noch diesen Spaßfaktor, den Unterhaltungsfaktor, aber auch den Geschichtenfaktor. Wie spannend ist es geschrieben? Wie gut ist es? Kann ich mich in die Ingame-Lektüre noch 20 Stunden irgendwie einlesen? Oder habe ich da leider nur ein Destiny vor mir? Und halt auch die... Und das ist so ein bisschen, das ist jetzt das, was neu hinzugekommen ist. Will ich das Spiel selber spielen? Wenn ja, wäre das auch ein Spiel, was andere Leute halt bei mir bei Twitch hier sehen würden. Und das ist halt, das ist sehr stark bei mir in den Kaufprozess mit eingeflossen und hat mir aber auch so ein bisschen die Augen geöffnet, auch so ein paar andere Spiele zu spielen, die ich zum Beispiel erst gar nicht irgendwie auf dem Kika gehabt hätte. Einfach nur, weil mir halt Leute gesagt haben, hey, das ist gut, spiel das mal. Dann habe ich es mir kurz angeguckt und war viel Spaß gehabt. Slabby, ich meine, du spielst ja... Weißt du überhaupt, was Grafik ist, Slabby, bei deinen Spielen, die du so spielst? Just for fun, weißt du? Aber Slabby, wie ist das bei dir? Also, ich meine, du spielst ja aktuell, glaube ich, Binding of Isaac. Sehe ich das richtig? Das habe ich ja auch kurz gesehen. Ich meine, bei Binding of Isaac gibt es da eine Story? Nur mal so kurz zwischengefallen? Jein. Es gibt die Story, aber die ist nicht wirklich wichtig. Ne? Es gibt einfach, es ist halt mehr so eine gesellschaftskritische Story, hätte ich jetzt fast gesagt. Mutter ist super christlich, hört irgendwann Stimmen von Jesus Christus von Gott, weil sie zu viele christliche TV-Shows gesehen hat und der sagt ihr, bring deinen Sohn um und dann geht sie, der kriegt's aber mit, dann geht sie mit dem Messer auf ihn los und der verzieht sich in sein Zimmer und kurz bevor sie ihn erreicht, findet er eine Trapdoor, eine Tür halt in den Keller. Und dann läuft er halt von der Mutter weg. Und in dem Moment, wo man in den Keller fällt, fängt halt das Spiel sozusagen an. Spielt jetzt aber auch nicht wirklich die große Rolle. Also das ist dann mehr so ein, ne, weil es eine Story braucht, hat es halt eine Story oder so, hätte ich jetzt gesagt. Da geht es mehr um das Gameplay, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie viele Stunden hast du runter? Sind doch schon mehrere hunderte, oder? 350. Nehmen wir doch mal anhand von Binding of Isaac. Warum spielst du Binding of Isaac? Also was nimmt dich da so mit, dass du 350 Stunden lang Binding of Isaac spielst? Das ist einfach das Spiel, zumindest von den Spielen, die ich bislang gespielt habe, und das sind viele, mit dem höchsten Wiederspielwert. Ich habe nie ein Spiel gespielt, das so einen hohen Wiederspielwert hatte wie Binding of Isaac. Ich habe Counter-Strike gespielt als Jugendlicher. So ist das nicht. Also Shooter ist jetzt nicht so, als wäre ich komplett Anti-Shooter. Ich bin komplett Anti-Shooter, aber ich habe Shooter gespielt. Also ich kenne mich aus. und kein Counter-Strike, kein WoW oder sonst irgendwas hat mir jemals diesen Wiederspielwert gegeben. Das zum einen. Zum zweiten, das Schöne halt an Binding of Isaac ist halt, eine Runde dauert halt zwischen 30 Minuten und 90 Minuten, wenn es jetzt richtig langsam angehst. Das heißt, es ist das perfekte Spiel für zwischendurch. Du musst es halt nicht irgendwie 8 Stunden am Tag durchpowern. Klar, wenn ich streame, dann streame ich es natürlich 7 Stunden am Stück. Aber wenn ich jetzt hier alleine sitze und einfach nur einen Stream gucke und jetzt irgendwie noch 1 Stunde oder 2 Stunden habe, bis mein Bus zur Arbeit kommt oder so, dann kann ich es mal eben anmachen und eine Runde spielen. Und so hat es sich einfach eingebürgert, das war immer das Spiel, wenn ich halt mal gerade kurz Zeit hatte, dass ich einfach mal eben angemacht habe, nebenher noch einen Stream am Laufen hatte und halt ja ein bisschen gezockt habe. Und mit jeder Stunde, die ich da rein investiert habe, wurde ich einfach besser. Und deswegen. Das nimmt dich dann so mit, dass du sagst, okay, yo, das ist mein Spiel. Naja, es ist jetzt nicht so ein immersives Spiel, ne? Wie ein Witcher halt, wie der Tim gerade gesagt hat. Es ist jetzt kein Spiel, das ich spiele, wie ich ein Buch lese. Also Witcher habe ich gezockt, wie ich Game of Thrones, beziehungsweise Song of Ice and Fire halt gelesen habe.
Da habe ich mich den ganzen Tag darauf gefreut, endlich mal wieder das Buch halt in die Hand zu nehmen, beziehungsweise beim Witcher war es halt, ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, endlich wieder am Rechner zu sitzen und dieses Spiel weiter zu spielen, weil ich einfach wissen möchte, wie geht die Story weiter, ne? Und da war ich voll drin. Ich war Geralt, so. Ich hatte Vatergefühle für Ciri. Das war, ne, ich habe ja letzten Mal, haben wir schon gesagt, Witcher 3, mein absolutes Lieblingsspiel seit Ocarina of Time. Das habe ich gezockt wie ein Buch. Ne? Das habe ich einfach, als hätte ich mich halt aufs Bett gesetzt, irgendwie vorm Schlafen gehen, schon um 8 und hätte halt ein Buch in die Hand genommen. So habe ich mich halt hier vor den Rechner gesetzt und habe halt das Spiel gespielt. So ist Isaac nicht. Isaac ist halt was ganz anderes. Das ist halt so ein Spiel wie, weiß ich nicht, wie Tennis. Keine großartige Story, aber irgendwie macht es trotzdem Bock. Mit jeder Stunde wird man halt besser und das merkst du in dem Spiel. Und es hat einfach diese Motivationskurve, die halt kongruent zur Lernkurve ist im Prinzip. Was ich jetzt richtig interessant finde, und zwar der Abschluss von dir dazu, Garak, weil du spielst ja im Grunde genommen nicht, du simulierst ja. Habe ich ja gelernt, darf man nicht sagen. Wird man ja immer gleich ausgebuht bei den Simulanten. Das ist ja, das müsst ihr euch merken, das ist ganz wichtig und da gebe ich Garak auch recht, weil es ist echt abgefahren. Was ist das für dich, dass du, ich glaube, mittlerweile schon deine, keine Ahnung, ich glaube, du hast zu Dinosaurierzeiten angefangen, Flugzeuge zu fliegen, fliegst heute noch, wo wir eigentlich schon ein Hoverboard hätten in der Theorie. Also warum, was begeistert dich daran so lange? Was gibt dir das? Ja, also du hast zu Anfang gefragt, eigentlich, wie man da eintaucht oder ob wir da eintauchen können oder ob wir das tun oder so. Und dann ja, die Kombination genau. Jetzt. Genau. Ich habe mir hier so einen langen Zettel aufgeschrieben, kann man nicht sehen. Das hast du gemacht. So einen langen Zettel. Ich habe mir einen ganz langen Zettel aufgeschrieben. Einfach mal einen Bogen von Anfang bis heute. Es hat mich eigentlich nur immer eine ganz gewisse Art von Spielen fesseln können. Und Flugsimulation im Übrigen oder Simulation, das, was ich derzeit streame, seit einem Jahr durchgängig eigentlich, ohne große Ausnahmen. Und seit 1983 oder 84 habe ich auch Flugsimulatoren. Wobei die ersten wollt ihr euch echt nicht angucken, wie die aussahen. Und also das ist so ein durchgehendes roter Faden, also diese Simulationen, also gerade die Flugsimulation. Das liegt aber daran, dass mich Luftfahrt total interessiert. Aber ich tauche, das ist für mich kein Spiel, deswegen es ist es Simulation. Ja? Es hat also mit Spielen nichts zu tun. Ich spiele also kein Flugzeug fliegen. So. Und deswegen ist es was völlig anderes. In Spiele, die ich eintauchen kann, ist zum Beispiel The Walking Dead. Ja? Das sind so Spiele, die einfach gut sind von der Story her. Telltale macht sehr, sehr gute Spiele. Oder Life is Strange, wobei bei Life is Strange Abstriche sind. Ich finde das ein bisschen zu flach gespielt, das Ganze. The Walking Dead ist viel besser. Life is Strange ist auch nicht von Telltale. Also insofern, aber das sind so Games, die mich faszinieren, wo ich eintauchen kann und wo ich dann auf die Uhr gucke, scheiße, sind 5 Stunden später. Ja, und ich habe einfach das gar nicht mitgekriegt. Wenn ich das auf früher, sagen wir mal 15 Jahre vorher, war es Dark Age of Camelot. Ich habe, glaube ich, ein Jahr lang durchgezockt, dieses Zeug, und habe Dark Age of Camelot gespielt und habe eigentlich, ich weiß nicht genau 2003, was ich sonst noch gemacht habe, außerdem, also da kann ich auch schon, also da kann ich auch schon fast sagen, also ich habe gearbeitet und habe gespielt. Zwischendurch habe ich Glück gehabt, dass meine Ehefrau recht gut beschäftigt ist. Das wäre ins Auge gegangen. So viel habe ich da Dark Age of Camelot gezockt. Also das hätte ins Auge gehen können. Oder das wäre auch ins Auge gegangen, wenn sie nicht selber so viel zu tun gehabt hätte. Sie zockt übrigens gar nicht. Also meine Frau spiele gar nicht. Überhaupt nichts. Also doch, dieses komische Kartenspiel dabei, Windows, was dabei ist, dieses, weiß nicht mehr, wie das heißt. So. Dann haben mich aber in den 90ern, ich habe mir das hier ein bisschen tabellarisch gemacht, in den 90ern hat mich zum Beispiel, da war ich auch richtig, ich war im Northcore, ne? Northcore Deathmatch Clan, ja, war ich. Aber du machst wieder, du bist wieder böse, Garak, du nimmst mir schon wieder alles weg, was ich eigentlich. Entschuldigung. Ja, eben, aber also verstehe. Kann ich ja nicht ahnen. Du hast gefragt, welche Spiele euch, ne? Ja. Das gehört dazu. Ja. Wie zum Beispiel Doom, Quake 2 oder eben auch Wolfenstein. Ja, das sind so Games gewesen, die ich damals, wo ich eintauchen konnte.
Ein Jahrzehnt davor waren es eben die Sportolympiaden. Ja, ich habe da Summer Games und Winter Games. Ich habe mir letztens mal so ein Ding, so ein Video angeguckt bei YouTube. Alter, ich habe das gespielt. Also nein, ich habe das nicht gespielt. Nein. Ich habe Also das waren so simuliert. Sachen, wo man, nee, wo man so richtig, eintauchen konnte. So, und in der letzten Zeit auch noch ein bisschen Arma 3. Bei Arma 3 konnte ich auch eintauchen. Aber sonst eigentlich, ich spiele auch nichts anderes insofern. Du bist wirklich rein Simulator unterwegs, ne? Also ich krieg das ja mit, du fliegst ja Nein. auch. Ja, also ich streame nur Simulationen, aber weil ich da meine Nische gefunden habe, warum soll ich nochmal Minecraft spielen? Das ist völlig ausgelutscht. Warum soll ich, na, da gibt es Spezialisten, die können das viel besser. Warum soll ich Shooter spielen, für die ich definitiv zu alt bin, weil meine Reaktionsfähigkeit liegt jenseits von Gut und Böse? Und das hat keinen Wert. Das heißt, ich muss irgendwas spielen, was altersgerecht ist. Sagen wir mal so. Und da ist eine Simulation ganz gut. Nee, ich mag es einfach lieber. Ich spiele aber nebenbei trotzdem Spiele wie zum Beispiel hier The Walking Dead oder Life is Strange. Das sind schon Sachen, aber die streame ich nicht. Wenn ich mal kurz einen Titel, Slappy, mach du. Ja, mach du. Okay, nee, ich wollte nur Stichpunkt Minecraft. Da fiel mir gerade was ein. Ich hatte nämlich letztens den Gedanken, oder hatte ich den, ich ne, man quatscht ja immer, oder man hört ja immer von Leuten, die halt jetzt nicht so in Videospiele eingetaucht sind. Und ich hole das Thema jetzt ein bisschen halt zum Titel, weil ich habe im Chat gerade gesehen, da die Aufmerksamkeitsspannen von manchen Leuten im Chat, die sinken gerade in die Tiefe, weil wir immer noch nicht aufs Thema in die Gesellschaft Das eintauchen. wäre ja das nächste gewesen. Man muss Ja, ja richtig. bei Prolog und Wir so. sind auch. Genau, Bring aber. ihn doch nicht durcheinander, unseren Nils. Das ist ja Prolog. Ich kann ja nichts dafür, dass ihr wieder 300 Jahre antwortet. Ja? Ihr holt ja immer aus, bis ihr dann. Gara geht ja dann immer schon in die 70er und dann hat er Pong gespielt und. Aber mach du. Ja, aber weißt du, MTV Generation und so, die brauchen halt alle 10 Minuten was Neues. Da Deswegen versuche müssen ich das jetzt so wir aber langsam mal. nicht, da müssen wir aber nicht drauf eingehen. Das müssen Nee. Nein, nein, was ich sagen wollte, nur, das fiel mir nur gerade wegen Minecraft ein. Man hört ja immer von halt Leuten, die jetzt nicht so sehr mit Videospielen Kontakt haben, sei es Eltern, Großeltern oder halt einfach Freunde, die jetzt nicht so viel zocken, dass man ja beim Lesen viel mehr die Fantasie anregt, wie beim als beim Fernsehgucken oder halt Videospiele spielen, wo man halt das, was man sich beim Lesen vorstellt, ja schon auf dem Bildschirm quasi projiziert bekommt. Aber Stichpunkt halt Minecraft, wie du gerade gesagt hast, da ist es, geht's ja eben genau darum, sich was vorzustellen und daraus halt eben was zu schaffen. Und ich finde, das kann mir kein Buch geben, mir halt genau quasi das nachzubauen. Klar, ich kann mich hinsetzen und aus Legosteinen irgendwas zusammenbauen, aber halt in Minecraft zum Beispiel, es gibt jede Menge Sandbox-Games, in denen ich halt fantasievoll. GTA wäre auch so ein Stichpunkt, ne? Tim spielt das ja auch viel, GTA 5. Da kann man auch mit Fantasie halt lustige Stories irgendwie abspielen oder sonst irgendwas. Und gibt ja auch diesen Videomaker irgendwie mittlerweile, da, wo Leute halt Videos schneiden. Von daher, dieses Argument, bei Videospielen wird ja die Fantasie gar nicht angeregt, finde ich. Da wollte ich mal drauf eingehen. Ist halt, naja, ich weiß nicht, nicht ganz so cool. Oder sollte man mittlerweile mal so langsam überdenken oder sich Gedanken zu machen. Können wir vielleicht später oder jetzt gleich auch drauf eingehen, auf die Frage. Da wollte ich nur schon mal so einen ersten Stichpunkt rauslassen. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal der Kracher. So, Jo. pass auf. Und jetzt kommt nämlich die Frage, die ans Thema rangeht. Genau da, wo wir hinwollen. Rekapitulieren wir mal die letzten 25 Jahre Gaming in der Gesellschaft, Freunde der Sonne. Wie war das für euch? Also von 90 bis heute. Wie sehr hat sich das entwickelt? Und das machen wir jetzt Schritt für Schritt. Garak fängt an, Slabby den nächsten, aber immer nur ein Punkt und dann drehen wir uns im Kreis. Quasi fassen wir das alles gemeinsam als Einheit zusammen und jeder gibt einen Stichpunkt und der nächste baut drauf auf. Macht bitte nicht ganz so große Zeitetappen und denkt darüber nach, wenn der Vorsprecher redet und dann fassen wir die letzten 25 Jahre zusammen. Garak fängt an. 90. Für dich gravierendes Spiel, gravierendes Erlebnis. Und wie siehst du das quasi, wenn du jetzt zum Beispiel deine Dark Age Camelot-Zeiten vergleichst, wie die Leute zu dir quasi gestanden haben, ob sie einen Vogel gezeigt haben, etc. pp. Also Hat die sich zwei. nichts geändert. In den 10 Jahren hat sich nach meiner Meinung nicht viel geändert.
die Wahrnehmung in der Gesellschaft von Gamern war wohl Ende der 90er oder Ende der 80er ähnlich wie Anfang der 2000er. Ich glaube nicht, dass da ein großer Unterschied in diesen 10 Jahren war. Also ich kann mich nur zurückerinnern, ich weiß jetzt gar nicht, Anfang der 90er, Anfang der 90er, gab es da schon Doom oder war das kurz vor Doom? Ich weiß es nicht, das war kurz vor Doom, ne? Ich weiß gar nicht, was gab es denn Anfang der 90er zu spielen? Ich habe nie Konsolen besessen, das fand ich irgendwie zu kindisch. Ich habe immer Computer gehabt. Also das weiß ich nicht, das muss irgendwas auf dem Rechner gewesen sein wahrscheinlich. Und ich habe garantiert Flugsimulation gespielt mit irgendeinem Flight Simulator von Microsoft in irgendeiner Version um die 90 herum. Das ist ziemlich sicher. Und Spiele, ja, also ich glaube nicht, ich kann mich jetzt für 90 nicht erinnern, was es da gab, aber das war so die, doch, Wolfenstein. Ich glaube, das war kurz vor der Wolfenstein-Geschichte, also noch vor Doom. Und da gab es so die ersten Shooter, da gab es, ja, und die ersten 8-Bit-Pixel-Dinger, die waren alle vorbei und man hatte mit dem Amiga schon eine halbwegs brauchbare Grafik und so. Aber die Gamer, es gab eigentlich gar keine Gamer, ja. Es gab Leute, die hatten Computer zu Hause und haben halt gespielt. Aber so als Gamer wurden die, glaube ich, noch nicht wahrgenommen. Das war 2000 völlig anders. Da gab es dann, da war Doom 1 und Doom 2 durch, da war Dings durch, hier, wie heißt das, Quake 1 und Quake 2 durch. Und da waren es dann halt die bösen Spiele. Also ich glaube, das ist dann eher durch diese Art der Spiele wie Doom oder Quake doch schon zum Ende des Jahrtausends schlimmer geworden, das Ansehen, weil es da, oder andersherum gesagt, zu Anfang wurden die Gamer gar nicht wahrgenommen, da wurden sie plötzlich wahrgenommen. Wer ist denn jetzt dran? Slabby? Slabby, ja. Was war nochmal die Frage? Die letzten aber gesellschaftlich, 25, ja. Ne? Ja, aber gesellschaftlich gesehen. Das waren jetzt gesehen, die 90er. Ja. Ich meine, ich habe halt Konsolen immer besessen, aber ich meine, kindisch gut. Ich war ein Kind, deswegen stimmt das ja auch. Bei mir, ich würde die Etappen halt immer aufteilen, auf für mich zumindest, auf die halt jeweiligen Konsolengenerationen. Und ich finde, so das erste Mal, dass so richtig Gaming in der Gesellschaft ankam, als ein gesellschaftliches Konzept oder dass es halt wirklich angesehen wurde, war halt dieses N64 und PlayStation, diese Ära. Weil da haben halt die coolen Kids alle eine PlayStation gehabt. Weil da war die geilste Grafik und die brutalsten Spiele drauf und so. Das waren halt die erwachsenen 15-Jährigen. Und dann waren da halt die kindischen 15-Jährigen wie ich, die halt ein N64 hatten und halt Super Mario gezockt haben. Und Zelda halt. Ich hätte gesagt, so da fing es so langsam an. Jetzt möchte ich nicht zu viel wegnehmen, aber so einen richtigen großen Stellenwert tatsächlich, wie Garak, das fand ich halt deswegen interessant, dass halt der Begriff Gamer aufkam. Ich glaube, der kam echt erst auf mit den ersten Multiplayer-Spielen, die man tatsächlich auch im LAN spielen konnte, ne? Wo es die ersten LAN-Partys gab und dann halt hin zu Online. Aber ja, wobei, genau. Wobei es die LAN-Party schon in den 90ern gab. Nicht? Es gab damals Kali, das war ein System, damit konnte man IPX-basierte Systeme zusammenbinden. Das war schon total. Und ja, dann gut. Haben wir irgendwelche Karts gefahren und so ein Blödsinn. Ja, ja. Oder gut, Descent gespielt. Da waren die Gamer ja mehr noch so Funker, hätte ich jetzt fast gesagt. Funker? Ja. Schachspiele über Morsecode. Die waren technisch versierter. Das ging genau. Übrigens über Morsecode. Tadellos. Wenn du jetzt anknüpfst, Tim, sag ich mal, nach der Ära, die Slappy sozusagen jetzt angesprochen hat, du kommst ja jetzt schon in die interessante Phase, würde ich sagen. Wie ist da für dich? Du bist ja schon ein bisschen älter, du kannst dich ja an die Zeit, denke ich mal, noch erinnern. Da warst du ja dann also 15, 20 rum. Wie ist das für dich? Also was ist da für dich markant dann? Wir sind dann jetzt so bei den Anfang 2000ern schon, so oder? Anfang 2000er so rum. Ja, in den 90ern, wie gesagt, ging ja so im Grunde. Da war man ja noch quasi Undercover-Agent als Gamer sozusagen. Genau, das war bei mir war es nämlich schon die Pubertät, die dann ja schon voll im Gange war, so Anfang 2000er. Und vorher war es eigentlich immer nur so, ja, das Kind spielt halt Videospiele. Ne? Das war halt so, aber es gab andere Prioritäten. Und Anfang 2000er war es bei mir dann auch so, dass die für mich halt noch größeren Fokus eingenommen haben. Und das habe ich dann aber auch im Freundeskreis, in der Familie, in der Schule,
auch wenn man mit Mädchen geredet hat, sehr schnell gemerkt. Das war damals noch gar nicht so cool, wie es heute ist. Also da war es, also zumindest aus meiner Erfahrung, schon immer eher so ein bisschen ja, belächelt halt. Aber Leute, die halt Gitarre gespielt haben oder irgendwas anderes, die waren halt cooler. Aber wenn ich dann halt gesagt habe, so hey, ja, ich bin in der Pubertät und ich spiele Super Nintendo. Das habe ich mich natürlich keinem vorgestellt. Das stelle ich mir so vor. Da wurde ich schon eher belächelt und da habe ich es auch eher schon so mitbekommen, so ja, ist schön, dass der Junge jetzt immer so viel spielt, aber kann der sich jetzt mal irgendwie auf was anderes konzentrieren? Ist doch nur eine Phase, die geht vorbei und das war in meinem Freundeskreis eigentlich ähnlich. Es ging eigentlich immer mehr weg zu Videospiele sind doch was Ernstes und man kann da viel Zeit drüber spenden mit das ist doch nur ein Hobby. Und das habe ich halt komplett anders erlebt, weil für mich war es halt nicht nur ein Hobby und ich habe halt damals, sag ich schon mal, so ein bisschen versucht rauszufinden, wie wichtig das ist. Und da sich halt bei mir in der Zeit eigentlich fast außer mir keiner so wirklich für Spiele interessiert hat, in der Zeit war es da für mich sehr schwierig in der Zeit. Es wurde dann in den Jahren da drauf, wo dann auch PC, ich habe vorhin schon im Chat das erste Mal irgendwie Battlefield 1942 gelesen, ab da war es dann halt auf einmal cool. Aber ich habe halt noch diese ganz uncoole Phase irgendwie voll mitgemacht. Aber wobei es da auch noch nicht cool war, würde ich sagen. Also ganz ehrlich, wenn wir nachher so in die letzten, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, die Jahre, wo es wirklich cool geworden ist. Ich meine, erinnert euch mal an die 2000er, da kam ja dann Counter-Strike und LAN-Partys und man hat ja dann schon mal so 25 Mark Preisgeld gewonnen, sage ich mal. Und da war das ja noch gar nicht so angesagt. Wenn ich mir überlege, Mensch, Anfang 2000, da sind wir das erste Mal zu einer der größten LANs gefahren. Die C-Max war das, glaube ich, damals irgendwo in Hamburg. Schieß mich tot. Da sind wir, glaube ich, 400-500 Kilometer geballert, nur um auf eine LAN-Party zu fahren für ein Wochenende. Und da erinnere ich mich, da ging es so langsam, 2000er ging es dann los. Da wurde es ja interessant. Da war dann so der Laden gefüllt mit 1000 Leute. Dann sind da schon vorne auf der Bühne schon Frauen mit Hotpants rumgetanzt und hast du gesagt, okay, ja, das wird noch was und irgendwann werden wir ganz groß mit Wolfenstein, aber niemals, da haben wir uns durchgesetzt. Wo wir aber gerade dieses Thema der 2000er haben, da würde ich gerne mal eine Thematik aufgreifen, denn zu der Zeit standen ja, sage ich mal, die Sterne, was Computerspielen angeht, sehr schlecht und da ist auch ein markantes Erlebnis passiert. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, dass in einer Schule dort ein Amoklauf quasi stattgefunden hat und der junge Mann hatte damals Slipknot und Counter-Strike, also Slipknot gehört, Counter-Strike gespielt und ich glaube Quake oder sowas und dort ging ja ein ganz, ganz großes Rauen durch die Gesellschaft, dass wir Counter-Strike jetzt nur noch mit grünem Blut spielen dürfen, weil wir ja alle Leute massakrieren, weil wir sowas spielen und das ist doch wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen damals, für mich auch, wo ich mir mit meinen Freunden gesagt habe, oh wow, sind wir echt so eine Kaputten? Hauen wir uns jeden Tag auf die Mütze? Verspüren wir irgendwie das Gefühl, dass wir jemanden... Nee, eigentlich nicht. Für euch, also, wenn ihr euch da zurückerinnert an diese Sache, habt ihr das überhaupt eigentlich mitgekriegt damals oder ist das irgendwie an euch vorbeigegangen? Habt ihr, also, ja, denn ich spreche mal Slabby an. Slabby, du hast das Mikrofon. Ich habe das sehr gut mitbekommen, weil... Die Sache ist halt die, ne, man hat halt entweder Eltern, die sich halt damit auskennen und die selber halt wissen, dass das Schwachsinn ist. Oder man hat halt Eltern, die wissen das halt nicht, die beschäftigen sich damit nicht. Ich hatte halt die Art von Eltern, die sich halt damit nie richtig beschäftigt haben mit Videospielen. Und wenn dann im Fernsehen kommt, die Videospiele und die Metal-Musik ist schuld daran, dass der Junge ja, Amok gelaufen ist, dann glauben die das eher. Und dann setzt sich das nach ein paar Amokläufen halt fest in den Köpfen, ne? Weil es ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja auch in den USA halt genauso das gleiche Problem. Da wurde immer ein bisschen mehr auf die Musik geschaut, aber halt auch auf die Videospiele, ne? Ich denke da jetzt zum Beispiel an Bowling for Columbine, den Film, der hat ja auch da ganz gute Beispiele für gesetzt.
Klar, das kommt von irgendwo, dass man da die Schuld halt ein bisschen abwälzen möchte. Von jedes Medium gibt quasi dem anderen Medium die Schuld. Die Politiker wollen sowieso nichts damit zu tun haben. Und im Prinzip, bevor man sich damit befasst, das Problem tatsächlich da zu lösen, wo es eigentlich zu lösen wäre, sucht man lieber eine Schuld. Und dann nach 2 Monaten, wenn das Thema wieder gegessen ist, dann muss man sich damit nicht mehr beschäftigen. Ich musste mir häufig anhören, warum ich Killerspiele spiele halt. Ich habe in der Zeit ja tatsächlich auch Counter-Strike gespielt. Und ich habe auch schon damals immer argumentiert, es bringt nur nette Leute im Prinzip zusammen. Wir haben damals immer schon, ich war ja Pfadfinder auch, und wir haben uns mit den Pfadfindern immer im Gemeindehaus damals getroffen, haben da LAN-Partys einmal oder zweimal im Jahr veranstaltet, irgendwie wo 16 Leute gegeneinander irgendwie Counter-Strike gespielt haben oder Age of Empires 2 oder sonstiges. Habt halt immer damit argumentiert, aber wenn in der Bild-Zeitung halt steht, Killerspiele sind Schuld für Amokläufe, dann glaubt man doch eher der Bild-Zeitung als dem pubertierenden Jungen, der keine Ahnung hat vom Leben, ne? Weil die Bild-Zeitung hat ja mehr Ahnung. Tim, Garak? Und also, ja, ich habe das natürlich auch mitbekommen, bin ja nicht ganz doof, aber auch die Geschichten in den USA und die immer wiederkehrende, das immer wiederkehrende Hinweisen darauf, dass ja die Killerspiele daran schuld sind. Das ist in der Gesellschaft auch so, dass das, ich glaube, von vielen Älteren, ich bin da ja eine Ausnahme, aber ich sag mal so, viele in meinem Alter und älter begreifen ja gar nicht, also ich sag mal 50 plus, also alles, was so bis 65 geboren ist, natürlich immer mit Ausnahmen, ganz klar, alles, was also vor 65 geboren ist, hat echte Probleme, das überhaupt zu erfassen und zu begreifen, warum man überhaupt Spiele spielt und vor allen Dingen, warum man Ballerspiele spielt und so weiter. Grundsätzlich ist es aber so, nach meiner Meinung, und das sehen wir ja eigentlich täglich, auch heute, dass diese Killerspielproblematik eigentlich politisch genutzt wird. Slappy sagte gerade, ich habe mir das extra aufgeschrieben, die Politiker wollen nichts damit zu tun haben. Doch, sie wollen damit zu tun haben, weil es eine ideale Möglichkeit ist, uns wieder anderen Mist unterzuschieben. Uns als Gesellschaft, nicht als Spieler. Denn gerade in den christdemokratischen Bereichen ist es doch sehr, sehr stark verbreitet, dass man, obwohl es auch eine Ausnahme bei den Grünen gab, sehr, sehr stark verbreitet, dass wenn sowas kommt, dann muss ich halt die Gesetze verändern und verschärfen. Was ganz beliebt ist, ist das Thema mit Vorratsdatenspeicherung, wäre das nicht passiert, was ein völliger Bullshit ist, aber jetzt haben wir sie ja doch dann über Jahre. Also die Politiker nutzen diese Stimmungsmache der Presse in eine bestimmte Richtung, also diese blöden bzw. bösen Killerspiel-Gamer, um eben bestimmte Gesetze durchzubringen, ohne Widerstand in der Bevölkerung. Und das ist so ein Schema, was, glaube ich, in den letzten 15 Jahren immer stärker wird. Angefangen, würde ich sagen, in der Nach-Kohl-Area-Zeit, in der Nach-Kohl-Zeit. Vorher war es mit Sicherheit auch schon so, aber da habe ich jetzt keine Erinnerung dran für spezielle Fälle. Aber ich glaube, deswegen sind die Politiker schon, die haben schon ein Interesse dran. Die haben jetzt kein Interesse daran, dass etwas passiert. Das will ich ihnen nicht unterstellen, so weit gehen sie nicht. Das ist auch begrüßenswert. Aber wenn es dann passiert, wird es gerne für Einschränkungen der Bevölkerung, im rechtliche Einschränkung der Bevölkerung genutzt. Egal, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Also der böse Gamer, der sowieso jeden um die Ecke bringt, sobald er nur an irgendeine Waffe rankommt. Und andere Gelegenheiten. Also ich denke, das ist so also meine Wahrnehmung über über unsere Politiker beziehungsweise über die Presse, die das aufbauscht und so natürlich auch eine ganze Menge Leute mitnimmt. Ne? Also in der Bevölkerung, man muss ja davon ausgehen, dass die Masse nicht sehr gut informiert ist. Das ist so die ganz harmlose Beschreibung, würde ich mal sagen. Und wenn man nicht informiert ist, kann man nicht vernünftig handeln und dann macht man das, was einem vorgelebt wird, beziehungsweise was in der
Zeitung mit dem B steht und weil es alle lesen und so funktioniert das. Deswegen eine ganz gefährliche Sache, glaube ich. Wie ist das für dich gewesen, Tim, damals? Also wirklich jetzt bezogen auf das Beispiel, weil das ist ja wirklich markant gewesen für die Zeit. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass Slabby und ich irgendwie anscheinend gleich aufgewachsen sind. Bei mir war es sehr, sehr Liegt ähnlich. am Ich hatte, Bart. achso, Bart, Bruder. Wir hatten zu Hause auch, sage ich mal, ähnliche Zustände. Meine Eltern haben sich null für Videospiele interessiert. Die hatten auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da mache. Und das, was ich gerade gemacht habe, war sowieso immer, der ist gerade an der PlayStation, auch wenn ich nie eine besessen habe, aber das war halt der Name. Den haben sie durch die Medien irgendwann mal aufgeschnappt. Deswegen hießen halt alle Spiele PlayStation. Und es war nicht unbedingt nur die Bild. Es waren, und das fand ich eigentlich viel schlimmer, es waren halt auch die Öffentlich-Rechtlichen und es war auch das Privatfernsehen und es war noch Nachrichtensender. Und Anfang 2000 ist ja gerade so die Phase, wo im deutschen Fernsehen die Nachrichtensender wirklich aus dem Boden geschossen sind und die ersten Live-Ticker halt irgendwie so anfangen, wie in den USA ja schon paar Jahre zuvor irgendwie gang und gäbe war. Und das war hart. Also ich wurde dann auch, sag ich mal, von Pranger gestellt mit hier, ihr spielst du auch solche Spiele? Jetzt nicht unbedingt von meinen Eltern, aber man hat das schon gemerkt. Es war schon so ein kleiner Einbruch, als auf einmal dann der Tagesschausprecher irgendwie von, vielleicht hat er nicht unbedingt Killerspiele gesagt, aber wenn man dann mal gehört hat, ja, der hat dann seinen Klassenraum und seinen Schulflur in irgendeiner Custom Map in einem Ego-Shooter nachgebaut. Da hast du aber gemerkt, wie manche Leute so ein bisschen ruhiger geworden sind und einen ein bisschen anders angeguckt haben. Das haben meine Freunde auch gemacht. Ja, und bei mir war es halt auch schon die Zeit. Es war Pubertät. Ich hatte lange Haare bis hier, war schwarz angezogen und habe dann quasi heimlich Counter-Strike gespielt, weil ich da auch an einem Punkt war, wo ich zum Beispiel mit meinen Eltern nicht mehr diskutieren konnte. Für die war das nicht so ein, okay, der Junge schnappt sich jetzt eine Waffe und bringt Leute um. Aber die haben halt diese Verknüpfung gehabt. Oh, der hört Metal-Musik und der spielt Spiele, wo man schießen muss. Das müssen wir ihm halt irgendwie wegnehmen. Und das war sehr schwierig. Und da weiß ich auch von vielen aus meinem Bekanntenkreis, dass denen das sehr ähnlich gegangen ist. Und für mich hat es eigentlich nur dazu geführt, dass ich die Sachen weniger öffentlich quasi gemacht habe. Echt, habt ihr euch wirklich zurückgenommen und habt ihr das so hingenommen? Ja, also Wow. ich hab nicht groß irgendwie diskutiert. Wie alt war ich denn? Ja, Anfang 2000er, 14, 15 oder irgendwie so. Da habe ich mir gedacht, ich wusste ja für mich selber, nein, nur weil ich dieses Spiel spiele oder weil ich so eine Musik höre, mache ich sowas nicht. Ich habe aber auch damals, glaube ich, schon verstanden, dass der Typ das nicht gemacht hat oder auch die Folgefälle wegen diesen Faktoren, sondern dass da halt noch viel, viel mehr zugehört. Aber das haben halt andere Leute nicht gesehen. Ich hatte halt das Glück, dass mein Vater ja auch Metal hört und da konnte ich das so dadurch ein bisschen noch argumentieren. Er ist ja auch kein Serienkiller geworden. Warum soll ich dann, nur weil ich zudem noch, also zu Slipknot und Metallica noch Killerspiele spiele, warum soll ich dann selber auch Killer werden? Aber klar, Counter-Strike habe ich dann auch eher abends gespielt, wenn meine Eltern sowieso schon vor dem Fernseher hingen und brainwashed wurden. Wenn wir Von jetzt mal Öffentlich-Rechtlichen. weitergehen von dieser einschneidenden Etappe, die für mich wirklich einschneidend war, wir dann, sage ich mal, so gemütlich 2,5, 2,10, so die Richtung gehen. Was sind für euch in der Zeit wirklich die einschneidendsten Erlebnisse und wie ist es für euch so, dass das Bild der Gesellschaft gewesen? Darf ich? Ja, hau rein. Ich sage auch nur kurz. Ja. Für mich war es mit 2004, das war die Zeit mit World of Warcraft. Das war im Prinzip das, was alle Leute, die vorher nie irgendwie was mit Videospielen, also zumindest halt in unserer Altersklasse, bei mir, alle Leute, die halt vorher nichts mit Videospielen zu tun hatten und die man einfach nur entweder, keine Ahnung, aus der Raucherecke oder halt vom Gitarre spielen, musizieren oder sonst irgendwas halt kannte, haben plötzlich alle durch die Bank Videospiele gespielt. Und zwar WoW.
das war, ne, vorher hat man halt immer seine Kollegen gehabt, mit denen man sich zu LAN-Partys getroffen hat. Mit der einen Gruppe hat man halt Counter-Strike und Age of Empires gespielt, mit den anderen hat man Warcraft 3 gespielt und so ein Gedöns und Blizzard-Spiele. Und plötzlich haben sich die beiden Gruppen, das waren dann von da fünf, das waren dann 10 insgesamt. Und dann kamen noch 60 Leute von oben, irgendwie, die noch nie irgendwie ein Videospiel gespielt haben, noch mit dazu. Und dann waren wir irgendwie eine Riesengilde, allein aus unserer Stufe damals, auf dem Gymnasium, die irgendwie eine Gilde gemacht haben. Und da war das zumindest halt bei den jungen Leuten tatsächlich das erste Mal, dass Videospiele wirklich was auch geschlechterübergreifend einfach praktiziert worden ist. Vorher war man halt der Gamer, das war eine kleine Gruppe, und plötzlich war es was, was wirklich mittendrin war. Und alle haben es einfach gemacht. Das war World of Warcraft im Prinzip für mich, was es tatsächlich dann endgültig zu dem gemacht hat, was es heute halt geworden ist. Wenn ich kurz mal, wo du gerade dieses WoW mit einbringst, was mir immer schon auch in der Zeit, was für mich sehr wichtig war, ich habe dadurch Charakter bekommen. Durch zum Beispiel diese Multiplayer, die ja dann zu der Zeit, sage ich mal, für mich dann losging. Ich habe nie WoW gespielt, aber für mich kam da auch dieses Multiplayer auf, und ich war schon immer, also von der Zeit an, seitdem ich einen Computer habe, war ich schon immer entweder Clan-Leader, Team-Leader oder Gildenleiter. Und ich sag mal, meine Persönlichkeit hat sich doch dadurch geprägt in einer positiven Art und Weise, die mir heute in der Gesellschaft was bringt, weil man hat sich halt so salopp jetzt mal gesagt, man hat sich halt zwei Paar Eier wachsen lassen, weil man konnte sich verstecken damals, ja, und konnte halt sich entwickeln als Charakter, und wenn man rausgegangen ist, hat man das dann irgendwann mitgenommen. Nüsschen, ja, ich sehe gerade. Aber es ist halt, man hat auch positive Sachen durch diesen Umschwung oder dieses WoW damals bekommen, zum Beispiel. Man hat ja in der Zeit, ich meine, Gara kann das nicht bestätigen, weil der würde jetzt wahrscheinlich sagen, er hat schon früher angefangen zu socializen, sage ich mal, around the world. Aber für uns jetzt, sage ich mal, wir haben ja doch dann, du bestimmt doch auch, Tim, dann so zu der Zeit, wo dann langsam so das DSL, AOL, CD, so, könnt ihr euch noch dran erinnern? Oh, was? AOL, ab ins Internet, zack, 20 Stunden gratis. Und die Zeit, da haben wir doch angefangen dann mit den ersten Chatprogrammen, so ICQ und MSN Messenger damals. Und dann kamen diese Multi-Dinger wie Trillion raus. Und man war doch nur noch am Hämmern, so, oh, zocken heute, zocken, zocken, hier und dahin. Was ich dich fragen möchte, Garak, weil du bist ja doch wieder dann aus einem anderen, wann hast du mit diesen Sachen angefangen? Also das, was ich gerade gesagt habe. Und danach, Tim, sag mal, vergleich das mal mit Garak, die Zeit ungefähr. Naja, also ich habe mir jetzt schon wieder so viel aufgeschrieben. Also zur gleichen Zeit, ja. Und zwar, als ICQ auf den Markt kam, habe ich halt ICQ gehabt. Als was gab es davor? Weiß gar nicht mehr, wie man das davor gemacht hat. Also es gab immer noch, also diese Chat, so MSM, MSN-Gedings und so weiter. AOL habe ich nie gesagt, ich habe nur immer gesagt, in 30.000 Jahren werden die Archäologen bei Ausgrabung AOL-CDs und Silikonkissen finden. Silikonkissen und AOL-CDs, das wären wahrscheinlich dann so in 30 Jahren, und die werden sich wundern, was, wofür das jetzt war in 30.000 Jahren. So viele AOL-CDs wird es gegeben haben, dass also garantiert welche ausgegraben werden. Das war nicht so meine Zeit, ich war zu der Zeit schon viel schneller unterwegs, ich hatte nicht so ein langsames Modem, und es gab nur kein Ding auf der anderen Seite. Was aber in dieser Spanne liegt, um auf die eigentliche Frage, habe ich mir aufgeschrieben, WoW, was ja ein Abklatsch ist von Dark Age of Camelot, allerdings ein schlechter Abklatsch, war tatsächlich das erste, es war scheiße, aber das war das erste, also im Vergleich zu Dark Age of Camelot, aber es war das erste Spiel, was quasi in der breiten Bevölkerung eine Wahrnehmung fand. Das muss man ja nun mal sagen, ja? Das ist das erste Spiel. Weil es viele Sachen von Dark Age of Camelot einfach besser gemacht hat.
Wenn wir nein, mal kurz streiten dürfen. Nein, überhaupt nicht. Du musst es nicht jeden Scheiß eintippen, sondern du kannst einfach die Maus draufklicken, wenn du zum Beispiel mit jemandem sprechen willst. Camelot war also in vielen Strecken wesentlich besser. Aber es war definitiv das, was in der breiten Masse angekommen ist. Die totale Ignoranz, ja? Weltklasse, Gerhard, Weltklasse, richtig gut. Weil es ist einfach besser, was soll ich dazu sagen? Da brauchen wir ja nicht über diskutieren. Ne? Fakten sind ja nicht zu umzustoßen. So, ist aber vergleichsweise mit den Börsenclubs, die in den 2000ern, 2001, so bis zum Börsencrash halt existierten plötzlich. Wenn du zum Friseurbesuch gehst, war das ja damals so, weiß nicht, wer das miterlebt hat, da saßen dann die Hausfrauen, haben ihre Dauerwelle gekriegt und haben sich Börsentipps gegeben, ja. Ich meine, dass das in die Hose gehen müsste, war klar und es ging ja auch in die Hose. Und oder der Hype der Pokerspielereien, erinnert euch einer daran? Mhm. Ich habe sehr viel Online-Poker, zum Glück auch Geld verdient, und ich habe auch sehr gerne mit richtigen Menschen gespielt, also so gegenüber am Pokertisch, das mache ich heute noch gern. Und aber das war so eine Zeit 2000, ich würde sagen 6 bis 2009, 10 so, wo wirklich ein Hype war. Danach kann ich es nicht mehr so richtig erfassen, was da so, weil ich habe ja nochmal studiert, also nochmal ein weiteres Studium gemacht und in der Zeit bin ich also komplett out of order. Es war so Ende der 2000er, wo ich nicht mehr so viel mitbekommen hatte. Ich kann mich nur an eins erinnern, Vanguard, das war ein Spiel, ich glaube von EA, kann das sein, dass es von EA war? Die kriegen ja Spiele normalerweise nicht hin, haben sie auch in diesem Fall nicht. Also sie haben das gut gemacht. Also Vanguard hat total geloost. Ich war also total heiß auf Vanguard. Die Grafik war genial für damalige Verhältnisse. Ich hatte ein Core 2 Duo oder irgend so. Nee, Duo noch nicht, glaube ich. Ein Core 2 oder so. Ich weiß es auch nicht mehr. 800 MHz, irgend so was. Und meine Kiste schaffte das so eben und gerade. Und ich war total begeistert. Und dann haben die das Ding ungefähr ein Dreivierteljahr zu früh released. Und die größte Pleite ever. Also schade, wäre ein schönes Spiel geworden. Und das waren so meine letzten Erinnerungen an Mass-Multiplayer-Online-Games, die ich vorher fast 10 Jahre lang immer gespielt habe. Das war so meine Welt. Und das ist so in diesem Zeitfenster. Danach, wie gesagt, durch mein zweites Studium bin ich dann da so ein bisschen rausgerückt und habe dann nur noch so stichpunktartig was mitbekommen, weil ich dann auch mehr und mehr und mehr fast Fulltime-Simulant geworden bin. Tim, jetzt gib mal das Gegenmaß. Von mit 15 wirst du ja wahrscheinlich noch kein Online-Poker gespielt haben und versucht haben, Geld zu verdienen für dein Zweitstudium. Zumindest nicht unter meinem echten Namen. Ja, aber wie war das? Es war eine andere Zeit für mich und auch eine komplett andere Wahrnehmung. Für mich war es auch wirklich dieser, also Dark Age of Camelot, ja. Jetzt, ich muss auch mal eine neutrale Meinung dazu abgeben, noch nie gehört. Aber der WoW-Hype war real, obwohl damals gab es das Wort Hype natürlich noch nicht. Aber es hat wirklich jeder gespielt. Und das hat auch gerade noch immer jemand in den Chat geschrieben. Ich habe auch damals, weil alle meine Freunde das gespielt haben und ich mich auch komischerweise dann mit Leuten aus meinen Parallelklassen unterhalten habe, die ich vorher gar nicht kannte. Und man hatte auf einmal dieses gemeinsame Spiel, wo man irgendwie reden konnte. Ich habe den ersten Monat gespielt. Und nach diesem ersten Probemonat, da war ja noch gerade, fand ich das Spiel so geil, dass ich wusste, dass es mein Leben ruinieren wird und habe es nie wieder angefasst. Ich glaube, es war bis heute noch die schlauste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Was? Aber es war super, super positiv. Und das jetzt mal aus der Sicht von Leuten aus meinem Alter. Alle fanden es geil. Wenn ich dann wieder hochgucke zu Eltern, Nachbarn, Bekannten oder sonst was, es war weniger schlimm als Counter-Strike, weil halt nicht geschossen wurde und es sah halt eher aus wie ein Clicky-Bunti-Gummibärchen-Spiel, weil alles so knallig war. Aber war's ja auch. Ja, war's ja auch. Du standst da halt irgendwie rum und hast Klavier gespielt auf deiner Tastatur und keiner hat irgendwie verstanden, was da gerade passiert ist. Aber für die war das weniger schrecklich als diese ganzen Ballerspiele, weil dann war es halt immerhin schon mal wieder dieses: Okay, wenn er so ein Spiel spielt, dann fackelt er nicht die Schule ab. Huh, Glück gehabt. Aber dann hatte ich, es waren zwei Fälle und ich fand, Slappy, du hast das gerade
so wie du das geschildert hast, sehr positiv ausgelegt, wie das alles anfing. Und ich persönlich finde das auch eine sehr positive Entwicklung. Aber was ich da zum allerersten Mal mitbekommen habe, war, dass Videospiele auf einmal eine Krankheit waren. Und das war direkt in meinem Freundeskreis, zwei Bekannten, einer, der eigentlich die besten Mittel hatte, in meiner Stadt, wo ich groß geworden bin, in Oldenburg was zu werden, weil er von einem der führenden SPD-Leute mal der Sohn war. Der hat allerdings den kompletten Abend immer nur Counter-Strike gespielt, auch in einem sehr angesehenen Clan damals, und dann nur noch WoW. Und es ist die erste Person gewesen, wo ich selber gemerkt habe, der kommt nicht mehr auf die Realität klar. Also der war wirklich so in dieser Welt gefangen und der ist wirklich dann auch das Vorurteil einmal zu bestätigen, weil es ist definitiv so gewesen, der hatte Aggressionsprobleme. Also der ist dann durch dieses Spielen und natürlich auch durch andere Probleme ist der ausgerastet, sag ich mal, Wutanfälle gekriegt. Und es ging dann auch so weit, dass er von seinen Eltern in so ein Internat mit Betreuung eingewiesen wurde. Weil der war, wenn er nicht am PC war, konntest du nichts mit dem anfangen. Wenn du mit ihm zusammen gespielt hast oder auch irgendwie bei IRC, ICQ mit dem geschattet hast, war es die freundlichste Person der Welt. Aber der, für den war das halt wirklich diese Sucht geworden. Und der Fall hat sich dann nochmal ein paar Jahre später wiederholt mit jemandem, der halt nur WoW gespielt hat, der dann auch durch WoW wirklich aufgehört hat, zur Schule zu gehen. Und das war damals einer meiner besten Freunde, mit dem habe ich die meiste Zeit in Diablo 2 verbracht. Aber es war halt nur Diablo 2. Es war okay, das haben wir halt abends gespielt und dann war es vorbei. Aber als bei dem dieser WoW-Hype angefangen hat, der hat nichts mehr gemacht. Der hat teilweise vergessen zu essen. Und der hat dann auch später wirklich auch dann Hilfe benötigt. Auch weil wir ihn dann als seine Freunde dazu gedrängt haben. Es ist echt verrückt, was ihr da erlebt habt. Also ich war draußen spielen zu den Zeiten. WoW hat mich überhaupt gar nicht tangiert. Also auch ganz viele Leute auf der LAN-Party, das ging dann, WoW kam, da gab es schon DSL, ne? War das da? Da war DSL ja. gerade angekommen. Ja, ja, ne? Ja. So, also ISDN, DSL war dann da. Und ich kann mich noch erinnern, bei Norm damals, der Magger kam aus Wolgas und hat dann bei uns in der Schule quasi in der Stadt das erste Mal so mit 16 eine WG gehabt. Ja, das ging dann da alles mit Elternbürgen etc. Und da haben wir dann mit 13 Mann in einer Wohnung LAN-Party gemacht. Da saßen dann 9 Leute in der Stube. Klasse, hat gestunken wie im Ildiskäfig. Auf jeden Fall, einer saß da und hat die Beta, das weiß ich noch ganz genau, der hat die Beta von WoW gespielt, ja. Und dann saß ich so hinter ihm und hab mir das immer die ganze Zeit angeguckt. Wir haben zu der Zeit immer Tower Defense gespielt, Warcraft 3. Und er hat sich dann da rangesetzt und das ganze Wochenende nicht einmal mit uns in der LAN gezockt, sondern nur das, ja. Und dann, ich saß hinter ihm und nach dem Wochenende habe ich gesagt, du sag mal, hast du eigentlich einen an der Matte? Was soll denn der Quatsch da? Das ist doch popelangweilig. Läufst da rum, klopfst da Viecher, setzt dich auf dein Gaul, fliegst durch und da findest du geil? Ja, richtig gut. Und der hat danach richtig crazy, also die waren dann total verrückt nach diesem Spiel, alle Mann. Und bei meinem besten Kumpel, weiß ich heute noch, wir saßen immer so neben uns, haben uns gesagt, ne, Zweiter Weltkrieg, Wolfenstein, das Lab, die Grafik, das ist noch aktuell für die nächsten 5 Jahre, wir brauchen nichts Neues. Das ist for free, kann man sich runterladen, geht los. Niemals WoW angefasst, nicht einmal. Nicht eine einzige Sekunde, nicht eine Stunde, bei keinem Kumpel, kein gar nichts. Und bei allen anderen hat das auch so gezündet, bei uns ist nie einer ausgeflippt. Ja, bei uns gab es auch schon die Leute, die wirklich dran hängen geblieben sind. Ich bin so ein bisschen dran hängen geblieben. Ich habe mein Abitur dann gerade noch so geschafft, weil das exakt in die Zeit gefallen ist. Wäre bestimmt besser gewesen ohne WoW, aber dann hätte ich wahrscheinlich sowieso Counter-Strike oder sowas gezockt. Also es hätte bei mir jetzt nicht den Unterschied gemacht, welches Spiel jetzt daran schuld ist, dass mein Abitur kaputt gegangen ist. Videospiele. Ich kenne auch einen, der mit dem habe ich damals sehr, sehr viel gespielt in Dark Age of Camelot. Und wir haben beide Beta gespielt, WoW. Haben dann allerdings, weil wir auch gleichzeitig Beta EverQuest 2 gespielt haben, sind wir dann erstmal zu EverQuest 2 gegangen, weil das war früher rauskam, also zumindest in Deutschland. WoW ist ja in Amerika früher rausgekommen als in Deutschland. Und wir haben dann weitergespielt und irgendwie war der komisch, der war immer online und
Der war verheiratet, zwei Kinder, also kein Jugendlicher jetzt, ne? Sondern einfach ein ganz normaler, ich glaube, der war um die 30 damals, also der müsste jetzt Mitte 40 sein. Und der war eigentlich immer online. Der ist, also gerade in EverQuest 2 hat er total gesuchtet, nachher in WoW dann. Und auf einmal, dann hörtest du die Kinder nicht mehr im Hintergrund, und dann, weil die hast du sonst immer über Teamspeak gehört oder was wir damals hatten, ja, war auch schon Teamspeak. Und du hast dann die Kinder nicht mehr gehört, die du sonst immer gehört hattest, ja, und war ja keine große Wohnung anscheinend. Und ja, auf einmal war der angesprochen, was mit deinen Kindern, ja, zu Anfang hat er dann immer gesagt, ja, die sind unterwegs, draußen spielen und so. Bis er dann irgendwann mal so spät nachts, 3 oder was, wir waren schon wieder irgendwo unterwegs, haben Raid gemacht, keine Ahnung, dann damit rausrückte, dass seine Frau schon seit ein paar Wochen weg ist, ne, Kinder mitgenommen, und er hat auch keinen Job mehr. Das ist die Folge davon gewesen. Also er hat den Job erst verloren, weil er die ganze Zeit gezockt hat, der ist nicht mehr zur Arbeit gegangen, hat sich dauernd krank schreiben lassen und so weiter. Und er war schon 30, also das war jetzt nun kein Jugendlicher, der irgendwie da auf verkehrt lag, sondern der war eigentlich im Leben, war 30, Kinder, Familie, Frau, alles bestens eigentlich. Aber anscheinend ja nicht. Jedenfalls ist der dann eingewiesen worden oder hat sich selbst eingewiesen. Wir haben dort mit mehreren Leuten darauf eingewirkt und haben ihm immer zugeredet, und irgendwann hat er das dann gemacht. Das hat Monate gedauert, bis er soweit war. Und er hat sich dann selbst, ist dann hingegangen zu so einem Arzt und hat sich dann einweisen lassen und hat dann so eine Entsuchtungstherapie oder wie auch immer man das nennt. Also der war psychisch fertig, ja. Also Job verloren, alles. Der hatte nichts mehr, hat seine Miete nicht mehr bezahlt, kein gar nichts. Er ist auch nicht zum Arbeitsamt gegangen oder so. Dafür hat er ja gar keine Zeit, er musste ja zocken. Eins hat er hingekriegt, er hat seinen Internetzugang bezahlt. Das war aber auch alles. Und gegessen hat er nicht, gar nichts, ne? Also der war völliges Wrack. Innerhalb von wenigen Jahren war der komplett aus der Spur, ne? Ich habe nach der Therapie, hörte er sich schon wieder halbwegs normal an, aber er hat kein Spiel mehr angefasst, ne? Gar keins. Und das haben wir da wohl in der Therapie besprochen, dass er das nicht mehr soll. Und irgendwie, jedenfalls, ich habe dann nie wieder was von ihm gehört, weil er dann aus dieser Gamer-Szene natürlich auch raus ist, ja, um was anderes zu sehen, draußen zu sein. Ich habe irgendwann mal 3, 4 Jahre später was von ihm in Facebook gehört. Und da hatte er ja wohl eine Frau, eine Freundin wieder, und war dann mehr so mit Outdoor-Aktivitäten beschäftigt. Also ein völlig anderer Bereich. Und ich hoffe für ihn, weil das war ein netter Kerl, dass er die Kurve gekriegt hat. Aber wie gesagt, es passiert eben auch mit älteren Menschen, älteren in Anführungsstrichen. Also auch einem 30-jährigen Familienvater kann es passieren, dass die Spielsucht zuschlägt, weil wenn man das zu viel macht, ist es tatsächlich möglich, wenn man dann auch noch die persönlichen Charaktereigenschaften hat, da anfällig zu sein, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dann kann das schon passieren. Ja. Denkt ihr, das ist ein sehr guter Punkt, danke Garak. Denkt ihr, dass sowas die Leute auch heute noch, wenn wir jetzt mal dann uns weiter bewegen auf unserem Zeitstrahl, sage ich mal, zum nächsten Ereignis, denkt ihr, dass das heute immer noch abschreckend ist für die Leute, dass sie sagen, oh, damals, Mensch, da kam ja hier auf NTV nach den Sachen von dem anderen Kunden hier, da haben sie gesagt, dass das damals, dass die Leute total abgedreht sind und ich habe da Angst vor, ich will da nicht so spielsüchtig werden. Oder denkt ihr, dass das heute immer noch so ist? Tim, wie sieht das bei dir aus? Ich meine, Ja, ja? klar. Also das habe ich auch schon genauso erlebt. Und seien es halt diese ewig schwelende Debatte. Und ich finde, ewig ist seit Anfang der 2000er dann schon eine gute Zeit mit den Killerspielen. Ich kenne immer noch Leute, die sagen, was, du spielst Counter-Strike? Oh Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben. Was? Aber auch Heute? diese, ja, also das gibt es immer noch, weil das wurde einmal definiert, dass Ego-Shooter dazu beitragen, dass du aggressiv wirst. Und das dauert lange, bis es aus den Köpfen der Menschen wieder raus ist. Und da helfen auch die Zeit nicht oder diese sehr positive Entwicklung jetzt für mich in den letzten Jahren, ohne vorgreifen zu wollen. Aber auch diese Sucht, die ist auch immer noch allgegenwärtig und die ist immer noch da. Also ich lese ständig, aber alle paar Wochen immer wieder mal von einem zum Beispiel koreanischen Elternpaar, die gemeinsam einfach ein Online-Spiel gespielt haben, irgendein MMO, und währenddessen vergessen haben, ihr Baby zu füttern. Ist halt irgendwie das Baby gestorben in der Wohnung und dann haben die Nachbarn das quasi mitgekriegt. Und das sind
keine Einzelfälle. Und ich versuche mich auch immer noch heutzutage sehr damit zu beschäftigen, mit diesem ganzen Suchtgedanken, nicht weil ich mich da persönlich gefährdet sehe, sondern weil ich das unglaublich spannend finde, was so ein Spiel oder was Spiele allgemein mit Menschen machen können, dass sie halt eben genau das vergessen, dass sie vergessen zu essen und zu duschen. Ja, mein Gott, solche Wochenenden hatte ich auch schon mal. Aber dass sie halt dann vergessen, sich um ihr Neugeborenes zu kümmern, weil das halt dann in den Wait-Zeitplan irgendwie nicht mit reinpasst. Und das, ich finde das unglaublich spannend. Ich finde es unglaublich grauenvoll, dass so Menschen wirklich so dumm sein können. Was heißt ja, dumm natürlich. Sein? Also dumm sein, was heißt dumm? Dumm ist immer das falsche Wort, aber dass sie sich so nicht unter Kontrolle haben. Also ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn man spielsüchtig ist, muss ich sagen. Ist in der Familie bei mir auch schon vorgekommen. Aber waschen, essen und wenn man ein Kind hat, sich darum zu kümmern, das ist doch irgendwie, weiß ich nicht. Das ja, aber die gab es doch schon immer. Vorher war es halt der Herbert, der nach abgestandenem Zigarettenrauch und Bier gesoffen hat, der an der Pommesbude sein Kleingeld reingeworfen hat. Ja, okay. Und heutzutage ist es halt der Tom, der mit dem Headset auf seine Kollegen und andere Mütter beleidigt. Ja, gut, ja. Doch. Im Endeffekt haben wir die Sache mitgenommen, stimmt. Das ist richtig, aus der Spielothek. Die Sache ist halt, die Videospiele als solche sind halt nicht schuld daran. Die sind halt dann nur das Medium, wo sich eben diese Menschen daran auslassen, sozusagen. Aber wenn es keine Videospiele gäbe, würden sie sich halt woanders halt auslassen, ne? Und dann ist es besser, dass sie dann nur 13 Euro im Monat für WoW bezahlen, als jeden Tag irgendwie 100 Euro für Poker ausgeben oder sonstiges. Da würde ich jetzt gerne mal einen wichtigen Punkt aufgreifen. Der nachher weitergeht. Ich meine, so mit WoW kann man ja auch Geld verdienen. Ja, man kann ja Sachen verkaufen quasi. Irgendwelche, ja, weiß ich nicht, den Lendenschutz auf Destiny vom Greifenfurz von Schimmelbar oder so für $1,000 bei eBay. Denkt ihr auch, dass das so Anreize sind für manche, einfach so komplett bam, freizudrehen? Also Garak, ich meine, du hast ja vorhin schon erzählt, dein Kumpel, hat der immer solche Intentionen gehabt oder hat der wirklich nur gespielt? Also der hat nur gespielt, ja. Oh, okay. Das war auch schon, wie gesagt, EverQuest 2 Beta und so, das war 2003, ja. Nee, 4. 2004, 2003, 2003, das war so um die Zeit Star Wars Galaxies. Übrigens ein anderes Spiel, was die versammelt haben. Es war übrigens tatsächlich Sony und nicht EA, ihr wart nicht schuld bei dem Spiel. Hat Sony eigentlich irgendwas nicht versammelt? Nein. Gerade ist Sony Online Entertainment. Aber nee, haben sie nicht. Die haben alles versammelt, glaube ich. Und das Schlimmste, was sie versammelt haben, war Star Wars Galaxies. Aber egal, jedenfalls, das war zu der Zeit, also es war 2003. Ich glaube nicht, dass man zu der Zeit, da gab es noch kein Facebook, Twitter gab es nicht, also da gab es noch nicht diese schnellen Medien, womit man, eBay gab es zwar schon, ja, man konnte auch damals schon Accounts kaufen. Ich habe meinen Account verkauft, meinen Dark Age of Camelot Account für satte 400 Mark, ja, Euro waren es ja schon, das waren schon Euro, also weil das ein Level 50 Char war damals und völlig durchgeknallt, aber es ging, ja, man konnte es machen. Noch geiler war es nachher bei, das konnte man übrigens bei EVE Online. Ich habe EVE Online Beta gespielt und weil ich in einer Corporation hieß das da ja, das war also eine Gilde bei EVE Online, hieß dann Corporation, weil die sehr nah an dem Entwicklerteam auf Island waren und wir haben sehr, sehr viel Beta-Zeugs vorher gekriegt und so und dadurch haben wir sehr früh angefangen und waren riesig und unheimlich schnell, hatten unheimlich viel Kohle und konnten uns dadurch diese ganzen Teile kaufen, um eben Skills zu lernen. Und bei EVE Online, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so, man konnte nur aufsteigen quasi durch Lernen von Skills und die waren zeitabhängig. Und wenn du jetzt einen neuen Char hattest, dann wusstest du nichts und dann hattest du nichts. Und jeder Char, der älter war, war ein geiler Char, weil der konnte eben viele Dinge, die andere nicht konnten. Und dadurch war natürlich, wenn jemand aufhörte, so wie ich habe irgendwie nach einem halben Jahr EVE Online aufgehört und ich hatte so viel Kohle, dass ich wirklich alles skillen konnte, was ging, war dieser Char richtig Geld wert und ich habe damals über 1000 Euro dafür gekriegt. Das habe ich auch nie bereut. Den mit dem Dark Age of Camelot habe ich schon bereut, weil ich habe danach dann wieder angefangen zu spielen, musste ich von vorne anfangen. Was nicht schlimm war, aber
ich war ein bisschen unglücklich, weil ich meinen Garak verkauft habe. Das war sehr doof. Aber naja, jedenfalls, ja, man kann damit Geld verdienen, aber ich glaube nicht, dass es die Intention dieser Leute ist, die dann da in die Sucht verfallen oder so. Also man kann aber schon mit bestimmten Dingen. Heute ist es ja eher eine Domäne der Chinesen oder ja, eher der Chinesen und der Botschreiber, relativ viel Geld zu verdienen, ne? Also um Gold zu machen, die man dann bei den einschlägigen Online-Händlern kaufen kann, wo die Spielehersteller oder Gesundheit. Publisher Gesundheit hat nichts gebracht, war zu spät. Doch, war aus im Stream. Also, ja, also wie gesagt, bei uns aber nicht, das war laut. Also diese Publisher tun ja auch nichts dagegen, weil warum sollen sie auch was dagegen tun? Ein Spieler, der viel Kohle hat, zum Online-Kohle hat, zum Spielen, der ist zwar letztendlich jemand, der das Spiel beeinflusst, aber nicht so negativ, dass es irgendwie schlimm ist. Er spielt aber weiter. Und ein weiterspielender Spieler ist jemand, der monatlich Geld bezahlt, ne? Und insofern hat nie irgendjemand ernsthaft was dagegen unternommen, dass Leute Gold gekauft haben oder so. Und ich glaube schon, dass man damit Geld verdienen kann, aber nicht mit Gold oder so, sondern mit Accounts. Da geht das, glaube ich, schon. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Das ist so meine Zeit aus der Mass-Multiplayer-Online-Game-Zeit. Ja. Ja. Aber um nochmal in dem Zeitstrahl jetzt zu bleiben, in dem wir gerade sind, damals hatte ich wirklich einen in meinem Bekanntenkreis, der war schon immer so ein bisschen proletisch unterwegs, aber der hat mir lachend davon erzählt, wie er halt wirklich diese WoW-Accounts immer hochlevelt und dann halt wieder, zack, hier für 200 € wieder irgendwie verkauft. Und das macht er halt irgendwie so und hat sich da so und so viel Geld pro Monat einfach damit zuverdient, weil er gesagt hat, hey, ich finde das Spiel ist cool. Cool, macht Spaß zu spielen. Ich hänge jetzt nicht an dem Charakter. Zack, hier Account auf dem höchsten Level verkaufen. Easy. Das ist halt witzig. Ich hatte einen Freund, der hat irgendwann mal über mehrere Monate bei WoW auf dem Server, auf dem er gespielt hat, das komplette Auktionshaus in seinen Händen gezogen. Also er hat immer alles, was Leute reingesetzt haben, hat er gekauft und für seinen Preis, für einen viel höheren, wieder reingesetzt. Und dadurch irgendwann, er war sowieso schon Ewigkeiten auf dem Gold Cap, also er konnte nicht mehr verdienen, aber es war quasi seine Aufgabe, seine Lebensaufgabe, den kompletten Markt dieses Servers zu beherrschen. Und er hat es tatsächlich geschafft, so lange bis halt Blizzard auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, Junge, so langsam geht das nicht mehr, ne? Kannst du nicht mehr machen. Wir entziehen dir jetzt den Account oder so. Und das Ironische ist, er ist dann halt jetzt, hat dann angefangen, Wirtschaft zu studieren. Und so können halt eben diese Karrieren auch wann halt in Videospielen anfangen. Und Und das damit sind vergisst wir. man halt schnell, dass man halt auch durch Videospiele halt einfach Sachen fürs Leben lernt, ne? Und damit sind wir genau wieder bei der Charakterbildung, Ja. die Dizzy gerade schon angesprochen Ja. hat. Weil genau solche Leute, die haben das halt aus einem bestimmten Grund gemacht. Ja. Aber zu unseren Zeiten, ganz ehrlich, in der Zeit, in der wir jetzt gerade, von der wir reden, reden wir immer von Extremen. Es gibt keine Mittelwege, oder? Also es gab niemanden in der Mitte, der so casual, so das, was wir heute casual nennen, ja. Die habe ich einfach nicht wahrgenommen. Nee, Ich aber das war hatte. die Masse. Das Das war war die ja. Masse, ne? Das war die Masse, aber wir waren ja ganz woanders. Also, die Ja, nimmst du echt im nicht wahr, Keller. ne? Ja. Im Keller mit DSL. Aber was ich jetzt gerne Ja. noch anbringen möchte zu der Zeit, kam ja jetzt so langsam ins Geschäft YouTube. Videos. Broadcast yourself sozusagen. Und wir haben ja Pioniere im deutschsprachigen Raum, der nette Herr Gronkh, der ist ja heute noch der Größte im deutschsprachigen Raum. Und zwar kam von Sashim was sehr Schönes rein, was hier anknüpft. Das finde ich sehr schön. Eure Fragen gehen übrigens nicht unter, sie werden nur verpackt, Ganz spät. nicht ganz spät, wenn sie reinpassen. Und zwar hat Sashin gefragt, ob diese ganzen Let's Plays und Videos Demos heutzutage abschaffen. Denkt ihr, dass diese ganzen, also jetzt gerade wenn wir da von YouTube reden, als diese Let's Plays kamen, dass das Demos abschafft? Denk Naja, mal. Denk mal drüber nach. Also für mich selber, wenn ich das mal kurz mitbeantworten darf, weil ich habe, glaube ich, noch gar nichts beantwortet heute. Richtig. Ich find das sehr schlüssig. Also ich finde das wirklich sehr Ja. schlüssig, weil Leute, ich meine, wer spielt heute noch ein Level an?
Also dafür installiert sich auch gar keiner mehr was, oder wie? Da gehe ich doch lieber auf, wenn ich gerade auf dem Pott sitze und ich meine königliche Sitzung habe, gehe ich schnell bei Twitch rein, hier slash Juul, Herr Juul, wie ist das hier, Demo, dann gucke ich dem eine halbe Stunde zu und brauche ich keine Demo zocken. Denkt ihr, dass das wirklich so der Fall ist oder eher weniger? Ich würde da Naja. unterscheiden vielleicht. Sorry. Oder Nee, mach, möchtest mach. du? Nee, mach. Nee, mach. Ich würde unterscheiden, der Grund für mich damals als Jugendlicher Demos zu spielen war, weil sie kostenlos waren. Ich habe sie einfach für 5 Euro in einer GameStar auf einer DVD oder CD noch irgendwie bekommen und hatte da irgendwie 15 Demos drauf, von denen 3 spielbar waren. Und deswegen habe ich die gezockt, weil ich mir einfach nicht so viele Spiele leisten konnte. Ne? Deswegen, klar, dadurch habe ich dann die Spiele auch kennengelernt und wenn mir eins richtig gut gefallen hat, habe ich es mir dann im Internet gezogen. Man Was, war ja jung Lappy? und hatte kein Geld. Nein, ich Hat habe sie natürlich auch nichts gekauft. gekostet, ne? Ich habe sie mir dann alle gekauft hinterher, wenn sie für 3 € bei Steam in einem Steam-Sale zur Verfügung standen. Also, Slabby, Ich habe ich die, finde das nicht in Ordnung. nein. Klar, also nein, mach ja kein Hehl draus, dass ich als Jugendlicher Videospiele aus dem Internet gezogen habe. So wie ich MP3s bei Kazaa gezogen habe, so habe ich auch Videospiele Echt? gezogen. Wow, also ich war jedes Mal im Brinkmann damals bei mir noch und habe mir eine Diskette gekauft. Brinkmann kenne ich, ja. Ja, gibt's gar nicht mehr. Nee, schon Nein, lange und nicht mehr. heutzutage, ne, klar, heutzutage würde ich halt, ich weiß halt nicht, wie ich damals, wenn ich damals 30 gewesen wäre, ob ich auch Demos gespielt hätte, um mir das Spiel anzugucken, um dann zu entscheiden, ob ich es spielen möchte oder nicht eher doch einfach die Review in der GameStar gelesen hätte oder in der PC Games, um zu gucken, ob es mir da halt zusagt. Weiß ich nicht. Und deswegen, klar, die jungen Leute heutzutage, entweder die möchten ein Spiel spielen, dann laden sie sich die Demo, aber gibt es noch so viele Demos? Also das letzte Spiel, an das ich mich erinnern kann, was noch. Okay, FIFA hat immer noch Demos. Ja, sonst weiß ich gar nicht, welches Spiel noch Demo. Tausende, Tausende, Ja, weil man ja. kann einfach mal eine Beta zocken. Ach so, ja gut. Na, es Es heißt gibt halt anders. Betas noch und nöcher und das ist alles, glaube Ja. ich, nur die neuen vermarkteten Klar, Namen der Demos. Das sind Demos doch oder so. heutzutage keine Betas mehr. Eine Beta ist eigentlich was, wo du dich für anmeldest, dann kriegst du den Schlüssel dafür, und dann musst du, verpflichtest du dich, dem Entwickler zu schreiben, wenn du einen Bug gefunden hast oder sowas. Es ist echt Ja, grenzwertig, also heutzutage das. bei Be heißt Beta einfach nur eine Demo, um den Hype hoch zu pushen von einem Ja, Spiel, genau. das dann 2 Tage nach dem Beta-Schluss rauskommt. Das ist ja Das war keine früher Beta völlig mehr. anders. Also ich habe Betas gespielt schon in den 90ern und zwar so richtig mit Vertrag mit den Publishern. Es gab da so eine Liste, ne, wo alle Publisher drauf zugegriffen haben und sich die Beta-Spieler rausgezogen haben, die also bekannt waren als Beta-Tester. Da war man ein richtiger registrierter Beta-Tester. Und wenn man in diesen Kreis irgendwie mal reingekommen war, das war nur Vitamin B oder man hatte zufälligerweise den richtigen Rechner mit dem falschen Prozessor oder sonst irgendwie was. Also in der Regel war es aber Vitamin B. Das war ein ganz erlesener Kreis von Leuten, der wurde zwar immer größer über die Jahre, aber es war eigentlich so ein erlesener Kreis. Und dann bekam man auch die Alpha-Version und später die Beta-Version. Heute ist eine Beta eigentlich das, was früher eine Release war. Ja, also heute kommen Spiele ja gar nicht mehr bis zu Release. Bei der Beta hört es ja schon auf. Die werden als Beta auf den Markt geschmissen und werden in der Regel auch nicht mehr weiterentwickelt. Und Kohle ist abgecasht und gut ist. Bestes Beispiel war Arc Age, super Beispiel. Das kam auf den Markt und das hast du für 140 oder 120 Euro hast du dir den Beta-Zugang erkauft, ja? Und damit durftest du nachher das Spiel spielen. Also du musstest es nicht nochmal kaufen. Also eigentlich hast du eine Beta gekauft. Und ja, das ist also total verschoben heute. Also früher war eine Beta-Test richtig, ein Beta-Test. Du hattest eine Verpflichtung. Also erstmal hattest du ein Non-Disclosure zu unterschreiben, ein NDA. Du durftest überhaupt nichts über das Spiel sagen draußen in der Welt. Und du musstest wöchentliche Reports abliefern, was du gemacht hast und ob da Bugs sind, welche Bugs und musstest das ganz genau beschreiben. Deswegen haben sie auch gerne Informatiker genommen, die da ein bisschen mehr Plan von hatten. Aber eben auch normale Gamer. Und das ist heute eine völlig andere. Also heute, nach meiner Meinung, kommt ja gar kein Spiel mehr fertig raus. Das testen wir als Spieler. Und man nimmt ja sich hier Dings hier. Nils hat das gespielt, Batman, ja. Also das war doch kein fertiges Spiel, als das rauskam. Immer noch kein Und fertiges Spiel. nee, genau. Und Oh, das ist eine der Patch ist Frechheit, rausgekommen ne? gestern. Ja, und bis Ja, immer noch.
Aber das ist auch eine Frechheit, so ein Spiel überhaupt erst einmal auf den Markt zu bringen, ja. Und das war früher halt anders. Früher kamen Spiele auf den Markt und du hast irgendwie nie einen Patch gekriegt, weil die waren fertig, ne? In der Regel, ne? Also hat sich komplett verändert. Möchtest du noch, Tim, du zockst so, willst du noch was dazu sagen? Ja, ich fand irgendwie, wir sind schon irgendwie so einen Schritt weiter, weil wir sind jetzt schon die ganze Zeit drüber am Meckern, wie blöd wir Early Access finden. Nein, du musst ja, das kommt ja noch. Du liest schon wieder zwischen den Zeilen. Wir sind ja gerade kurz mal einen kleinen Exkurs auf die Beta hatten wir. Das ist Taktik. Ja, das ist Taktik. Diese YouTube-Frage, nochmal ganz kurz zurückzukommen. Was ich an YouTube damals so unglaublich geil fand, war, dass ich nicht mehr, wenn ich irgendwie Hilfe in einem Spiel brauchte, sei es irgendein superschweres Rätsel gewesen in Lufia oder bei irgendwas anderem, ich brauchte nicht mehr den Text dazu irgendwie durchlesen und irgendwie gucken, ja, wie meint denn der das jetzt, wenn der da irgendwie geschrieben hat? Und das war halt kein Informatiker, sondern auch nur so ein 0815-Typ, der meinte ja, um das Rätsel zu lösen, musst du einfach den vierten Stein auf da und hier und da und da. Das war halt irgendwann blöd und dann kam halt YouTube und die ersten Leute, die halt dann damit anfingen mit, hey, hier, du gibst einfach ein, Bild AY, Rätsel im Zauberturm und hast es dann halt irgendwie so direkt gesehen. Jetzt habe ich wirklich was. Slabby will heute unbedingt was holen. Jetzt holt er seine alte YouTube-Karriere aus der Kamera. Ja, wahrscheinlich. Und, oder das, seine Beta-Gitarre. Das war aber super und das hat mich auch damals schon extrem beeindruckt. Wenn wir jetzt von diesem Punkt, Slabby, hörst du mich eigentlich? Ja, ich höre dich. Ja, du hast ja Wireless. Ja, die Zelda-Bücher ja, aber ich meine, wenn wir... Sowas hat man damals noch gebraucht. Ja, wenn wir jetzt aber so tief ins Detail... Originalzustand. Wenn wir so tief ins Detail gehen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Das habe ich mit Bedacht alles so versucht aus dem Spiel zu lassen. Wenn wir jetzt weitergehen, jetzt geht es ja in die heiße Phase. Finde ich, also so ab 10 aufwärts 2015. Die letzten 5 Jahre sind wir einfach mal in alle Richtungen explodiert. In wirklich jede erdenkliche Richtung sind wir explodiert. Ob es E-Sports ist, ob die Spiele aussehen, als wenn du real durch deine eigene Welt gehst, ob es riesige Marketing, Sponsor, Early Access, dieses Streamen, 4K-Videos, diese ganzen Geschichten. Lasst uns mal die heißesten Themen aufgreifen. Aber vorher, und das ist mir das Wichtigste, bevor wir das aufgreifen, wie werden wir heute als Gamer gesehen? Also von 2010 bis 2015, wie werden wir jetzt quasi in der Gesellschaft angeschaut? Ihr könnt auch gerne, wenn ihr möchtet, nach Korea auf den Kontinent gehen, wenn ihr euch dort ein bisschen besser auskennt. Das als Beispiel heranziehen, sonst mache ich das nachher, weil ich beschäftige mich damit ein bisschen. Wie ist das für euch? Also sind wir immer noch die kleinen, dicken, fetthaarigen Kinder, die im Keller sitzen und Computer zocken? Oder sind wir jetzt große Magger geworden? Und die nächste Frage, die ihr gleich mit beantworten könnt, bitte. Wann denkt ihr, wenn ihr das denn so seht, sind wir wirklich anerkannt als Gamer in der Gesellschaft? Also, dass das Hobby Gamen quasi wie Fußballspiel anerkannt wird. Jetzt. Lass doch mal Tim anfangen. Ja. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt. Dann aber auch mit dem Zusatz, dass ich den Begriff Gamer sehr, sehr fragwürdig finde. Weil der ist für mich einfach wieder dieses klassische Schubladendenken, was einfach mittlerweile in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, gar nicht mehr zutrifft. Weil es gibt nicht mehr nur den Gamer, es gibt nicht mehr nur den Fußballspieler und es gibt auch mittlerweile nicht nur mehr die Hausfrau. Was aus meiner Erfahrung, was ihr auch ähnlich geschildert habt vor den Jahren davor, gar nicht so war. Mittlerweile spielt jeder, den ich kenne, zumindest irgendwas. Und wenn es nur ein Candy Crush ist. Aber wenn ich jetzt anfange zu sagen, okay, ich kenne jetzt hier jemanden, der spielt nur Candy Crush, der ist jetzt ein Gamer, dann kommt ja gleich die Diskussion, ist das jetzt ein echter Gamer? Oder ist das jetzt ein filthy Casual? Genau, ist das jetzt ein Casual Gamer? Ist das jetzt ein Hardcore Gamer? Und diese ganze Diskussion darum, die finde ich unglaublich schrecklich, weil wenn dir jemand sagt, er spielt Fußball, dann sagst du ja auch nicht, ach, was bist du denn für ein Fußballer? Bist du hier
Bist du ein Hardcore-Fußballer oder bist du eher so ein Casual-Bolzer oder was ist da denn los? Und wir fangen, glaube ich, an, uns doch jetzt mal als Gamer, als Leute, die Videospiele mögen und die halt wissen, wie wichtig die sind oder wie wichtig sie sein könnten, gerade jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark zu emanzipieren. Wir haben es immer noch nicht geschafft, aber wir sind in dieser Sturm- und Drangphase, wo wir versuchen, uns zu beweisen. Wir wollen halt irgendwie zeigen, wir sind wer. Wir wollen jetzt irgendwie sagen, hey, wir sind E-Sportler und du kannst nicht nur als berühmter Sportler Geld verdienen, sondern du kannst auch mit Videospielen Geld verdienen. Wir wollen uns beweisen, indem wir sagen können, hey, nicht nur der Gottschalk im Fernsehen ist der beste Entertainer, den ich je gesehen habe, sondern dieser bärtige Piratencaptain, das ist mein neuer Gottschalk. Wir versuchen halt, wichtiger zu werden. Wir versuchen, größer zu werden. Ich sage nicht, dass wir aber alles richtig machen. Deswegen auch dieses Sturm und Drang. Ich finde, wir machen sehr, sehr viel sehr falsch. Aber so in den nächsten 10 Jahren, finde ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dass es irgendwann vollkommen egal ist, was du spielst oder wer du jetzt genau versuchst, irgendwie zu sein. Könnte man vielleicht polemisch sagen, dass wir jetzt als Core-Gamer, wenn ich das jetzt so sagen darf. Als Core? Letzten, was kommen denn hier für Wörter raus? Seid ihr wahnsinnig oder was? Die letzten 20 Jahre einfach so einen Minderwertigkeitskomplex aufgebaut haben, dass wir jetzt, wo es in der Gesellschaft angekommen ist und die Zeit darüber schreibt, wo irgendwelche Late-Night-Shows darüber schreiben, wir plötzlich uns da rausstellen müssen und sagen müssen, das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Dass das ganz, was ganz Tolles ist und was ganz Großes, das hat mir keiner geglaubt. Und jetzt bezeichnen wir uns, früher wurden wir quasi als Gamer beschimpft, heute sind wir stolz darauf, uns als Gamer zu bezeichnen, weil es einfach jetzt quasi was ausgleicht, was uns damals weggenommen wurde. Ja, das machen ja doch alle. Alle ja, sind ja doch heutzutage irgendwie Nerds oder genau. Geeks. Und genau. Damals war Geek eine Beleidigung. Da warst ja. du halt ein, da warst du ein Freak. Ja. Und heute bist du ein Nerd und dann, das ist wie die Mädels mit einem Nirvana-Shirt, die Band gar nicht kennen. Das sind heutzutage die Leute mit dem Assassin's Creed Pulli, die so, hä, was? Was für ein Spiel? Es ist einfach eine Modeerscheinung. Also Garak, jetzt du als altes Fangirl von Metallica, ich finde, das kennst du überhaupt Metallica? Das kann man ja gar nicht sehen im Fernsehen, das hast du weggeschnitten. Natürlich kenne ich Metallica. Ich bin alter Metal-Fan. Also, alles falsch. Alles? Oder sagen wir mal so noch. Ja, alles falsch, beziehungsweise noch nicht ganz richtig, sagen wir mal so. Ich habe mir jetzt hier auf meinem Zettel, jetzt muss ich im Kreis schreiben, weil ich so viel aufschreiben musste. Also, es ist noch nicht in der Gesellschaft angekommen, weil ihr denkt in eurer eigenen Wolke und ihr seid eine Minderheit. Jo. Also ihr jetzt als ihr beide. Ich habe das nicht behauptet. Und Entschuldigung, und ich auch. Doch, also, ich habe das behauptet. Doch, du hast das. Ja, ja, hab ich doch. Also, wir sind in einer Wolke, ja, und in unserer Wolke haben wir die Wahrnehmung, dass wir anerkannt sind. Sind wir nicht. In der normalen Gesellschaft wird das noch 30 Jahre dauern. Und zwar, wenn Leute wie ihr drei, ja, ich bin dann ja wahrscheinlich schon Radieschen gucken, 6 Feet Under, aber ihr drei, wenn ihr in meinem Alter seid, dann ist ja die Masse der Menschen, ja, eben Gamer, in Anführungsstrichen, weil sie damit aufgewachsen sind. Aber noch ist es nicht so weit. Vor allem die wird, was zu sagen haben. Ja, genau, weil jetzt alle da reinwachsen. Ich würde sagen, in der Gesellschaft angekommen, nein. Ab und zu mal als Bericht, ja. Ja. Und dann kommen da so Knallerberichte raus wie von RTL. Ja. Und manchmal kommen auch sinnhafte raus. Also wenn die öffentlich-rechtlichen Berichte machen, kommt sogar manchmal was Gutes dabei raus. Deswegen bin ich auch froh, dass es die noch gibt. Auch wenn sie manchmal Mist bauen. Man merkt es auch, das habe ich mir hier aufgeschrieben, erinnert ihr euch noch alle an Giga? Ich habe Giga gesuchtet, ich habe sehr gerne Giga geguckt, wurde eingestellt. Ja? Also da kann man jetzt nicht sagen, dass es in der Gesellschaft angekommen ist, weil das wäre nicht eingestellt worden, wenn es denen so wäre. Nachfolger war Game One, was im Grunde genommen so eine
so eine Notlösung war, die wollten alle nicht auf der Straße sitzen und die Besseren von denen, nach meiner Meinung, haben halt es geschafft, Leute zu überzeugen, Geld in die Hand zu nehmen und Game One zu produzieren. Auch das ging in die Hose. Also nach einigen Jahren, es lief eine Zeit. Nachfolger davon sind jetzt mittlerweile dann die Rocket Beans, ja, die, obwohl Vivo macht auch noch was, oder Vio, die hat früher immer, wie heißt dieses Wii-Ding, ne? Ja, Wii. Die hat immer die Wii-Sendung gemacht. Vio fand ich immer ganz lustig. Die hatten YouTube-Kanal. Mit den Locken, ne? Mit den Locken, genau. Ja. Die hat mit dem Colin Gable zusammen was gemacht. In YouTube macht sie immer noch. Und der Gable ist ja aber inzwischen bei den Rocket Beans. Ich habe das alles verfolgt. Ich finde einige der Rocket Beans auch total cool. Immer schon. Also auch schon vor 10 Jahren, als sie bei Giga waren. Und Etienne und Nils sind einfach göttlich. Also das sind für mich die Besten, die dort sind. Und aber sie sind rausgedrängt worden aus einem öffentlichen Medium, dem Fernsehen nämlich, in ein Medium, was wieder nur ein Nischenmedium ist, wie Twitch. Das kennt in Deutschland keine Sau. Also hier Twitch ist, das ist in unserer Wolke in der Wahrnehmung, kennt jeder Twitch. Er geht mal raus und fragt auf der Straße, was Twitch ist. Die denken, das ist was zum Essen. Ja? Was für uns also, aber auch noch gut ist. Weil wir hier ansetzen, weißt du? Ja, genau. Aber deswegen kann man noch nicht sagen, dass es in der Gesellschaft angekommen ist oder auf dem Wege dahin ist. Es ist, glaube ich, sogar eher rückläufig, denn Giga war auf Sendung, Game One war auf Sendung. Also das Gaming, gibt es überhaupt noch irgendeine Gaming-Sendung im Fernsehen? Ich weiß nicht. Es kommt auf D-Max. Guckt irgendein Gamer überhaupt noch Fernsehen? Ja, doch, viele. Ja, doch, ich glaube schon, ja. Auf D-Max, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, auf D-Max am 3.12. kommt eine Gaming-Sendung. Die einzige im Jahr. Die wird jetzt gerade... Schreiben wir im Kalender an. Also die kommt dann, die wird die dann wird jetzt neu released. Ach so, dann. Und da wird ganz... Findet man da irgendwen, der dahinter steht? Wow, darf ich vielleicht ausreden und ihr quatscht nicht alle? Naja, dann halt nicht. Nein, aber am 3. Dezember kommt was sehr Verrücktes. Also ich habe mir erstmal so gro durchgelesen. Das war irgendwas mit Greenscreen und richtig fetter Technik. Und sie werden dort reale Menschen reinportieren in die Spiele. Und dann werden die Spiele quasi so vorgestellt und den Leuten das mal vor Augen geführt, was Gaming wirklich ist. Also es hat sehr verrückt geklungen mit sehr viel Special Effects, aber quasi, sagen wir mal, reale Moderatoren, bam, rein in das Spiel und dann leben die das quasi so vor. Mhm. Und das soll irgendwie also, auf D-Max im Dezember soll das anlaufen. Auf also, D-Max wie gesagt, halt leider, ne? Ist ja jetzt nicht keine ARD oder ZDF. Nee, das ist klar, aber immerhin, dass da wieder was kommt. Aber so Sender wie, also Giga war sehr bekannt, finde ich. Also, und das haben die eingestellt. Das macht Geldgründe gehabt haben, das macht wie auch immer, ja. Aber da haben viele Zugang auch zu den Gaming-Leaks gefunden. Ja, da war ja sehr viel auch ESL-Thema, ja, man konnte da sehen, oh, da gibt es Leute, die verdienen Geld oder das sind Mannschaften, auch wenn es mal SK Gaming war, wenn ich mich nicht irre, die immer gewonnen haben irgendwie, das war so wie auch immer. Jedenfalls, da gab es plötzlich so Mannschaften und so, da war E-Sport. E-Sport, wo findet das heute noch statt? Ja, also so richtig. Also insofern, ich glaube nicht, dass das schon so weit ist. E-Sport? Wo heute das stattfindet? Ja, wo findet das statt im Fernsehen? Also da, wo die normalen Menschen... Achso, ja gut, im Fernsehen. Nordkorea. Nordkorea. Und damit sind wir bei Nils, der mit Asien kommt, weil da sieht die Welt nämlich völlig anders aus. Also in Asien, Leute, ohne Witz, das ist... da kannst du Fußball wegpacken, da kannst du Kampfsportarten wegpacken, da geht es nur um E-Sports und das ist gerammelt voll. Also und meine, das sind Heroes. Bitte? Na, das sind Heroes, also das sind richtig in der Gesellschaft anerkannte Persönlichkeiten, ne? Die Gamer dort. Also ich habe meine damalige Freundin war ja bei oder arbeitet immer noch bei Riot und sie war auf den Worlds letztes Jahr, in Korea war das glaube ich, und sie hat da Bilder geschickt. Alter Verwalter, ohne Witz, was da an Plakaten und Leuchtreklame und alles vollgeballert ist in den großen Städten, da weißt du, da ist das angekommen. Da ist Gaming, da ist das, wie man zu Neudeutsch heute sagt, that's real. Das ist the real shit. Also da brennt richtig die Luft da drüben. Dann habe ich aber eine Gegenfrage, wenn ich unterbrechen darf. Ich wollte noch, wolltest du was einwerfen? Weil ich wollte mal aus meiner, warst du fertig? Ja, gut. Okay. Nee, ich war soweit durch. Es war eine super Überleitung, dachte ich mir so. Ja. Das ist doch prima, dass du da bei deinen Japanern bist. Ja, bei den Japanern, ja.
Bei deinen Koreanern. Bei meinen Koreanern. Sind ja nicht nur Koreaner, Chinesen sind das auch schon und Japaner. Das ist asiatisch, auch. Ne? Asiatisch, genau. Aber die Jungs haben auch, da ist das halt, ich weiß nicht, das Thema müsste man, da könnte man sehr lange drüber diskutieren. Also dort ist das halt, die verdienen ein Mordsgeld damit. Und die Leute sind einfach mal so diszipliniert, dass die halt überall alles wegknallen. Also gerade so was StarCraft angeht, League of Legends und da sind die Leute halt dabei, ja. Und da kann zum Beispiel in League of Legends und StarCraft kann halt kaum jemand von irgendwo anders mithalten, weil die Leute einfach, die werden da drauf getrimmt. Das ist wie sag ich mal, wie Mönche. Die machen nie was anderes, die Mönche. Die sind im Kloster und die haben ihre Routine und das machen die. Und bei denen ist das auch so. Und die werden da richtig reingetrimmt und das sind Helden. Das sind Helden. In Deutschland werden Fußballspieler als Helden gefeiert und dort sind es halt die Leute aus dem E-Sports, die werden da gefeiert. Und da ist es auf jeden Fall angekommen. Und was ich auf jeden Fall auch untermalen möchte, was Garak gesagt hat, hier bei uns in Deutschland zum Beispiel oder generell Europa ist das überhaupt nicht angekommen, Gaming. Und das ist überhaupt gar keine Diskussion. Große Firmen interessieren sich null für sowas, ja. Und wir haben genug davon, dass die dort einsteigen. Ich meine, wir entwickeln uns mittlerweile so weit, dass in League of Legends zum Beispiel Coca-Cola mit dabei ist oder Nissan oder große Airlines aus Amerika, die Sponsoren, die da aufmerksam drauf werden. Aber hier zum Beispiel in Deutschland ist hier ein Poop angekommen. Ich meine, wenn ich rausgehe und den Leuten erzähle, womit ich mein Geld verdiene, was machst du? Was? Ach so, deswegen bist du so dick. Ja, ja, den ganzen Tag Computer spielen. Ja, ja, mach mal was Richtiges, ja. Ich meine, wenn ich das meinem Vater erzähle, mein Vater ist eigentlich recht, sag ich mal, bewandert und ist auch schon betagt, also kurz vor der 60, sag ich mal, der hat davon auch keine Ahnung. Und ich meine, mein ehemaliger Mitbewohner hat regelmäßig Besuch gehabt, nicht einer von denen wusste überhaupt, was Phase ist, ja. Sie haben, ja, so ab und zu spiele ich mal FIFA und ja, und dann war es das. Und dann kamen die halt hier in mein Zimmer rein und so, wow, was ist das denn hier? 3 Monitore, 50 Rechner, Mischpult, alles stehen, was machst du hier? Ich sag, ja, du, das ist wie eine Fernsehsendung und da können die Leute halt beim Zocken zugucken, was, sowas gibt's? Ich sag, aber YouTube kennst du, ja? Ja, ja, da gucke ich immer so eine Katzenbilder. Ich sage, da gibt es auch andere Sachen, die recht interessant sind, die man mal gucken kann, die irgendwas mit Games zu tun haben. Ja, aber warum zieht man sich denn sowas rein? Magst du keine Filme gucken? Ich sage, ja, cool, aber so, wenn man Leuten zuguckt, wie sie ihre Filme spielen, das ist doch auch ganz interessant, oder nicht? Und vielleicht sind sie dazu noch lustig und geben sowas wie Entwicklerkommentare ab. Nee, also damit habe ich ja noch nie was zu tun gehabt. Also es ist überhaupt nicht präsent. Es ist präsent in unserem Raum, in dem wir uns bewegen, in unserer Bubbleblase und rundrum ist einfach nix. Gar nichts. Ich finde, wir sind da gerade einfach sehr deutsch in unserer Diskussion. Deswegen fand ich jetzt den Wechsel rüber nach Asien auch ziemlich gut. Und deswegen, Garak, muss ich dir ja doch widersprechen, weil ich finde, wir sind doch schon auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Ja, auf dem Weg, aber wir sind noch überhaupt ja. nicht weit. Wir sind gerade mal in Pionierschuhen. Ich meine, wenn ja. Leute jetzt anfangen und Gronkh in den Himmel feiern, natürlich war er prädestiniert oder ist dafür, sag ich mal, ein starker Faktor, der das Ganze hervorgetrieben hat. Aber wir sind nirgendwo. Gar nirgendwo. Ich meine, ganz ehrlich, deswegen. Wenn wir, Verzeihung, wenn ich das mal anbringen darf, aus der reinen Streamer-Sicht, ja, wenn ich in Amiland, sag ich mal, ein Streamer bin und habe so 300-400 Viewer, da bin ich wer. Da bin ich King Dingeling von sonst wo. Da kann ich bei Origin anfragen, Origin PCs, da kann ich bei EA anfragen, du wirst da direkt eingeflogen bei den Leuten ins Büro und du hast, sag ich mal, 200-300 Viewer, ja? Kommst du hier als Deutscher bei einer Firma an? Wer bist du? Was machst du? Was willst du von mir? Ja, hau mal ab, geh mal weg, geh mal spielen. So, und das ist für mich noch nicht angekommen, gar nichts. Wir sind, also wie gesagt, auch in Amerika, da ist das so auf dem Vormarsch, wir sind im Mittelweg, so, da kann man sagen, ja, da ist das so halbwegs akzeptiert, da ist das schon ganz cool, da ist das in Ordnung, wenn die Leute rumgeflogen werden und sowas. Aber hier in Europa, in Deutschland, nur weil es jetzt mal League of Legends, welche aus Deutschland kommt, dahin fliegen oder weil LCS oder die Worlds in Berlin waren, ist hier gar nichts angekommen. In Berlin vielleicht, ja, aber bis das wieder unten in München oder so angekommen ist, das dauert noch 5 Jahre oder 20, bis dann die Leute sagen, oh, wow, das ist ja cool, geil, Sport und das im Fernsehen? In Amerika läuft das im Fernsehen übrigens, League of Legends, ja. In Korea läuft das im Fernsehen, Australien läuft das im Fernsehen. Bei uns guckt man noch die Lindenstraße auf dem Sonntag. Bam. Ja. So, und das sind meine Worte dazu. Also wir sind noch lange nirgendwo angekommen. Gar nirgendwo. Ja. Aber das ist ja genau das Schöne. Lass doch aber mal Tim, also der wollte ja gerade noch. Sorry. Und dann kannst du.
Wir haben, glaube ich, gerade alle den gleichen Kommentar im Chat gesehen. Was? Nee. Da stand gerade auch, Dizzy lässt den Jul nicht zu Wort kommen. Achso. Hallo, ich habe den ganzen Abend noch gar nichts gesagt. Hey Jul, bitte, Sie dürfen, ich bin ruhig. Ich finde, wir sind jetzt nach 2 Stunden Rederei an eigentlich dem spannendsten Punkt gerade irgendwie angekommen. Und es ist, ich weiß nicht, es ist, für mich ist es echt sehr schwierig, da ich mich für die deutsche Streamer und für die deutsche YouTube-Landschaft eigentlich null interessiere. Und ich meine, Garak, dich kenne ich erst seit einer Woche, aber so die 3 Leute, mit denen ich jetzt hier gerade rede, das sind ein paar der wenigen deutschen Leute, wo ich mir regelmäßig irgendwie so ein paar Sachen von angucke. Und der Rest des Inhaltes, den ich so konsumiere und das auch schon seit 10 Jahren teilweise, der kommt halt eben genau aus Amerika, aus Kanada, aus England, aus irgendwelchen anderen Ländern. Und wir sind als Deutsche, um das jetzt mal sehr stark zu verallgemeinern und auch für die Allgemeinheit zu sprechen, wir sind unglaublich traditionell verwurzelt. Wir wollen bloß nichts Neues haben und wir haben auch Angst vor diesem ganzen neuen Kram. Und ich finde, das merkt man auch total, weil dieser Fußballvergleich, den checkt jeder. Da sagt jeder sofort, hey, du schaust Fußball, du bist mir sympathisch. Aber wenn du eben genau solche Leute zu Gast hast oder die dir irgendwie Fragen stellen, und ich habe das hier auch schon 1000-fach erlebt, die sagen, was machst du abends? Wieso sollte dir denn jemand zukommen? Wenn du dann halt mal diesen Vergleich bringst, auch mit dem Fußball so, setzt du dich am Wochenende hin, guckst 3 Stunden Bundesliga-Konferenz, warum? So, gibt's halt die anderen Leute, die halt irgendwie das andere schauen. Dann checken die das irgendwie schon. Das war für mich immer so das Argument, aber genau dieses Videospiele sind in der Gesellschaft angekommen, um auch mal einmal den Titel zu erwähnen. Das ist in Deutschland noch unglaublich schleppend aus dieser berichtenden und unterhaltenden und Mediensicht. Ich finde, dass das Medium Spiel an sich, das, was ein Spiel ist und die Verbreitung auch von Spielen, jetzt mal auf Deutschland gesprochen, die ist wirklich unglaublich groß. Aber dass das Spiel halt mehr ist als dieses, ich spiele mal an der Bushaltestelle was oder ich spiele am Wochenende mit meinen Freunden oder abends oder sonst was, das ist halt noch nicht, das fehlt halt quasi immer noch. Und deswegen ist auch noch dieses Unverständnis von Leuten mit, wie du kannst damit Geld verdienen. Und diese, warum sollte dir irgendjemand freiwillig Geld spenden für den Scheiß, den du da machst? Das ist wahrscheinlich die meistgestellteste Frage, die ich je irgendwie bekommen habe. Und auch wenn ich den Leuten das erkläre, sie verstehen es einfach noch nicht. Aber es ist einfach, deswegen sage ich so 10 Jahre, Garak sagt 30, für Deutschland, es ist schwierig. Die Jüngeren checken das, natürlich, weil die Jüngeren selber diejenigen sind, die am liebsten sagen, ich will kein GEZ bezahlen, sondern ich will lieber hier jemanden subscriben. Und bei den Älteren ist es halt einfach raus. Und ich weiß auch nicht, ob sich das noch ändern wird, beziehungsweise ob das überhaupt nötig ist. Von wie vielen Jungen reden wir jetzt gerade? Also in welchem Alter war dein Jung? Weil mein Jung ist immer, wow, geil, das will ich auch machen. Ich will auch unbedingt mit Computerspielen mein Geld verdienen. Das ist das Jung, was ich kenne. GEZ bezahlen? Wer spricht über die GEZ? Niemand. Spricht überhaupt irgendeiner über GEZ im Internet? Niemand. Oder? Natürlich. Echt? An mir geht das total, an mir geht das vorbei. Also ich höre die ganze Zeit immer nur klingeln, oh, ich will jetzt auch Geld verdienen, ich will auch Geld verdienen. Das lese ich eigentlich die ganze Zeit, mehr eigentlich gar nicht. Das ist gerade, ich nenne das, Verzeihung, dass ich dich da unterbreche, du kannst da gleich wieder anknüpfen, das ist für mich die moderne Krankheit in unserer Blase. Und das ist die neue Blase, die sich so eröffnet, dieses Hinterherhaschen von Geld. So, wow, was? Donations? Geil, jetzt geht's ab, jetzt werde ich auch ein ganz großer. Das ist so aktuell das Thema in der Blase, Verzeihung. Aber GZ ist für mich gar kein Thema irgendwie. Noch nie. Hast du GZ? Ja, sicher bezahle ich GZ. Obwohl ich nicht mal ein Medium habe, außer mein PC, aber das zählt ja dazu auch. Ja, klar. Ja. Natürlich bezahle ich GZ. Hm. Ich war eigentlich durch. Achso. Ja. Ihr seht das, ganz kurz, ihr seht das alle, also habe ich zumindest das Gefühl, weil ihr das so alle so argumentiert, als wäre das was Schlechtes, dass das in Deutschland noch nicht angekommen ist. Für mich persönlich ist das was richtig, richtig Gutes. Weil ich jetzt hier als Erwachsener, ich bin 30 Jahre alt, ich kann jetzt hier einsetzen in ein Medium, das gerade in den Kinderschuhen steckt, zumindest hier noch, und kann selber noch was bestimmen. Ich kann selber noch die Richtung vorgeben, in die sich dieses Medium entwickelt, so wie zum Beispiel in den, naja, kommt halt drauf an,
was man genau jetzt betrachtet, also Fernsehen zum Beispiel stand auch in Deutschland viel, viel länger noch in den Kinderschuhen oder steckte noch viel, viel länger in den Kinderschuhen als zum Beispiel in Amerika. Und da haben sich auch dann Leute wie zum Beispiel, da sind wir jetzt wieder bei Thomas Gottschalk, halt in den Anfang der 90er, Ende der 80er, keine Ahnung, und die all die anderen, wie auch immer hießen, halt zusammengesetzt, haben das Privatfernsehen dann gegründet. Das ist jetzt natürlich nicht die korrekte Geschichte des Fernsehens, aber ne, die sind dann halt rausgekommen, haben das Privatfernsehen gegründet und konnten dadurch, sind leider komplett gescheitert, aber konnten dadurch halt selber auch dieses Medium bestimmen, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Denn da war das halt was Junges, was Modernes. Fernsehen heutzutage ist was, was mittlerweile so in der Gesellschaft sich festgesetzt hat, und da würde niemand mehr auf die Idee kommen, die Regeln nochmal zu ändern. Die Regeln sind vollkommen festgefahren für das Fernsehen und da wird überhaupt nichts mehr, da wird nicht mehr dran gerüttelt. Weswegen wir ja jetzt wieder ankommen und sagen, Fernsehen ist so super langweilig, ich kann das nicht mehr sehen. Ne? Wir fangen jetzt hier im Internet an und da, wo YouTube quasi vor 10 Jahren war oder vor 5 Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, da ist jetzt gerade Twitch und da entwickelt es sich. Bei YouTube siehst du auch schon wieder, da gibt es mittlerweile Regeln, wie du dich zu verhalten hast. Es gibt Netzwerke, es gibt Leute, die extra sich, die Beratungsfirmen gegründet haben, wie man sich auf YouTube verhalten muss. Die bringen dir dann bei, wie du, keine Ahnung, irgendwelche Keywords oder was oder wie auch immer die heißen, halt unter das Video setzt und solche Geschichten. Die gibt es bei Twitch noch nicht. Da fangen die Leute gerade jetzt erst an, im amerikanischen Raum große Firmen zu gründen, wie zum Beispiel, wie heißen sie, hier von Dance Gaming und Nerdfusion. Nerdfusion, genau. Die quasi das erste Netzwerk sind, das sich nur rein aus Twitch gegründet hat oder so. Und im deutschsprachigen Raum ist das noch lange nicht so weit. Und das ist doch gerade richtig, richtig gut und richtig, also ich sehe das extrem positiv, weil ich mich jetzt quasi hier hinsetzen kann und von ganz unten an und exakt im richtigen Zeitpunkt hier bin und selber bestimmen kann, wo es sich hinentwickelt. So als wäre ich jemand, der in den 90ern, was? Hast du gar keinen Einfluss? Hast du gar keinen Einfluss mehr? Ist sowieso schon versaut. Warum? Was willst du hier noch großartig machen? Das, was von YouTube kommt, hast du hier auch. Fertig ist, Obstsalat, Gespräch beendet. Du hast hier schon fette Manager dahinter, du hast hier schon Marketing dahinter und so weiter und so fort. Jeder macht doch sowieso nur das, was die Großen machen. Also ist das schon, das Thema ist schon wieder beendet. RDL und das Fernsehen hat hier schon zugeschlagen in den Medien. Und Slappy, bei YouTube. Was? Bei Twitch auch schon lange. Ist schon lange alles, ist alles schon verseucht mit diesem ganzen Gelumpe. Es ist schon so. Ich weiß nicht, das Ding ist halt, du guckst wahrscheinlich, ich sag's jetzt mal, Bananasaurus Rex und da ist es nicht angekommen. Wenn du dich auf Twitch umguckst, ist es genau dieselbe Jauche wie im Fernsehen. Du kriegst irgendeine Scheiße verkauft und dann kommt Mr. Hashtag Sellout Kappa und verkauft dir genau denselben Scheiß wie bei 9Live und macht's ja, als Ironie. Ja, natürlich. Und ja. Es ist schon angekommen, es ist hier, Fernsehen, guckt keiner mehr, also sind die Leute dahin gegangen, wo das Geld ist, das war bei YouTube, da sind sie alle schon drinnen und sahen ab und jetzt ist es hier bei Twitch, bam, aus ja, Ende. Und du hast kein Mitspracherecht mehr. Also in unserer Bubble, in der wir uns hier bewegen, wo wir Geld verdienen, haben wir kein Mitspracherecht mehr, weil der Trend gesetzt ist und der Trend bleibt so. Und der Einzige oder die Einzigen, die dann noch einen Trend ändern könnten, denen ist es scheißegal, weil die scheffeln noch die Kohlen ab. Ja, aber dir schreibt doch auch keiner vor, wie du deinen Channel zu führen hast. Selbstverständlich, oder? Schreibt mir das keiner vor. Bin ich eine große Nummer, habe ich was zu sagen? Ja, nee. Siehst aber du musst ja auch. Wenn ich genau das machen würde, wäre ich eine große Nummer und hätte ich was zu sagen. Und dann haben wir wieder Mitspracherecht und dann könnten wir was ändern. Aber das Ding ist halt, es ist schon in dem kleinen Rahmen, die kleinen Leute, sage ich mal, oder das kleine Umfeld, was dort ist, was quasi in Twitch sich schon bewegt, das ist gemacht. Das wirst du nie wieder ändern können. Nie wieder. Und das wird sich nicht ändern. Außer da kommt mal jemand und sagt so wie Gronkh, der ballert auf den Tisch und sagt, hey Leute, passt mal auf, wir fahren jetzt hier mal eine ganz andere Nummer auf. Und da ist es halt wieder, es ist schon da. Es ist da, es wird so sein und das wird sich auch nicht mehr ändern. Passiert nicht. Das Medium ist in den Kinderschuhen, das, was du eigentlich mitbestimmen möchtest, das ist schon bestimmt. Es ist fertig. Das Einzige, was jetzt noch passiert ist, wenn wir unseren wundervollen Algenkuchen aus Back to the Future von Telltale nehmen und basteln immer mehr kleine außen dran. Und dann ist das Ding fertig. In drinne, der Kern ist gemacht. Okay, aber ich rede ja auch nicht vom Kern. Der Kern wird immer kommerzialisiert sein, der Kern wird immer Krebs sein. Das ist ganz normal. Da sind dann die Leute, die jetzt schon in Deutschland für ich weiß nicht wie viele tausend Leute streamen
und komplett Sellout machen. Das ist klar, dass die mehr Leute, mehr Zuschauer haben. Darüber reden wir ja im Prinzip zweiwöchentlich, ne? Über die Jungs, wie es am einfachsten wäre, ganz nach oben zu kommen. Da haben wir vor 2 Wochen drüber geredet mit den Mädels, die halt Ausschnitt zeigen. Da sind die Jungs drin, die die ganze Zeit irgendwelche Giveaways raushauen und ich weiß nicht, was, wie viel Werbung in ihrem Zeug rumstehen haben. Aber ich rede ja von dem angenehmen, von dem sympathischen Teil dieses Mediums. Den gibt's doch auch, oder nicht? Der sich langsam entwickelt, wo du halt eine gute Community aufbaust und nicht halt diese einfach nur die Leute, die einfach, Es kommt halt darauf an, was die Gesellschaft will. Also ich warte ja immer noch auf dass die Gaming-Gesellschaft, nur einfach das wieder auf die Gesellschaft zu ziehen, dass sie endlich mal aufwachen aus ihrem komischen Albtraum, wo sie nach Hause kommen, ihren Kopf abstellen und einfach nur konsumieren. Sondern sich zu Hause hinsetzen und einfach mal anfangen, doch bitte mal 5 Minuten ihren Kopf zu benutzen und nicht einfach jedem Schnodder hinterher zu rennen. Und da sind wir heute halt, angekommen. Und wir sind von damals, um das gesellschaftlich zu sehen, bei dem, was Garak vorhin gesagt hat, dass die Medien das oder Politiker das ausnutzen und gewisse Sachen an Pranger stellen und hintenrum alles ändern, so ist das doch heute auch. Niemand denkt mehr über irgendwas nach. Es laufen alle nur noch zack, zack, zack wie Roboter. Und jetzt nimm das doch mal, wir werden irgendwann publik. Und wir wären genau im falschen Moment publik mit dem Gaming. Und ich meine, es ist dann alles nur noch Kommerz, Kommerz, Kommerz. Und das wollen wir doch gar nicht mehr. Und wir sind doch Konsumenten. Wir wollen mitgenommen werden in die Welt. Wir wollen das genießen, so wie früher. So wie Garak halt angefangen hat hier mit Slash Attack Wurst Mob 15, um in seinem Dark Age of Camelot zu leveln zum Beispiel. Ja? Und das hast du, du kommst genau an den Punkt, wo wieder nur Kommerz ist. Und die Gesellschaft wird jetzt wieder geleitet. Und wir sind in den Kinderschuhen und machen es jetzt schon falsch. Und so sehe ich das nämlich. Und das ist nicht wie ein Virus oder das wird nicht ankommen. Das wird nur ankommen, wenn die Kohlen wieder rollen. Und das will doch aber gar keiner, oder doch? Also ich möchte nicht, dass wir nur wegen den Kohlen irgendwann beliebt werden. Ich möchte, dass sich Gisela, die Mutter von 4 Töchtern, auf die Couch setzt und Witcher anreißt und am Ende anfängt zu flennen, weil das einfach der Hammer war. Und nicht, weil ihr Mann Herbert das gekauft und gesagt hat, hier Schatz, damit du mir jetzt nicht auf den Sack gehst, habe ich dir für 600 Euro hier was hingestellt, nicht? Und du freust dich schon mal über Geschenke und dann kannst du loslegen. Wenn ihr wisst, wie ich meine, ja? Also ich meine, ich selber bin davon betroffen. Ich gucke mir das halt sehr viel an. Ich bin Streamer und studiere das quasi. Ich bin aber in dieser Bubble und sehe, was außenrum passiert. Und die Konsequenz ist halt nicht so prickelnd, finde ich. Also ich persönlich sehe Kommerz per se nicht als was Schlechtes. Nee, das meine ich nicht. Nur wenn du jetzt als Streamer dich dahinstellst und es offensichtlich ist, dass du es nur wegen des Geldes machst, dann ist Kacke. Aber du kannst ja trotzdem dir, ne, wie jemand gerade im Chat auch geschrieben hat, es gibt auch im Fernsehen immer noch Kanäle, die kann man sich irgendwie noch angucken. Zum Beispiel Arte oder Dreisat. Die sind halt so ein bisschen kultureller und sowas, aber die zeigen halt auch ab und zu mal Programme, die wirklich noch vernünftig sind und die man sich halt ansehen kann. Und warum können wir dann nicht hier noch dieses eben genau dieses, naja, quasi ein Gamer-Arte sein. Slappy, wir sollten übrigens mal die anderen beiden Herren kurz mal zu Wort kommen. Sorry. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns sehr verfranst. Also ihr könnt gerne nochmal schnell mit einsteigen. Hey Juhl, guck schon die ganze Zeit so, habe ich gesehen, aber ich hatte auch mal was zu sagen. Es muss raus. Ich hatte mal was. Nein, ich glaube eher, bevor Garak hier seinen nächsten Harry Potter Roman schreibt, nach dir. Mal hier rum. Ich habe der Sache nicht so richtig gefolgt, weil ich habe irgendwann abgeschaltet, weil das Thema mich nicht mehr interessierte. Seht ihr, das meine ich halt, Slappy. Weil das ist sinnlos. Das ist völlig aus dem Kurs, hat nichts mit unserem Thema zu tun. Das ist eigentlich, ich habe da abgeschaltet. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe da nicht mehr zugehört. Aber warum interessiert? Du bist doch, das hat doch genau das, was ist doch genau das, was wir machen heute mit der Gesellschaft. Das hat ja schon was mit unserem Thema zu tun. Ja, also sagen wir mal so, ich habe natürlich zugehört, aber es ist, was Slappy sagte, ist ja, dass er noch irgendwas bewegen kann und du hast ja mit Recht gesagt, dass er das nicht kann und das ist auch so. Das ist netter Idealismus, aber der Zug ist vor 3 Jahren abgefahren, ja,
Und nämlich als Twitch wurde, oder es ist 2,5 Jahre her, ich weiß nicht mehr. Also als Justin TV Twitch wurde, da war das Thema eigentlich schon durch. Da wurde die ganze Firma darauf ausgerichtet, bloß irgendeinen Doofen zu finden, der das kauft. Das hat dann Amazon gemacht. Und jetzt ist sowieso alles egal. Also, weil jetzt im Grunde genommen der große Master mit dem großen Portemonnaie sagt, in die Richtung geht's. Und die Streamer, nämlich der Contentbringer, haben eigentlich eine riesengroße Macht. Aber sie können es nicht nutzen, weil sie sich nicht organisieren. Ja? Wenn die Streamer alle zusammenhalten würden, was nie passiert, auch wie im richtigen Leben eben nicht, dann könnte man tatsächlich was bewegen. Ja? Weil nur dann geht es. Denn ein Twitch oder irgendeine Plattform, es muss jetzt auch nicht Twitch sein, das kann auch YouTube sein, ohne Inhalte ist tot. Ja? Und du kannst im Grunde genommen deswegen auch keine Veränderung mehr, weil es gibt es einfach nicht. Du hast immer den Unterschied zwischen dem Streamer wie Slabby und dem Gronkh. Ja? Ich glaube, das ist so der größtmögliche Unterschied, den man haben kann. Ja? Beide haben völlig unterschiedliche Interessen. Der eine muss Geld verdienen, der muss seine Leute bezahlen. Das ist ein Business. Der steht morgens auf und geht zur Arbeit, nämlich in seinen Twitch-Kanal beziehungsweise in deinen YouTube-Kanal, genauso wie Nils das auch macht. Der steht morgens auf, haut sich Nei in die Pfanne und dann macht er noch mal schnell seine Wäsche und dann sitzt er da und arbeitet bis abends. Das ist Arbeit, das ist ein normaler Job. Und das darf man nicht so, ich sag mal, verklären, dass das irgendwie. Ja, ich kann hier die Welt bewegen. Nee, das ist, glaube ich, vorbei. Glaube ich nicht. Aber ich muss ja Das, nicht. nein, das ist der Punkt. Das musst du ja auch Ja. nicht. Ne? Ja. Ich bin da ein Idealist, zumindest was das anbetrifft. Sonst wäre ich auch gar nicht mehr hier, ehrlich Nee, gesagt. Wenn ich nicht nicht das nur, was Gefühl das hätte, anbetrifft. wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich hier noch irgendwas bewegen kann und dass das ein neues Medium ist, wo ich tatsächlich noch irgendwo ansetzen kann, zumindest die Details noch ein bisschen verändern kann, dann wäre ich schon lange nicht mehr hier. Dann wäre das für mich wie YouTube, wo ich auch nie das Interesse hatte, irgendwas zu machen, weil bei YouTube sind die Regeln schon sowas von hart festgeschrieben, da kann man selbst gar nichts mehr verändern. Was du ja machen kannst, ist hier in deiner eigenen Wolke, also in deinem Kanal, genauso wie ich in meinem Kanal, wie Herr Jule in seinem Kanal und wie Nils in seinem Kanal. Wir können in, es gibt keine, bei Twitch, und da gebe ich dir recht, es gibt bei Twitch keine große Einschränkung, was du machen kannst. Ne? Genau. Also du, ne, das ist ja noch nicht so reglementiert, bis auf die, ich sag mal, normalen Dinge des Lebens, die man nicht machen sollte. Da ist ja, da steht ja nichts drin, was jetzt irgendwie einen einschränkt, sondern das ist einfach ganz normaler Stuff, den man im richtigen Leben auch nicht tun würde. Und das ist eingeschränkt. Ja, man würde, und selbst das wird ja nicht mal eingehalten von vielen Streamern. Aber ich finde, die Einschränkung ist bei Twitch derzeit so gering, dass man da gar nicht gegen verstoßen kann, wenn man normal tickt. Ja, und in diesem Rahmen kann man sich natürlich verwirklichen. Das ist klar. Aber das große Schiff Twitch, das läuft, da kannst du nichts mehr dran bewegen. Ja, klar. Das ist klar, dass da schon viel zu viel Geld mit im Spiel ist, dass man da nichts. Ich will ja auch nicht Twitch verändern. Ich will nur die Streamer-Landschaft ein bisschen mit beeinflussen. Das wirst Und du auch das nicht ist schaffen. in Wollte ich Deutschland, gerade sagen, jetzt das ist hast du in es Deutschland noch gerade nicht so groß, dass ich das nicht. Das Nee, ist, also kann ich selbst, auch. es gibt immer noch amerikanische Streamer, die streamen erst seit einem Jahr und die wachsen gerade wie bekloppt und die können selber immer noch was bestimmen. Und es wird noch Leute geben, die erst in 2 oder in 3 Jahren in Deutschland anfangen zu streamen und die immer noch selber was bewegen können. Und wie genau, was genau und wie das genau aussieht, das kann man ja nicht sagen. Wenn ich das sagen könnte, würde ich es schon längst machen. Ja, wenn ich meine Vision hätte, dann würde ich die schon längst ausarbeiten. Aber ich weiß, dass es geht. Und auf dem Weg werde ich vielleicht irgendwas finden, vielleicht auch nicht. Und werde da meinen Teil zu beitragen und mich selbst da quasi Das ist ja auch verwirklichen. eine Stärke von Twitch, dass man, aber das gilt für YouTube genauso, dass man sich halt selbst verwirklichen kann. Ne? Man könnte ja das machen, was man möchte. Und bei YouTube, eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, wo es bei YouTube eine Einschränkung gibt. Also, jedenfalls betrifft sie mich nicht, weil ich mache auch YouTube-Videos und ich habe noch nie gelesen, was ich nicht darf, aber ich glaube, ich habe auch noch gegen nichts verstoßen, weil das ist ja sowieso alles langweilig, was ich mache. Insofern ist das nicht so dramatisch, das guckt eh keiner. Aber weil das zu fachspezifisch ist und ist halt eine ganz kleine Zielgruppe, die ich habe. Und die größeren, ja, die halten sich schon mit Absicht dran, weil sie eben Geld verdienen wollen. Ne?
Wenn wir, wenn wir mal zurück zu den Spielen gehen, weil, Verzeihung, ich habe mich auch ein bisschen verrannt, aber für mich ist das halt dadurch, dass es mein Job ist, bin ich da immer sehr, wie soll ich sagen, sehr verfressen in diese Thematik, weil das für mich auch zum Gaming dazugehört. Ich würde gerne Ihnen eine Frage mit aufgreifen, die bei Twitter reingekommen ist und die verpacken in die heutige Zeit. Und zwar, welches Spiel hat euch heute, also heute, in der heutigen Zeit, mit der heutigen Grafik und heutigem Stand, so sehr mitgenommen, dass ihr eure komplette Freizeit dafür geopfert habt? Hey Juul. Können wir die Frage ein bisschen umformulieren? Hau rein. Müssen wir. Können wir die Frage so umformulieren, nicht, dass wir es nicht so negativ formulieren, mit Freizeit geopfert, sondern eher so, was die bei einem verändert hat? Also welches Spiel hatte solche Auswirkungen auf euer Leben, dass es Dinge bei euch nachhaltig jetzt immer noch verändert hat? Aber was ist daran negativ, seine Freizeit dafür zu opfern? Weil aber ja, Freizeit opfern, das ist Freizeit. Super negativ konnotiert. Ja, das ist halt ein Opfer bringen. Und ich opfere nicht meine Freizeit. Wisst ihr, was schlimm ist heutzutage? Dass jeder Korinthen kacken muss. Ehrlich, ohne Witz, also mal an euch da draußen, ohne Witz, ja, ich sag, seine Freizeit geopfert. Was? Wir haben Meerschweinchen geopfert, wir haben ganze Herden an Hühnern geopfert, um dieses Spiel zu spielen. Das ist einfach nur ein Wort. Ich bin nach Hause gekommen und habe danach gespielt. Wow. Okay, ja, formuliere die Frage doch gerne um, dass das nicht ganz so kritisch ist eventuell. Wir opfern keine Tiere. Nein, wir machen das was. Du stell die Frage, Tim, bitte. Nochmal. Also bevor du anfängst, ich muss mal kurz das Bild leer machen. Ich muss nämlich unfassbar dringend zur Toilette schon seit einer Stunde. Wir fragen dich dann einfach. Du hörst doch, ich oder? Ich höre euch. Ich höre euch. Aber mach bitte Mikrofon aus. Kann nur nicht sprechen. Okay, gut. Hey, Tim, formulier doch nochmal die Frage so, dass wir, ne? Garak, du bist jetzt noch da. Ja, ja. Welches Spiel hast du jetzt so in den letzten Jahren, sagen wir, irgendwie gespielt, wo du irgendwie sagst, Mensch, wenn ich das Spiel nicht irgendwie gehabt hätte oder die Folgen, die durch dieses Spielen entstanden sind, was würde mir heute in meinem Leben fehlen? Oh, ist die Frage komisch. Sorry. Keins. Also mir fällt kein Spiel ein. Also letzten Jahre. Also ich müsste schon sehr, sehr weit zurückgehen. Und dann lande ich wieder bei Dark Age of Camelot. Und übrigens kann man das mit der Maus verdienen. Wir dürfen eigentlich, also, dürfen wir sowas gar nicht mehr fragen. Dark Age of Camelot. Okay. Nee, doch, das ist, aber daran merkt man doch, dass es so ein einschneidendes Erlebnis war, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass, ja, aber das ist eben nicht in der letzten Zeit, das ist 15 Jahre her. Oder ja, es gibt es immer noch übrigens, aber wie gesagt, heute würde ich es auch nicht mehr spielen. Aber die Frage war ursprünglich, glaube ich, mit der jetzigen Grafik oder so. Irgendwie war die Frage in Twitter völlig anders gestellt, als die ihr daraus gemacht habt. Oh, sie wurde halt immer diese Korinthenkacke. Echt, immer diese Korinthen, da geht's wieder los, Leute. Da verpackt man, also, das, naja, mach. Also ich würde dann sagen, also wenn ich die Originalfrage nehme in Kombination mit Herrn Juuls Frage, dann würde ich bei Dark Age of Camelot bleiben, auch wenn der Zeitraum nicht stimmt. Aber in den letzten 5-6 Jahren, da würde mir kein Spiel einfallen, was mich überhaupt irgendwie berührt oder beeinflusst hat. Nee, das gibt es nicht. Also ich spiele zwar sehr viel Spiele und simuliere halt auch sehr viel, aber irgendwie so richtig, dass mich, nee, also das war früher mal. Also heute würde mich da nichts so beeinflussen oder so heiß drauf machen, dass ich da jetzt meine Freizeit für opfern würde. Das würde ich, glaube ich, nicht tun. Nee. Weißt du, was die Intention einfach dahinter war, worauf ich hinaus wollte? Wie viele Emotionen ein Spiel heutzutage in dir hervorruft, weil es so real geworden ist. Das war die Intention der Frage, deswegen habe ich sie ein bisschen umgestellt. Ja, das war aber ein ziemlicher Schuss um die Ecke. Ja, aber du musst aber, ja, das Ding ist halt, dich darf ich sowas nicht fragen. Du kommst, deine Standardantwort ist ja immer klar. Du bist halt, du spielst, du bist nicht in unserer Fantasiewelt drin. Also glaube ich, habe ich das Gefühl. Aber doch, ja, The Last of
The Last of Us. Das hat mir einer vorgesagt im Chat jetzt. Aber das hatte ich nicht auf dem Zettel, Entschuldigung. Es kommt natürlich bei weitem nicht auf Dark Age of Camelot. Aber wenn ich die letzten 5 Jahre nehme, dann würde ich schon sagen, ich habe mir eine Playstation, das ist, ja, da, ich habe bei Nils Anfang dieses Jahres, ja, habe ich gesehen, dass er Last of Us spielt und deswegen habe ich mir, wegen Nils, ja, und das ist auch die Marktmacht, die so ein Streamer wie Nils hat, habe ich mir tatsächlich eine Playstation gekauft, um The Last of Us zu spielen. Und das, weil ich dieses Spiel einfach so grandios finde. Was ich aber nicht gemacht habe, ist, es jetzt Tag und Nacht zu spielen und meine Freizeit zu opfern. Das habe ich nicht getan. Ich habe es einfach immer dann gespielt, wenn ich Zeit hatte. Also das ging dann nicht so weit, aber es ist definitiv eins der Spiele. Die hat mich aber auch nicht beeinflusst. Es hat mich nur in der Form beeinflusst, dass ich mir eine Playstation gekauft habe, was ja schon mal enorm ist irgendwie. Ne? So ein Ding kostet ja auch ein paar Euro. Ja, und gespielt hast du es trotzdem nicht. Und jetzt bin ich wieder schuld, weil du Geld ausgegeben hast. Super, genau. Nö, ich guck jetzt immer Fernsehen mit der Playstation. Dafür habe ich die. Stark. Also für Netflix und für Amazon Prime benutze ich die heute. Für nichts anderes. Naja, und mein Mischpult steht drauf. Das ist ein ganz guter Mischpultständer. Slabby, aber du kannst die Frage auch nochmal eventuell. So. Am besten würde ich dir empfehlen, benutze nicht das Wort Opfern in der Erklärung. Ja. Mach's nicht. Es ist negativ behaftet. Naja, klar, ich habe Spiele, die mich beeinflusst haben und ich habe Spiele, die in die ich eingetaucht bin und deren Story ich einfach konsumiert habe. Ich habe beides. Das letzte Spiel, was mich sehr, sehr stark beeinflusst hat, war auf jeden Fall Minecraft. Weil ohne Minecraft hätte ich niemals daran gedacht, überhaupt anzufangen zu streamen. Ne? Ich wollte halt das, was ich mir selber beigebracht habe und das, was ich gelernt habe, und diesen Lernprozess, der noch viel, viel weiter ging, in Modded Minecraft, wollte ich halt in den Stream reinbringen und der Öffentlichkeit präsentieren, quasi mit der Öffentlichkeit, mit der Schwarmintelligenz gemeinsam halt lernen und das dann wieder zurückgeben, sozusagen. Quasi mich halt hier hinzusetzen und den Leuten halt eben Minecraft beizubringen, weil ich damals das Gefühl hatte, dass es nicht genug oder nicht so viele Leute halt gibt, die das genau machen. Und deswegen habe ich da meine Nische sozusagen gesehen. Dass ich dann weiter beim Stream bleibe, das habe ich damals schon gehofft, aber hätte ich auch nicht sagen können, dass ich das tatsächlich mache. Auch wenn Minecraft irgendwann für mich halt nicht mehr das einzige Spiel ist. Spielt diese Frage darauf hinaus, ob es heutzutage noch Spiele gibt, die einen genauso packen können wie Spiele von früher? Weil dann würde ich sogar vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Und das mit Filmen vergleichen. Ich finde das ja immer ganz schön, Medien untereinander halt zu vergleichen, weil man dann halt von Medien, die schon viel, viel länger existieren, auf eben neuere Medien halt, auf die Entwicklung, die sich vielleicht noch auftun wird. Klar wird die sich unterscheiden, aber da kann man noch schön daraus lernen sozusagen und das quasi sehen, ob sich da noch was oder wie es sich, ja, was sich noch tun wird. Zum Beispiel kenne ich das halt von Filmen. Da haben mich Filme, die ich als 12-Jähriger oder als 8-Jähriger gesehen habe, viel, viel mehr berührt als Filme, die ich heute gucke. Dabei sind die Filme heutzutage viel, viel größer, viel, viel gehypter, haben viel mehr CGI mit drin, sind epischer, haben einen besseren Soundtrack, die Schauspieler sind wahrscheinlich besser, was weiß ich, aber sie berühren mich einfach nicht so sehr, einfach weil ich überkonsumiert bin in Sachen Film. Ich kann mich heute nicht mehr hinsetzen und einen Film gucken, ohne ihn mit 1000 anderen Filmen, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben, zu vergleichen. Und deswegen bin ich da abgestumpft einfach. Ich kann heute keinen, wie gesagt, Guardians of Galaxy gucken, ohne mich zu langweilen. Obwohl das ein geiler Film ist, keine Frage. Aber ich habe einfach schon so viele Filme, die genauso waren, gesehen. Ne? Und so ist das halt mit Spielen auch. Ich habe schon so viele Spiele gespielt mittlerweile, dass halt ein Spiel heutzutage wirklich sehr, sehr viel auffahren muss, um mich wirklich noch zu packen, sozusagen. Entweder es muss eine richtig, richtig neue, frische Spielidee sein, die mich packt, wie Minecraft zum Beispiel, oder es muss einfach eine Story sein, die mich einfach irgendwo halt berührt, wie Witcher 3 halt. Und deswegen, ja, klar, Minecraft und Witcher 3 heutzutage sind immer noch Spiele, die mich packen. Und zwar Witcher 3 auf einer Ebene, wie mich als 15 oder nee, als 13-Jähriger oder ich weiß gar nicht, wie alt ich war, Ocarina of Time
gepackt hat damals. Und das heißt schon was. Ja. Tim, willst du darauf antworten oder so? Ich, weil sonst heißt nachher wieder im Chat, weiß ja, ich unterbreche dich. Also ich höre mal zu, Tim, jetzt. Ich muss gerade sagen, ich hatte, glaube ich, gerade einen super Internetschluck auf und habe eigentlich nichts von Slabbys Antwort verstanden. Hast ich hoffe, nix? Ich bin noch da. Ja. Ja. Aber du hast außer Minecraft kann ich da nichts so verpasst. Drauf reagieren. Ich habe auch nicht viel mitbekommen. Das war also irgendwie. Also ich habe alles verstanden. Also, ja. Okay. Ja. Ja, dann Tim, beantworte doch einfach die selber gestellte Frage an dich. Also ist das für dich? Ich meine, wir können ja jetzt auch, wenn euch das nicht gefällt, also irgendwie scheint ihr alle irgendwie noch in der Vergangenheit zu leben und Monkey Island in 8-Bit geil zu finden. Weiß ich nicht warum, aber dann greift doch bitte auch nach hinten, wenn euch die heutige Grafik nicht passend ist. Vielleicht erkennt ihr das ja nicht so gut durch eure alten Augen. Ich weiß das ja nicht. Vielleicht sieht das ja alles nicht so gut aus. Ich brauche da aber gar nicht nach hinten greifen, weil das Spiel, was mich in den letzten Jahren am meisten beeinflusst hat, das spiele ich halt heutzutage immer noch. Das Spiel, wegen dem ich schon mehrmals mehrere hundert Kilometer weit gefahren bin, um die Leute zu treffen, mit denen ich es quasi spiele. Das Spiel, wegen dem ich mit hauptsächlich ja auch diesen ganzen Internetquatsch hier mache, ist ja auch zum Beispiel in dieser Talkrunde bin. Das ist halt so spießig und AAA-gamig es auch klingen mag, es ist halt GTA Online. Das nimmt dich mit, also. Ja, das nimmt mich unglaublich mit, weil das halt einfach für mich diesen Gemeinschaftscharakter halt wieder hatte, den ich halt seit langer, langer Zeit irgendwie in keinem anderen Online-Spiel irgendwie wieder hatte. Und das beschäftigt mich ein Großteil eigentlich meiner privaten Spielzeit, meiner geopferten Freizeit, aber auch meiner Streamingzeit. Und ohne das wäre ich, glaube ich, heute nicht da, wo ich bin. Das soll jetzt gar nicht irgendwie groß klingen oder so, aber ich wäre zum Beispiel sehr wahrscheinlich nicht hier, weil ich euch alle nicht kennen würde. Ich hätte aber auch ziemlich viel sehr coole Leute, mit denen ich seit mehreren Jahren regelmäßig rede, wo ich auch sagen kann schon, ja, Das sind halt schon irgendwie Internetfreunde gewesen. Die hätte ich halt irgendwie einfach alle nicht kennengelernt. Deswegen muss ich da sagen, mag ich das Spiel eigentlich nicht mehr missen. Obwohl das halt, es ist halt kein besonderes Spiel. Es ist halt ganz normal, es macht halt irgendwie Spaß, aber da kommt halt diese soziale Komponente wieder mit dazu. Okay. Also ich meine, Dizzy, das ist doch wie bei dir zum Beispiel, wenn du dein Community-Treffen machst. Oder? Da habt ihr doch immer diese Hütte, oder ich habe das erst einmal miterlebt, ich kenne dich auch noch nicht so lang, ja. Aber wo du irgendwie für 60, 70 Leute irgendwie, die sich da anmelden können und wo ihr ein schönes Wochenende miteinander verbringt. Ja. Und da würde mir zum Beispiel irgendwie der Gedanke kommen, beziehungsweise ich hatte den Gedanken zuletzt irgendwie auf der Gamescom, wo ich auch den Slabby getroffen habe, wo ich mir gedacht habe, scheiße, ist das verrückt hier, was ich hier eigentlich mache. Wo ich durch diese ganze Spielerei oder halt auch durch gewisse einzelne Spiele irgendwie mittlerweile bin, dass ich mir hier für so eine Zirkusveranstaltung irgendwelche Karten hole, nur damit ich dem Slabby ein High Five geben kann. Ja, aber das Ding ist ja, für uns ist das ja das Normalste der Welt. Nee, irgendwie nicht. Echt? Für mich also ist das immer noch was total Besonderes, obwohl ich das schon seit Jahren mache, obwohl ich damit teilweise schon meine Miete bezahlt habe, weil ich das als Job hatte. Ich finde, das ist immer noch, für mich, vielleicht bin ich da aber auch sehr naiv, ich habe noch diese Momente, wo ich mir denke, boah, ist das geil, dass ich hier gerade an dem Punkt bin, wo ich bin. Auch wenn ich nicht groß bin, obwohl ich nicht erfolgreich bin oder so, aber einfach nur durch, sag ich mal, durch die Leute, die ich kennengelernt habe oder durch den Spaß oder die gute Zeit, die ich dadurch hatte. Für mich ist das normal. Also ich bin so aufgewachsen, groß geworden. Als ich 18 war, meine Hörner abgestoßen habe, bin ich so groß geworden. Für mich ist das Normalste, Garak 2-3 Mal in der Woche zu hören, mit ihm über, weiß ich nicht, manchmal Gott und die Welt zu schnacken, über seine Arbeit, meine Arbeit, wobei er meine Arbeit sieht. Also für mich ist das normal. Meine ganzen, ich habe im realen Leben vielleicht noch 2 oder 3 Freunde, weil die anderen das nicht verstehen. Und da sind wir wieder bei der Gesellschaft. Also bei mir ist, ich habe alle abgestoßen.
Das ist übrigens bei mir sehr, sehr ähnlich, ne? Also ich bin ja, das seht ihr ja im Teamspeak, ich bin sehr häufig auch außerhalb meiner Streams, bin ich im Teamspeak und unterhalte mich mit dem, ich sag mal, harten Kern meiner Viewer, weil das echt coole Typen sind, ja? Das sind, und da ist alles, das sind keine Kids, also natürlich, wir haben auch ein 13-jähriges Kind dazwischen, aber das sind gestandene Leute, ja? Das ist Selbstständige, Akademiker, da ist alles, ja. Also das ist so faszinierend. Die triffst du im richtigen Leben, gut, ich schon, aber im Normalfall, wenn du jetzt arbeitest bei VW am Band, ja, dann nichts gegen diesen Job, aber dann triffst du halt diese Leute gar nicht, die wir hier treffen, ja. Das ist einfach so, weil das einfach so ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft ist. Und das ist schon ganz cool. Und es verbindet alles. Das Game, ja. Und da ist das Gaming ja schon in gewisser Weise in der Gesellschaft, aber eben nicht in der öffentlichen Gesellschaft, sondern das ist eben so eine Nische dann. Ja, aber also für mich ist das echt das Normalste der Welt geworden heutzutage. Noch schlimmer als früher. Also das ist, bei mir ist das Aufstehen, also ich ohne Rechner einen Tag, okay, ja doch, hat geklappt. Ich war ja eine Woche in der Schweiz, ich habe es überlebt zum Glück. Aber es lag an der frischen Luft irgendwie. Die hat mich ganz pompös gemacht, dass ich in die Natur wollte, obwohl ich gar nicht draußen war. Das Aber hat dir auch gut getan. finde ich auch, danke, Garak. Mein Taint ist viel blasser geworden. Das meinte ich jetzt nicht, aber trotzdem. Aber ich finde jetzt mal rein von der, gehen wir mal in diese Bubble zurück, Leute. Also in unsere Bubble. Lasst uns mal in unserer Bubble, lasst die mal kurz aufgreifen. Also Tim hat ja schon gesagt, für ihn ist das einfach immer noch was Besonderes und Spezielles. Slappy, für dich jetzt, wenn du das jetzt mal rein in unserer Bubble-Gesellschaft, ja, also nicht das, was außerhalb ist, die Leute, die dann später irgendwann mal dazukommen, wenn sie darauf Bock haben, aber wie ist das für dich? Also sagst du jetzt auch so, okay, ich habe mir mein Rücken so ein bisschen zum Real Life gekehrt und bin da reingekommen und jetzt bin ich glücklich in meiner kleinen Welt? Naja, die Welt ist die, in der ich schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren lebe im Prinzip, oder in die ich mich quasi seit wie vielen Jahren auch immer hineinwünsche, mehr oder weniger. Aber ich habe trotzdem immer noch viel zu viel Zeit, die ich halt außerhalb dieser Bubble quasi verbringen muss, wenn du darauf hinaus möchtest. Also ich bin da auch eher bei Tim, bei Herr Juhl, einfach. Für mich ist das auch noch was Besonderes, mich halt, ja, was? Nee, mach, sie haben Hallo. nur, genau, es war Achso, nur, ich dachte, du wolltest was sagen. nee, Verzeihung. Ne, was Besonderes, mich hier hinzusetzen. Klar, für mich, das natürlich ist das Alltag. Ich sitze hier fast den ganzen Tag vorm Rechner und zocke, mehr oder weniger. Und sei es für mich, sei es halt für Twitch. Wenn ich hiervon weggehe, dann nur, weil ich quasi was machen muss. Ne? Ich sehe alles, was ich außerhalb des Computers mache, sehe ich als etwas an, was ich machen muss. Sei es arbeiten, um Miete zu bezahlen, um damit Essen auf den Tisch kommt oder sonst irgendwas. Oder sei es irgendwelche anderen Geschichten. Meine komplette Freizeit verbringe ich natürlich hier. Bis auf ein paar Ausnahmen, wo ich mal mit Freunden weggehe oder sonstige Geschichten. Deswegen, klar, das ist hier meine Gesellschaft, natürlich. Und der Chat im Stream ist quasi mein Freund. Oder sind meine Freunde, sozusagen. Ne? Klar, ich habe mich auf jeden Fall in den letzten Jahren immer, immer für gewisse Phasen ein bisschen weggezogen von den RL-Freunden. Bei mir klingelt nicht ständig das Telefon, wie wenn ich jetzt mit denen unterwegs bin, dass die irgendwie ständig irgendwie über WhatsApp quatschen oder telefonieren oder sonst was. Da habe ich meine Gruppen, in denen ich da drin bin, aber da schreibe ich selber nie was drin, weil ich überhaupt gar keine Zeit habe, weil ich halt hier bin. Von daher, also wenn ich könnte, ich würde noch viel mehr Zeit hier reinbringen, ehrlich gesagt. Aber für mich ist das hier Gesellschaft. Für mich ist das hier nicht irgendwie ein Spezialbereich, sondern das ist Gesellschaft. Es ist halt ein Bereich der Gesellschaft. Und das ist mein Bereich, in dem ich mich bewege. Meine kleine Ecke des Internets. Und das Internet ist halt auch eine Ecke der Gesellschaft. Von daher. Wenn wir jetzt mal einen ganz großen Aspekt der Gesellschaft aufgreifen, und zwar den Sport. Wir haben ja vorhin ganz kurz mal den E-Sports angerissen. Nur mal kurz. Ich würde euch jetzt gerne nach eurer Meinung fragen. Ohne
nur eure Meinung. Ihr müsst euch dazu nicht auskennen, sondern einfach nur, wie ihr das empfindet für, ich sage jetzt mal einfach für Deutschland als Land, wie ihr das quasi aufgreift, was ihr davon haltet. Also wenn jetzt zum Beispiel in Berlin eine Mercedes-Arena gefüllt wird mit lauter kaputten Leuten, so wie wir jetzt, die sich dann League of Legends Weltmeisterschaften anschauen. Garak. Was willst du dazu wissen? Also wie findest du das? Also, ja, wie empfindest du das? Du als jetzt, sag ich mal, weiser Mann. Also, ja, sollen sie machen. Also, ich bin da neutral. Ich habe da nichts gegen, ich finde das in Ordnung. Ja. Wer das möchte, soll es tun. Wer da Bock drauf hat, soll da hingehen. Meins wäre es nicht. Und das liegt jetzt nicht an LOL, sondern es ist mir eigentlich egal, welches Game das ist. Ich bin nie so ein Freund von E-Sports gewesen. Weil ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es war irgendwie nie so mein Ding. Das liegt vielleicht aber auch darin, dass ich in allem, was ich spiele, mittelmäßig bin und insofern nie in die Gegend kam und vielleicht ein bisschen Neid damit drin ist. Ich wäre auch gern so cool, aber nee, eigentlich nicht. Also für mich wäre das keine große Sache. Ich würde das wohl zur Kenntnis nehmen, wenn überhaupt. Und wenn ich es dann wüsste, dann würde ich es zur Kenntnis nehmen und ja, sollen sie machen, ist okay. Also ich hätte jetzt keinen Problem damit. Ich finde es okay. Es ist ein Sport wie jeder andere auch. Ich kann eben, ich gucke keinen Fußball in keinster Weise. Guck dafür andere Sportarten. Verpasse wegen dem Plankenschnack das Nesca-Rennen in Martinsville. Also wie gesagt, ist ein Sport, der mich nicht interessiert und aber er darf gerne stattfinden, wie jeder Sport, wie der andere Sport, der mich nicht interessiert. Also Fußball, da sage ich auch nichts gegen. Das ist halt nicht mein Ding. Ne? Deswegen, das ist für mich sehr neutral. Aber du akzeptierst das als Sport? Ja, klar. Okay. Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Das ist, in meinen Augen ist das Sport. Mhm. Ja. Das ist nämlich schon ziemlich krass, was die da veranstalten dann. Slabby? Ich mache jetzt den Standardvergleich. Schach ist auch ein Sport. Also warum ist E-Sports nicht auch ein Sport? Ne? Von daher, das ist für mich, ich habe kein Interesse an MOBAs, ich habe kein Interesse an Counter-Strike. Da wird schon geschossen. Hey Joel, also vorsichtig, da kommt wieder die Counter-Strike-Vergangenheit. Ja? Also, seien Sie mal ein bisschen vorsichtig. Killer-Spiele. Genau, aber ich gucke mir natürlich gerne die riesengroßen Finals an, irgendwie von Dota oder sowas, weil einfach diese, vor allem englischsprachigen Kommentatoren, die sind einfach genial, ne? Weil ich habe keine Ahnung, was sie da sprechen, aber allein wie die ihre Tonlage ändern können und plötzlich anfangen schnell zu sprechen, dann weiß ich schon, irgendwas passiert auf dem Bildschirm, das ist ganz toll und dann kriege ich Gänsehaut. Keine Ahnung, was da genau passiert, warum jetzt gerade die Männchen Helden von Dota auf die anderen Helden dazugehen und was, ne? Ich habe 2 Stunden, glaube ich, Dota gespielt oder so und fand's halt kacke. Aber klar, es ist halt, ich finde es super geil, dass das halt richtig groß wird so langsam und dass auch in Deutschland jetzt so langsam riesengroße Hallen gefüllt werden und dass große Zeitungen halt Tages- oder Wochenzeitungen darüber berichten und zwar sehr, sehr neutral oder positiv und halt nicht als Nerd-Thema irgendwie behandelt wird, das Ganze. Sondern ne, ich kann zum Beispiel gleich einen Link in Chat schreiben von einem Zeitartikel eben über das Finale in Berlin, jetzt gerade von der Worlds. Das ist extrem gut geschrieben, wo, keine Ahnung, selbst neutrale Leute, die nichts damit zu tun haben, halt wirklich das gerne lesen, weil es einfach sehr informativ ist, über einen Bereich der Gesellschaft eben. Das ist es halt. Und der wird mittlerweile sehr groß. Ich sehe das aber auch sehr kritisch, weil jeder Sport, je mehr Geld im Spiel ist, umso mehr ist das halt Mafia. Ne? Ich persönlich bin derjenige, glaube ich, bin ich der Einzige hier, der Fußball interessiert ist? Wahrscheinlich, ne? Ja, aktuell schon. Ich habe zwar alles hier hängen, aber schon. Deswegen, ne, ich gucke jedes Wochenende oder momentan, weil Borussia ja in drei Wettbewerben spielt, gucke ich halt 2-mal die Woche halt jedes Borussia-Spiel. Weil es mich einfach interessiert, weil ich in Dortmund aufgewachsen bin und weil du hier einfach fast nicht dran vorbeikommst. Und trotzdem sehe ich Fußball sehr kritisch. Das sieht man ja auch gerade jetzt in den Medien, dass halt da
steckt selbst bei den Leuten, die du am meisten vertraust, ist halt die Mafia mit im Spiel. Das ist halt eine riesengroße Mafia. Und das wird, wenn wir um die Summen reden, wenn die irgendwann den E-Sport erreichen, wird da auch eine Mafia dahinter stecken. Und dann wird auch alles nur gekauft. Und dann die Moral bleibt da irgendwann sowieso auf der Strecke. Die Moral bleibt dann einzig und allein beim Spieler. Wahrscheinlich. Und alles andere ist dann nur noch gekauft. Also muss man das halt kritisch sehen. Tim? Trotzdem. In Ordnung. Solange es Menschen gibt, seines 10 oder seines Zehntausende, die sich irgendwie für eine gemeinsame Sache begeistern können, und dabei ist mir völlig egal, ob Fußball, Schach oder Videospiele, wenn die Bock haben, eine Party zu machen und einfach abzufeiern, was auch immer da vorne gerade passiert, ob jetzt die Dame auf F7 ist oder die Midlane, die gerade einen Pentakill macht, finde ich das geil, wenn sich die Menschen da zusammenfinden und Spaß haben. Also ob mich es interessiert oder nicht, ich meine, mich interessiert kein Fußball, mich interessiert auch kein League of Legends, aber ich finde es cool, dass Videospiele mittlerweile auf diesem Level in dem Punkt angekommen sind. Vor allen Dingen bei StarCraft fällt mir gerade ein, nicht? Da gibt es doch eine richtige Wettbewerbsszene. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil ich dieses Spiel bis heute nicht begriffen habe. Und aber es scheint da Leute zu geben, die das können. Es gibt, und das gucke ich gern. Es gibt viele Wettbewerbsszenen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin perplex, Leute. Also, was denn? Weil ich genau jetzt feststelle, warum ganz viele Leute mit Gaming nichts zu tun haben. Oder sich da nicht an diese Thematik ranwagen. Ohne Witz, Leute. Also ich sage euch das jetzt mal so, wie ich das empfinde, wenn ich gestern Abend den Stream ausgemacht habe und Worlds angemacht habe, ja. Für mich ist das einfach nur so, oh yeah, Nerdgasmus, Explosion, 10 Leute hauen sich den Kopf ein, yeah, 50.000 Leute gucken dazu, Licht der Kommentatoren, die da rumschreien, endliches Gaming akzeptiert, so 60.000 Leute jubeln und schreien Fußballgesänge durch ein Stadion durch und bei euch so, ja, interessiert mich nicht, das ist so, ach ja. Nö. Und das ist, glaube ich, von außerhalb, wenn wir das auf die Gesellschaft beziehen, ich glaube, andere Leute denken sich auch so, boah, was ist das? Der spielt da The Witcher auf dem 50-Zoll-Fernseher. Wow, da könnte man aber Dirty Dancing drauf gucken, den HD-Remake. Das wäre viel geiler. Dein und jetzt gerade stelle ich das. Mikrofon ist hinter dir. Bitte? Dein Teamspeak-Mikrofon ist hinter dir. Ja, ich weiß. Ich hatte das bloß gerade versucht, so irgendwie darzustellen. Aber da sieht man, glaube ich, jetzt gerade, genau hier sehe ich den Unterschied, warum andere Leute oder warum das eventuell mit der Gesellschaft auch so ist. Also, ja, aber ich gucke zum Beispiel keinen Fußball. Das ist doch auch so ein Massensport, aber mich interessiert Fußball überhaupt nicht. Also, auch nicht so WM das, oder EM, wenn das ganze Stück, das Land ausrastet und wir nicht für Deutschland sind? Sowas von blöd. Sowas von blöd. Achso, ich bin das immer der Einzige. Also echt, nee, also überhaupt nicht. Kein Stück. Also dafür gehe ich dann allerdings für jedes American Football Spiel auf die Straße. Ja? Also wenn irgendwas ist hier bei uns in Kiel, wir haben eine sehr bekannte Mannschaft, die Baltic Hurricanes, da stehe ich natürlich auf dem Rasen. Ja, also ist ja klar. Also das ist was anderes. Da gehe ich hin. Also so hat auch, glaube ich, jeder sein Game oder sein Game letztendlich. Ne? Ja. Und daran könnte man schon wieder festmachen, dass Gaming doch so ein bisschen schon wieder in der Gesellschaft angekommen ist. Es gibt nämlich nicht mehr den Gaming-Fan oder den Gamer, es gibt mittlerweile den MOBA-Fan, es gibt den Shooter-Fan und gibt halt mich. Ja, den Casual-Fan, den Hardcore-Fan. Ja, den Retro-Fan, keine Ahnung. Also wir müssen das doch schon echt unterscheiden. Das ist wirklich sehr verrückt, oder? Also merkt ihr das jetzt am Ende auch, dass sich das echt aufkapselt in 100 verschiedene Richtungen? Ich hatte hier übrigens eine sehr schöne Frage, die ich gerne noch mit am Ende einwerfen möchte. Denn kommt in Deutschland beim Thema Gaming, gesellschaftlich nochmal da an, wo Korea schon ist, Fragezeichen. Garak, extra für dich genau die Frage abgelesen. Ja, ganz genau, nix dran gemodelt, bam, direkt rein jetzt. Und Plankenschnack richtig geschrieben. Und Plankenschnack richtig geschrieben. Kannst du die bitte nochmal wiederholen? Aber selbstverständlich, kommt Deutschland, at hc-dizzy, Leerzeichen, Raute, Plankenschnack, Leerzeichen. Kommt Deutschland beim Thema Gaming, gesellschaftlich nochmal da an, wo Korea schon ist, Fragezeichen. Das hast du exakt vorgelesen. Zitat Ende. Ja, danke Tim für diese Frage. Nee, passiert nicht. Wird nicht passieren, da bin ich ziemlich sicher.
Denn die Deutschen sind von der Mentalität her sowas von anders. Nein, das wird nicht passieren. Also ich glaube schon, dass Gaming irgendwann völlig die Normalität ist und da redet kein Mensch mehr drüber. Ja, weil dann ist das normal, das wird passieren. Aber diesen Hype, wie die in Korea, also dass das Nationalhelden werden, ja, also das glaube ich nicht, dass das passiert in der Masse. Vielleicht mal der ein oder andere. Ja, also ich meine, wir hatten doch auch diesen einen komischen da, diesen einen, der ist doch bei der Kanzlerin gewesen und hat dann völlig gefehlt, weil er so viel Schiss hatte. Oh, da steht die große Kanzlerin vor ihm. Schade, ich werde da mal hingehen sollen. Aber egal, jedenfalls. Nee, also einzelne Personen vielleicht mal, aber in der Masse nicht, nee. Ist nicht Gronkh jetzt schon Popstar? Ja, deswegen sage ich ja, einzelne Personen ja, aber in der Bevölkerung, frag mal auf der Straße, auf dem Markt, wer ist Gronkh? Da Ja, gut, jetzt. kann man das essen. Also es wird Jetzt. irgendwann passieren, ja, definitiv. Okay. Irgendwann wird es passieren, dann werden sie wahrgenommen. Und dann werden sie auch in der Tagesschau wird dann über sie berichtet, weil dann hast du gewonnen, wenn das in der Tagesschau Thema ist. Und boah, vielleicht wird das ja sogar Gronkh, der Erste, irgendwann. Der ist ja noch jung genug, kann ja noch was kommen. Garak, übrigens, du hast gerade LeFloid in deinem Bart gebrubbelt. Genau der war das, damit du nicht schlecht Ja, dastehst. LeFloid, habe ich ganz ja. genau gehört. Das Ja, kam habe ich nur gesagt, verrauscht. Ja, LeFloid, ja. LeFloid war Ja, das. so und LeFloid, wie gesagt, aber das ist ja auch verständlich. Ich meine, da stehst du plötzlich vor einer realen Person und nicht vor einem Computermonitor mit irgendwelchen Zeichentrickfiguren. Dann kannst du keine Fragen mehr stellen. Das ist eine völlig andere Welt, ja. Also deswegen ist es auch klar, dass er da ein bisschen gefehlt hat. Verständlich. Aber es ist gut, dass der ein oder andere zumindest da hinkommt, ja. Ich meine, Kanzlerin unterhält sich mit dem Gamer, ja. Ich meine, das ist da auch schon mal ein Schritt. Also es ist doch schon der Weg in die richtige Richtung. Aber koreanische Verhältnisse werden wir nicht bekommen, glaube ich nicht. Werde ich nicht erleben. Die beiden Herren mit dem Bart, die sehr ähnlich aussehen, der eine Christian Bale ohne Brille und der mit Brille. Herr Tim, mit Brille. Herr Bale mit Brille. Tim? Ich glaube nicht, dass ich die Frage beantworten kann, weil ich es ehrlich gesagt nicht weiß. Also natürlich weiß ich es nicht, weil es in der Zukunft ist, aber ich kann jetzt nicht sagen, klar werden wir auch mal irgendwie so sein, das ist ja wahrscheinlich sehr blauäugig. Ich kann aber auch nicht sagen, nee, werden wir gar nicht. Weil vielleicht kann das irgendwann mal so sein, dass nicht nur die Spieler vom FC Bayern hier total angehimmelt werden und sondern die Leute wirklich ihr Gronkh-Poster in der Bravo haben. Ich meine, es ist vielleicht sogar schon. Ich lese die Bravo seit 2 Jahren nicht mehr, Gibt's deswegen die weiß ich das noch? nicht. Da müssen Aber wir den Tizi fragen. Wer hat das? wow, Freunde der Dizzy Sonne. ist unser Spezialist, der hat die Ja, der ist Bravo, up to da date. kann ich Der hat euch, ein Abo. es gibt sogar ein verdammt nochmal Bravo YouTube. Okay? Ja. Da kriegst du einfach mal Poster von deinen YouTube-Stars. Bam. Warum nicht Ja. You Now? Ist doch geil. Ja. Ja, Ja? ja. Also ich weiß nicht, jetzt, wenn ich, darf ich ganz kurz das YouTube-Fass anschneiden? Ganz Solange, kurz. ja, bitte. Okay, weil ich das nämlich auch oft gefragt werde und weil wir vorhin auch schon mal über YouTube sprachen, ich finde es absolut cool, dass diese ganzen YouTuber von heute, ob ich jetzt persönlich mit denen was anfangen kann, ich finde das absolut geil, dass die wieder wie in den 90ern, wo ich mein Backstreet Boys Poster im Zimmer hatte, dass die Popstars irgendwie so von heute geworden sind. Das finde ich absolut nicht negativ. Ich finde das ziemlich cool. Und das halt auch auf diese ganzen Let's Player, nicht nur unbedingt auf irgendwelche Beauty-Salons. Ich finde das verdammt cool. Grenzwertig. Ja, Grenzwertig. Weil weiß nicht. sie haben schlechten Einfluss auf unsere Jugend. Ist so. Ja, es haben Popstars, die betrunken Ja, Alkohol, ich getrunken weiß. am Ich Steuer sind, weiß, auch. natürlich jeder. Aber leider nutzen die Leute ihre nicht sinnvoll. Also wenige Leute sinnvoll. Es Aber da kommt. muss ich aber sagen, da habe ich lieber einen Gronkh als einen, weiß ich nicht. Eben drum. Gronkh ist zum Glück noch jemand, der sehr kritisch ist. Mal, ob man ihn Eben. mag oder nicht, der junge Mann ist kritisch und der nutzt seine Position nicht unbedingt für Dünnpfiff aus, aber also alle Leute, die da in der Zeitung sind, machen nur Müll. Und die Ja. sollten nicht in dieser Zeitung sein, ganz ehrlich. Also Ja, ich habe aber die Zeitung jetzt genau. schon dreimal in der Hand gehabt, ja, und ich sage das nicht ohne Grund. Also ein Aber. Gronkh war da noch nicht drin oder jemand, der mal Tacheles redet und ein cooler Typ ist und sagt, okay, passt mal auf, Leute, so läuft der Hase. Habe ich Das noch nicht liegt aber auch gesehen. daran, dass eben dieser Müll den jungen Leuten imponiert und dass es eben ge genau deswegen da sind, halt, weil sie halt Müll machen. Kinder sind halt einfacher von Müll zu überzeugen als von halt von Moral. Das ist halt so. Das war ich auch mit 12, wahrscheinlich.
Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht mehr. Jetzt bin ich erwachsen geworden, jetzt, ne? Aber ich weiß nicht, was Moral ist, halt. Gehe ich zumindest von aus. In den letzten 3 Stunden. Ja. Aber Tim, ich würde dir zustimmen. Man fühlt sich irgendwie gehört. Weißt du, wie ich meine? Gehört. Jemand macht was und wir können uns damit identifizieren. Ob wir das nur mögen oder nicht, aber man fühlt sich gehört. Es gibt eine Zeitung und über uns wird was gedruckt, über uns Spieler oder YouTuber, sagen wir mal, also Let's Player oder was auch immer. Also es hat ja irgendwo auch was mit Gaming zu tun, nicht in allen Fällen, aber man fühlt sich gehört, ja. Doch, würde ich dir so im Groben auch recht geben, ja. Schon? Aber Slabby, du musst noch auf die Frage antworten, ob das irgendwann Korea mal in Deutschland ankommt. Denkst du, dass wir irgendwann riesige Leinwände in Berlin haben, die so leuchten wie der Madison Square Garden am Boxkampf, wenn die beiden Klitschkos gegeneinander boxen? Du, was nie passieren kreischen wird? Ist ansteckend. Kreischen? Ja, kreischende Mädels gab es schon immer und wenn sie in einem Land angefangen haben, dann sind sie irgendwann in das nächste Land auch übergegangen und wenn es in Korea kreischende Mädels gibt, nein, dann gehe ich davon aus, dass irgendwann, ich weiß nicht wann genau, aber irgendwann werden die Mädels auch hier die Videospiele, ESL, Liga-Stars anhimmeln und kreischen. Da gehe ich schon von aus. Wenn ich mal meinen Senf dazugeben darf, ich gebe heute ganz viel Senf dazu. Ich bin echt, ihr könnt nicht einfach Nein sagen und dann nichts dazu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stimme gar nicht dazu, dass das wird hier niemals ankommen. Weil wir sind ein Arbeiterfolg. Wir sind einfach mal ein verdammtes Arbeiterfolg. Und bei uns gibt es einfach mal eine 40-Stunden-Woche und bam, so ist das. Da ist nichts mit Zocken und Riesenleimwände, weil uns das gar nicht interessiert. Wir steigen morgens in die Bahn, fahren ins Büro, arbeiten bei BMW, stellen Benzin her, fahren nach Hause, konsumieren unser Nerdkram oder auch nicht Nerdkram. Das wird hier niemals, wird das in irgendeiner Form so groß ankommen. Und selbst in Berlin, sage ich dir, mehr als die Hälfte der Leute wussten gar nicht, dass überhaupt so ein Ding dass das da stattgefunden hat. Genauso wie die Gamescom. Ich meine, Gamescom, alle sagen, wow, Gamescom, riesiges Ding in Deutschland. What? Wie viele Leute waren da? 10, 15? Mal so Pi mal Daumen? Lächerlich, ja. Lächerlich. Das wird aber niemals... wieso lächerlich? Das ist die allergrößte Konsumentenmesse in dem Bereich, direkt nach der EA. Ja, aber wen interessiert das? Wieso ist das lächerlich? Ja, hast du mal die PAX gesehen, so zum Beispiel? Niemand geht da hin. Und die Leute gehen auch nur dahin. Okay, das sage ich jetzt nicht. Es gehen viele Leute hin, ja, aber es ist lächerlich. Also der ganze Anteil von Deutschland, für dich ist das riesig. Du als jetzt der in der Bubble sitzt, ja, sitzt du außerhalb und vergleichst das mit einer Fachmesse für Industrie oder sonstige Sachen, ist das... Also ja, ganz, ich habe in den Medien, in den Nachrichten, jeder Fernsehsender hat dieses Jahr 2015 irgendwo über die Gamescom berichtet, irgendwie was gemacht, über die Trucker-Industriemesse habe ich nichts gesehen. Ja, aber... Aber da waren mehr Besucher. Da waren viel mehr Besucher als auch nur ansatzweise auf der Gamescom. Und das ist ja eben das, ob die da jetzt bei RTL nur was darüber erzählen oder nicht, das interessiert einen Gastmann. Das läuft da durch und fertig ist der Salat. Es kommen keine Leute dahin. Und die Zahl spricht doch über den gesellschaftlichen Wert, den diese Messe hat. Ob die da. Ich kann auch viel erzählen. Also ich war letztens bei Netto, besser Laden ever. Trotzdem gehen bei Kaufland 20.000 Leute mehr einkaufen, wenn du weißt, wie ich meine. Das interessiert einen Gastmann. Die Zahl stimmt einfach bei der Gamescom nicht. Das ist ganz klein. Wir freuen uns darüber und wir sagen, wow, riesengroß. Gehst du jetzt beispielsweise, vergleichst das mal mit einer PAX East und einer PAX West. Ja? Auf der PAX, da sind Millionen Leute. Millionen. Bei uns sind grob hier mal Daumen 10.000, 15.000 Leute. Maximal, wenn überhaupt. Und dann denken wir schon, oh, Weltunter, wow, wir sind ganz große Leute. Nee, sind wir gar nicht. So. Aber wir bedienen ja auch nur den deutschsprachigen Raum. Ja, und, aber PAX ist auch nur im Großteil Amerika. Da kommen auch der nicht ganze so viele. Englischsprachige Bereich. Ja, aber da kommen auch nicht so viele Leute angeflogen, weil es einfach schweineteuer ist. Der Großteil ist auch Amerikaner. Also dieses Jahr waren es 345.000 und nicht 10.000. Ja, das war jetzt einfach nur mal wieder sehr krass dargestellt. 375.000 von 81 Millionen ist ein Hundefurz. Das ist ja, nichts. Dann ist die E3 in USA auch ein Hundefurz. Aber es ist besser als die Fotokina, da sind weniger hingegangen. Aber es ist halt ja, einfach... Ja, der Fotokina läuft jeder rum irgendwie gefühlt, aber es waren keine 200.000. So gesehen. Also, sie ist schon da, ja, aber es ist jetzt keine
Riesenmesse. Ja, ist nicht. Aber sie ist auch nicht klein. Die CeBIT ist nicht viel größer mehr, ne? Also ich meine, da sind die Besucherzahlen ja auch zusammengebrochen. Ja. Und eigentlich hat die Gamescom schon CeBIT-Größe, ja? Also von den Besucherzahlen her. Also ganz so schlimm ist es nicht. Ne? Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. Also ich meine dich auch, Tim. Oder bist du jetzt, bist du jetzt so erschüttert, dass einer sagt, wow, du bist ja echt fies. Ich dachte, also meine Welt zerbricht jetzt. Ich muss aber auch da sagen, ich habe jetzt nicht so ein Herzflut mit der Gamescom. Ich war da nie. Ich war dieses Jahr das allererste Mal da, einfach mal, weil ich es mir mal angucken wollte. Und deswegen kann ich das nicht bestätigen mit, da geht keiner hin. Oder die hat nicht so einen großen Stellenwert, weil die komplette Stadt Köln ist in dem Moment einfach Ausnahmezustand. Und das ist alles. Das ist die Innenstadt, wo alles voll ist mit irgendwelchen Videospielsachen extra für die Gamescom. Die bereiten sich da Monate drauf vor. Also das habe ich in keiner Stadt, bei keiner Messe bisher so gesehen. Und ich war jahrelang auf der CeBIT, ich war jahrelang auf irgendwelchen anderen Messen, habe da beruflich irgendwas gemacht. Dresden-Gartenmesse. Ja, aber was da aufgefahren wurde in dieser Stadt, das hat mich wirklich beeindruckt. Und das waren teilweise, weißt, irgendwelche kleinen Eckkneipen oder sonst irgendwie sowas. Aber jeder hat halt was drüber gemacht. Wir vergleichen auch, glaube ich, Äpfel mit Bieren gerade. Die E3 in Los Angeles ist eher eine Messe für die Presse. Das ist eine Fachmesse. Also für Leute. Ja, genau. Eine Fachmesse für Leute, die da hinkommen, um tatsächlich, oder die Firmen, die tatsächlich das präsentieren möchten, was sie jetzt gerade neu entwickelt haben und was vielleicht in 2-3 Jahren rauskommt, und um halt einen Hype natürlich auch aufzubauen in der Gesellschaft. Die Gamescom, zumindest ich war da dieses Jahr auch zum ersten Mal, und ich habe viel, viel mehr das Gefühl gehabt, dass das viel eher einem Festival gleicht als einer Messe, die halt für Fachbesucher gemacht ist. Da gab es diese 2 Fachtage oder so, oder einen, ich weiß nicht genau. Und danach war das einfach für YouTube-Stars, um sich zu präsentieren, die dann halt Marketing gemacht haben. Viel weniger halt für Presse, die halt tatsächlich was über neue Spiele lernen konnte. Denn das war schon alles längst auf der E3 passiert. Da gab es nicht viel, viel Neues mehr zum Vorstellen. Deswegen, für mich war das mehr so ein Community-Treffen, viel zu großes für 300.000 Leute, und die E3 ist dann noch was ganz anderes. Die PAX, okay, die ist, glaube ich, auch ein, ich glaube, die würde ich auch eher in die Richtung Festival mit reinnehmen. Eben. Von daher, ja, aber dann, da, du darfst, glaube ich, echt nicht den englischsprachigen Bereich mit dem deutschsprachigen Bereich vergleichen. Das wohl war. Halt, ich meine, wir sind ja wirklich nur ein Land, oder sagen wir mal 3, Schweiz, Österreich und Deutschland. Wenn wir es so nehmen, muss ich revidieren und sagen, ja, Tim, du hast recht, sie ist groß. 345.000 sind, you are right, wir können Englisch nicht, ist okay, Verzeihung, mein Fehler. Aber E3 ist übrigens wirklich eine Fachmesse, da kommst du nur mit Invite rein, um das nochmal zu korrigieren. Abschließende Frage zu dem Thema, und dann würde ich gerne noch die restlichen Twitter-Fragen mit reinnehmen und unser Ende quasi langsam gestalten. Fühlt ihr euch, das ist eine sehr komische Frage, und Garak wird sie gleich wieder in der Luft zerreißen, ich kann es schon förmlich fühlen. Dark Age of Camelot. Dark Age of Camelot ist die Antwort, nein. Fühlt ihr euch, wenn ihr mit Leuten sprecht, in der Gesellschaft anerkannt, wenn ihr euer Hobby frönt, also richtig darüber sprecht, als wenn es Fußball wäre beispielsweise? Wisst ihr, wie ich meine? Könnt ihr das bitte kurz abnicken? Okay, Garak hat genickt, du kannst loslegen. Nein, weil ich da nicht drüber rede. Also, okay. Ich mache das gar nicht. Es ist gar kein Thema für mich. Also, in meinem Job nicht. In meinem Umfeld weiß jeder, dass ich game, aber im Job habe ich gar keine Zeit für sowas. Da habe ich Models zu fotografieren, und das ist aufwendig, und insofern, außerdem haben die eh keinen Plan von Gaming. Mit denen kann ich mich über Gurken-Smoothies unterhalten, aber über nichts anderes. Ja, aber das kannst du wieder mit uns zum Beispiel nicht machen, außer mit Tim, ja, zum Beispiel. Hey, Team Smoothie. Team Smoothie, ja. Smoothies sind gesund, sind super geil. Also du, sag ich mal, hältst das noch, ich sag mal, du bist noch der Undercover-Agent sozusagen. Du hältst dich da bedeckt. Ja, ich sehe keine Notwendigkeit. Also ich, also in dem, wenn ich arbeite, habe ich keinen, der das überhaupt
mit dem ich darüber reden könnte, weil das auf, ja, die haben überhaupt nichts mit Gaming zu tun, ja, das sind nette Mädels, jung, hübsch und die hopsen da rum, so, und die machen ihren Job und ich mach meinen Job, oder insofern. Die wissen bestimmt viel über Smoothies. Ja, über Smoothies wissen jede Menge, aber nicht über Gaming. Und in meiner normalen, meinem normalen Umfeld, so um mich herum, das sind alles Gamer, ja, also, bin alle in irgendeiner Form. Also insofern, nö, ist für mich eigentlich kein Thema. Also ich habe da keine Einschränkung. Darf ich noch eine Zusatzfrage an dich stellen, Garak? Wenn dich jemand jetzt direkt darauf anspricht, was ist dein Hobby? Sagst du dann eher Fotografie und junge Küken und meine Frau und Hühners? Oder eher sagst du dann wirklich, ja, ich jogge? Früher habe ich immer Amateurfunk gesagt. Das habe ich in letzter Zeit nicht mehr so viel, weil ich komme da einfach nicht zu. Aber ich hab's ja noch, also insofern, das sieht man dann schon an den riesengroßen Antennen auf dem Haus. Also, und Gaming, ja, also da sage ich schon aktiv Gaming, ja, ich zocke Online-Games und Flugsimulation natürlich hauptsächlich. Und bei Flugsimulation, das ist nicht so in der Gesellschaft so wie Gaming, ja, das ist ja wieder was anderes, das ist ja kein Game, das ist eine Simulation. Da sind die, ach ja, und da kann man fliegen und so, ja genau, mit Lotsen und so, die sagen einem dann, was man macht, ach, da sind auch echte Lotsen, ja, da sind auch echte Lotsen online und so. Und da ist dann das Interesse halt recht groß. Ich bin ja auch nicht so der typische Gamer, der eben, ich game zwar viel, aber wie gesagt, also es macht bei mir aber keinen großen Unterschied. Also ich sage dann ist es schon ein Thema, ja, und dann sage ich das so, habe ich kein Problem mit. Ich habe sowieso mit nichts ein Problem, was ich selber mache, weil ich mein Leben so lebe. Ich mache das, was ich will, mich interessiert nicht, was andere wollen, weil ich lebe ja nur einmal, ich habe ja nur dieses eine. Also warum soll ich etwas verstecken, was ich tue? Das macht ja keinen Sinn. Das raubt mich, das ist Blödsinn. Und ich stehe immer zu dem, was ich mache, egal was ich gerade mache. Das kann das sein, das ist völlig egal. Weil ich habe nur dieses eine Leben, das ist viel zu kurz in meinen Augen, weil ich komme ja immer näher. Und irgendwann denkt man dann darüber ganz anders als mit 20. Tim. Ich glaube, ich wurde lange nicht mehr gefragt, was mein Hobby ist, weil ich kann mich da dann so einen Moment nicht irgendwie dran erinnern. Also meistens, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann fragen die, was ich beruflich mache. Und du hörst dann eigentlich schon wieder auf. Ich bin jetzt aber auch nicht jemand, der sich Leuten vorstellt und irgendwie sagt, hallo, ich spiele hobbymäßig. Ja, hallo, ich bin Herr Juhl, ich spiele Videospiele auf Twitch, weißt du? Das mache ich halt auch nicht. Wenn sich das Gespräch halt irgendwie auf so ein Thema entwickelt, dann erkläre ich das halt irgendwie kurz. Die meisten wissen ungefähr, was das ist, aber also, mein Gott, also der Fußballer, der Mittwochabend immer sein Mannschaftstraining hat, aber tagsüber ganz normal irgendwo am Band schuftet, der geht ja auch nicht durch die Gegend und sagt, hallo, ich spiele mittwochsabend Fußball 3 Stunden. Das kannst du auf dem www.bolzplatz auf der Webcam kannst du es angucken. So, das macht er ja auch nicht. Deswegen, ich habe da jetzt nicht so dieses, dass irgendwie das mal zur Sprache kommt. Ich glaube, wir als Konsumenten oder einfach nur Leute, die irgendwelche Computerspiele spielen, weil Gamer muss man ja abwarten. Die Frage ist ja auch, ab wann ist man Gamer, wann ist man kein Gamer? Ist jetzt der Pleasant Valley, sage ich schon hier, Farming Simulator, wie heißt denn dieses Spiel, Mann? Candy Crush, Farmville, sind das auch Gamer? Ich mag dieses Wort nicht. Und da sind wir wieder bei dieser deutschen Sache, wir müssen immer Korinthen kacken. Wisst ihr? Weil die Frage steht zum Beispiel auch bei Twitter drinne. Um das kurz nochmal aufzugreifen, dieses ganze Korinthenkacken, ab wann ist man Gamer, warum darf man Gamer nicht sagen, du bist kein Relay-Gamer, du spielst bloß Candy Crush und blabidi-blub, ist das nicht vor, jetzt können wir uns nicht einfach Gamer nennen, bam, aus Ende Gelände so und warum, das Ding ist halt, wenn ich das jetzt, sorry Slappy, wenn ich das kurz vor dir antworte, wenn mich jemand fragt, sage ich klipp und klar, ich spiele Computerspiele und verdiene damit mein Geld. Bam, aus Ende. Und das letzte Mal wurde ich auf dem Finanzamt gefragt. Was machen Sie nochmal? Was war das? Fernsehvideos? Ja, mache ich. Und was der Rest hier? Ja, dann müssen Sie das und das und das machen. Aber verstehe ich nicht. Können Sie denn? Ja, kann ich. Okay, hier haben Sie die Scheine. Und dann war ich fertig. Ansonsten ist das doch gar keine Thematik mehr. Also, finde ich. Wir sind doch, ist doch Wumpe. Jeder, das ist ein Hobby wie alle anderen auch. Und da muss man kein Drama draus machen. Genau. Ich glaube, wir schreien einfach immer viel zu sehr nach draußen, nach Anerkennung. Bitte, wir wollen das
Oh, was ist denn hier los? 4-Stunden-Limit für Gruppenvideo. Wow. What? What? Ja, wir haben ja eine Stunde früher schon getestet. Musst du nochmal machen irgendwie. Was, jetzt muss ich euch alle nochmal anrufen? Nee, Slabby kommt wieder zurück, oder? Ja? Nee. Nee. Wow. Technische Störung, Leute. Kleinen Moment. Technische Störung. Wir sind ganz kurz auflegen. Nee, da ist Slabby wieder. Slabby konnte meine Kamera einfach wieder anschalten. Ja, genau. Ihr müsst einfach die Kameras wieder anschalten. Ach, da geht nur die Kamera weg, alles klar. Ja, bin nur gerade ein bisschen dunkel. Hallo. Ich auch. Sie benötigen, was? Sie benötigen Skype Premium, um Gruppenanrufe wieder zu erstellen. You gotta be kidding me, really? Naja, läuft doch. Wow, aber ganz schön dunkel, Leute. Ihr müsst jetzt mal kurz eure Brillen aufsetzen. Das ist ja echt interessant, muss ich sagen. Das ist ein Zeichen, Leute. Ja, wir sind auch schon zu lange unterwegs hier. Ja, auf jeden Fall. Wir sind drüber. Aber das wusste ich gar nicht, dass sowas passiert. Können wir... Ich habe auch noch nie so stark überzogen, wahrscheinlich. Nee, wollen wir... ich glaube, wir kommen zum Ende, oder? Also, wollen wir nochmal das Letzte anreißen, was so geplant war? Und zwar unsere Lieblingsstreamer der Woche. Nee, Slabby muss sein Enddings noch rausgeben. Slabby, ach so. Das muss auch noch raus. Slabby. Was war die Frage? ob du dich in der Gesellschaft als Gamer akzeptiert wirst heutzutage. Jein, also ich bin da relativ stolz drauf und ich gehe da auch relativ stolz mit um, ehrlich gesagt. Wenn mich über meinen Alltag fragt, dann sage ich klar, klipp und klar hinaus, mein Mittelpunkt des Lebens ist das Stream, das möchte ich machen und wenn es klappt, oh, jetzt ist wieder hell. Es werde Licht. Guck mal, nur ich muss sprechen, dann wird es wieder hell. Gott gleich. Ne, und dann finde ich das auch in Ordnung und klar kommen dann so Sachen, ja, und womit verdienst du dein Geld und hab einen Nebenjob, alles läuft, ne, ich habe kein Problem damit, so, das ist mein Hobby und da stecke ich momentan keine Ahnung wie viel Zeit rein, alles gut, von daher, und daraus, ehrlich gesagt, daraus entwickeln sich eher interessante Gespräche und mehr oder weniger die interessantesten Beziehungen meiner letzten 2 Jahre habe ich im Prinzip genau durch das Besprechen dieses Themas halt aufgebaut, mehr oder weniger. Also die Konversationen, die dadurch entsprungen sind, die waren, keine Ahnung, super interessant. Genau. Sowieso immer das Beste, wenn ich das so sagen darf, sich nie zu verstecken mit dem, was man macht, sondern immer gerade hinaus, wenn ich da mal so einen kleinen Live-Pro-Tipp geben kann. So, wenn das Zocken das mit der Mittelpunkt eures Lebens ist, dann lebt den auch. Wenn irgendwas anderes Mittelpunkt des Lebens ist, dann lebt den. Versteckt euch nicht. Ich bin ja selten seiner Meinung, aber er hat so recht. Und Google ist besser als Apple. Nix. Okay, Leute, wir machen nochmal, weil die Leute haben extra uns Fragen geschickt und ich würde die gerne noch beantworten. Lasst uns das mal kurz und knackig noch hinterher machen, damit wir auch wirklich, ich meine, ihr wisst, wie das ist, ja, sie warten jetzt schon eine ganze Weile. Ich hau die prägnant kurz raus. Wir fangen immer bei Garak an, gehen rüber bis zu Tim, also dazwischen ist Slappy, Garak, Slappy, Tim, Slappy, Garak und immer wieder so zurück. Vielleicht schmeiße ich irgendwann mal irgendwas dazwischen. Welches Spiel aus euren früheren Spieltagen hättet ihr gerne nochmal gespielt? Okay, Garak ist sowieso Dark Age of Camelot. Slappy, nächster. Slappy? Ich warte auf das Wii U Remake von Majora's Mask. Das möchte ich als HD-Remake haben. Habe ich gar nicht so wirklich, weil all die ganzen tollen Spiele, die ich gerne mal spielen möchte, die habe ich auf dem Super Nintendo und die spiele ich halt einfach nochmal. Ich möchte Indiana Jones Turm von Babel HD Remake. Welchen Arcade-Automaten hättet ihr gerne bei euch stehen? Tim. Hypo Olympic. Der beste Arcade-Automat der Welt, an dem diese Finger schon mehrmals blutig angeschwollen waren. Mhm. Wow. Slabby? Ich habe an sich mit Arcade nicht so viel zu tun. Ich hätte da eher lieber einen Twitter. Ach, einen Twitter. so kaputt bin ich schon. Ein Flippertisch zu Hause stehen. Wow, okay. Ist ja unfassbar. Ich schließe mich Slappy an. Einen schönen alten Meister Borley oder Master Borley oder so aus den 70ern. Einen schönen, guten Flipper, das wär's. Okay, ich nehme einfach mal, darf ich auch noch so, also ich nehme Arcade-Automat ist das nicht, aber ich hätte gerne einen Billardtisch. So. Mhm. Weil ich habe keine, zu dem Zeitpunkt, ich bin nicht so der Arcade-Magier. Hast du einen?
Oh, dann habe ich einen Grund, endlich mal zu dir zu kommen. Ich komme. Dann haben wir hier noch eine Frage. Ich meine, was macht ein Gamer aus? Das haben wir ja im Grunde genommen schon ausführlich beantwortet, oder? Also in dem Sinne. Er ist Mensch und er spielt Videospiele. Ganz genau. Danke für die Definition. Damit haben wir diese Frage. Also gehen wir damit konform, frage ich jetzt nochmal. Oder ja, Mr. Dark Age of Camelot, möchten Sie da noch eventuell was anderes? Okay, kein Veto. Glaubt ihr, dass Computerspiele in Deutschland ernst genommen werden? Darüber haben wir ja auch schon diskutiert, darüber haben wir auch schon gesprochen. Game Boy Pocket wurde hier vorhin noch in den Raum geschmissen. Haben wir ein Game Boy Pocket gehabt? Also hatten wir ein Game Boy? Ja, ich hatte ihn ganz kurz. Ich habe ihn nämlich meiner Tochter gekauft. Also ich bin zu alt für so einen Scheiß. Also meine Tochter hat einen von mir bekommen. Aber das ist ja auch schon 20 Jahre her. Ich hatte einen Game Boy, den Original Game Boy allerdings mit Durchblickoptik. Also als die so ein bisschen farbiger wurden. Aber der Bildschirm war immer noch schwarz-weiß. Also es war immer noch der allererste Gameboy mit den alten Kassetten drin. Und oder wie hießen die denn? Grün-weiß, Slappy. Nicht schwarz-weiß, grün-weiß. Oder ja, grün-weiß, genau. Wenn ich bitten darf. Und da habe ich ein bisschen drauf gespielt, aber das war halt wie Handyspiele heutzutage. Das war halt so Mobile-Gaming, ne, der frühen Stunde. Das war auch eher so eine Sache für die Casual-Gamer, Gameboy. Für 10 Minuten, wenn die Batterien alle waren. Ja, genau. Tim, hattest du auch einen? Seit meiner Kindheit sammle ich alten Nintendo-Kram, seines Merchandise, Konsolen, Gameboys, Spiele, sonstige Dinge, deswegen alles von Nintendo, ja. Alright. Also ich hatte auch immer noch. Ich hatte auch einen. Aber der ist damals, als wir umgezogen sind, den hatten wir auf die Toilette gelegt, der ein oder andere weiß warum. Der ist durch die Feuchtigkeit leider kaputt gegangen, liegt noch in der Schublade. Ich habe also auch einen, ja. So, das hatten wir schon. Hallo E4, was sagt ihr im Allgemeinen über die USK auf Twitch? Kann man zum Beispiel als 10-jähriger Spieler ab 18 gucken? Da hat die USK nichts mit zu tun. Eben. Das ist Erziehung der Eltern. Dafür kann der Streamer leider nicht beeinflussen. Und Twitch auch nicht. Außer seinen Stream halt ab 18 zu schalten. Ja, aber trotzdem kann das ja man mit einem Klick wieder wegmachen kann. Das ist einfach, da kann Twitch nichts machen und wir können da auch nichts machen. Das ist wirklich Erziehung. Das Einzige, was man machen kann, ist sich nicht hinsetzen und das frönen. Ja, da kann das, kann das Fernsehen auch nichts dran machen. Nee. Naja, es gibt schon Mittel und Wege, das zu regeln. Es gibt ja Websysteme, die das unterbinden und dass also eine Altersverifikation da ist. Das halte ich auch für sinnvoll, aber ich glaube nicht, dass Twitch sowas machen wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn es sinnvoll wäre, weil es ist schon übel, wenn da ein 10-jähriger Counter-Strike den ganzen Tag guckt. Da halte ich nicht viel von, so als Eltern. Ja, das ist. Aber der Fehler liegt nicht bei dem 10-Jährigen, sondern oder bei Twitch, sondern bei den Eltern, die nicht aufpassen, was ihre Kinder tun. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Und ein ganz anderes Thema. Naja, aber schon unser heutiges Thema, finde ich. Also Eltern sind, da sind wir heute nicht so sehr drauf eingegangen. Hätte man vielleicht, hätten wir noch die Zeit auf tatsächlich Erziehung und Bildung und sowas. Aber wir sind nicht in dem Sinne für die Erziehung. Nein, das sage ich ja nicht. Aber eben all diese Probleme, die Videospiele in der Gesellschaft polarisieren sozusagen, die liegen meistens nicht bei den Videospielen, sondern halt eben bei Eltern und anderen Erziehungsberechtigten. Mir fällt auch gerade ein, wir haben überhaupt nicht über die Gamifizierung der Gesellschaft gesprochen. Tim. Ich habe vorhin einmal auf meinen Notizzettel geguckt und Ich wünsche mir gerade schon irgendwie eine Fortsetzung dieses Gespräches, weil ich könnte, glaube ich, noch 8 Stunden weitermachen und wir haben auch null von meinen Themen angesprochen. Was vollkommen okay ist, weil wir über 1000 andere tolle Sachen gesprochen haben. Aber das Thema birgt viel Inhalt. Vielleicht können wir ja einen Teil 2 mal. Wollte ich gerade sagen, vielleicht visieren wir einfach Teil 2 an, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nichts dagegen. Nö, absolut nicht. Vielleicht sollten wir das dann mit dem Thema aufgreifen. Wolltest du noch was dazu sagen, Tim? Was war die Frage nochmal? Ohne Witz, Leute, ja? Aber das ist der Wahnsinn. Du sitzt jedes Mal hier, du redest hier in Wolf weg und dann guckst du rüber und denkst dir so, jetzt bist du dran. Das war nein? Doch USK. Ja, das war die USK. Doch, ist doch durch. Haben wir alles geklärt. Okay, ich frage lieber nochmal nach, ob jemand. Wie steht ich, jetzt. Hab ich das? Ich hab das. Ist egal. Wir, also grundlegend wurde was dazu gesagt.
von uns. Ja, okay. Also und ab hier nicht. Nächste. Wie steht ihr zum Thema Waffen und Hakenkreuzen in Filmen bei der Gesellschaft? Erlaubt in Spielen, muss es zensiert werden? Ich glaube, er meint, ich bin Deutschland dran. Ich bin dran. Zensiert. Ich bin dran. Ja, ja, nee, du, weil Nils so Fragen guckt. Achso. Ich bin dran. Es ist nämlich ein super Thema, finde ich. Jein, ist die Antwort. Ja, man sollte zusehen als Eltern, das ist nämlich das Gleiche wieder, dass man aufpasst, was die Kinder gucken, wenn es denn Kinder sind. Ansonsten halte ich diesen ganzen Wahnsinn von Hakenkreuzen und sonstigen Shit für, also das Verbieten dieser, finde ich sinnvoll. Wir Deutschen sind da ja speziell aus der Geschichte heraus, aber Geschichte sollte man auch mal Geschichte sein lassen irgendwann. Ich bin zwar in einer Generation, die nur kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, also waren noch 15 Jahre hin, aber trotzdem, aus heutiger Sicht kurz. Aber ich finde, das wird maßlos übertrieben und ich bin froh, also ich werde es ja nicht mehr so richtig erleben, aber ich bin froh, wenn endlich die heutige Generation 60 oder 70 ist, weil dann ist das Thema endlich mal vom Tisch. Und vielleicht befreit sich dann das Land auch. Also ich habe nichts dagegen. Es sollte nicht zensiert werden in meinen Augen. Es wird ja auch im Ausland nirgendwo zensiert. Echt? Ich bin, du hast deine Kamera ist ausgegangen übrigens. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. 4-Stunden-Limit. Nee, dann wäre ja unsere auch aus. Ja, ich weiß nicht. Come back. Aus, ja. Da bin ich wieder. Also da bin ich überhaupt nicht, also nee. Obwohl ich in einer Generation bin, wo ich das sein müsste, aber nö, also ich bin nicht der Meinung, dass man das zensieren sollte. Ist, weiß ich nicht, nö. Nee. Und ich bin nun wirklich kein, also ich fröne keinem rechten Gedankengut oder so, ich bin eher auf der anderen Seite zu finden. Also insofern, nee. Aber ich finde diese ganze Zensur, Bevormundung, egal was es ist, also, ne? Also nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen, ist nicht zielführend und hat noch nie irgendetwas gebracht. Zensur hat noch nie etwas gebracht, nie etwas geändert und deswegen sollte man viel offener und viel, 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 viel sinnvoller mit dem Thema umgehen. Aufklärung ist besser als Zensur. So sehe ich das. Will da noch einer was zu sagen? Ich bin da vollkommen auf Garaks Seite. Ich sehe da einfach den noch etwas ausholenden Haken, dass diese Diskussion, die gibt es ja in Filmen und Serien mittlerweile nicht mehr. Die gab es vor einigen Jahren dort auch noch. Das liegt aber meines Wissens daran, dass das mittlerweile als eigenständige Kunstform angesehen wird, wie Gemälde, wie Filme, wie sonst irgendwie sowas. Und den Stand als Punkt, als Kunstform, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, das Videospiel als Kunst, den hat es halt einfach noch nicht erreicht, deswegen gibt es da gerade noch diesen Diskussionsbedarf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte darauf keine Antwort geben, weil ich komplett ausschweife wieder und ich würde, glaube ich, nicht unter einer halben Stunde eine Antwort darauf finden. Also ich sage einfach mal so, bei mir ist es teils, teils. Es ist auf einer Seite gut, dass es zensiert wird und auf der anderen Seite ist es nicht gut. Einfach, warum es nicht gut ist, dass es zensiert wird, weil Aufklärung wichtig ist und man sollte Leuten endlich mal klar machen, das war mal, ja, das ist mal da gewesen und muss das nicht verstecken, weil wir können es eh nicht verstecken. Und auf der anderen Seite finde ich es gut, dass es ausgemacht wird, damit endlich die Leute mal diesen Scheiß vergessen und dir nicht ständig auf den Sack gehen und dir bei Twitter. Das tun sie aber nicht. Ich meine, du wohnst ja in der Hochburg da und das tun sie ja nicht, deswegen darf man das nicht zensieren. Wenn das nämlich normal das, ist, das ist ja eben das, was ich, egal, das ist ja eben das, was ich sage, diese zweigespaltene Sache. Es wird Zeit, dass die Leute es vergessen, vielleicht geht es durch Ausblendung und es ist gut aufzuklären. Also man, es ist halt teils, teils, aber wie gesagt, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, das geht sonst 100 Jahre lang, das Ding. Irgendjemand hatte noch was geschrieben. Was haltet ihr von der neuen Plattform Beam? Gehört vielleicht nicht richtig dazu, würde aber gerne eure Meinung dazu wissen. Wie heißt die Plattform? Beam. B-A-M. Kenne ich gar nicht. Beam? Wo ist denn die Frage? Ich sehe die gar nicht. Oh, ich sehe die auch nicht. Die ist bei mir bei Twitter reingekommen. Also achso. Achso, Beam YouTube. Aha. Sagt mir gar nichts. Beam YouTube ist aber, sagt mir auch nicht. Beam E-Books? Keine Ahnung. Nein. Scheint also nicht wichtig zu sein. Rocket Beans kenne ich, aber Beans. Sagt mir auch gerade gar nichts. Schick mir das mal bitte per PM, dann gucke ich mir das gerne mal an. Ich kann was über YouNow sagen. Frage ist nur, ob wir das müssen.
Ich würde sehr gerne, das war jetzt ganz schön abrupt, zum Ende kommen. Also ihr habt ja gehört, wir planen dann Raute 2 und würden da dann, ohne Witz, Leute, wir sind schon 3,5 Stunden dabei. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir so lange... Ich könnte auch weiter quatschen, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Ich denke, wir werden das nochmal in die zweite Sendung packen und das Ganze mal... weiter ausführen dann. Ich würde gerne. YouTuber. Ich würde gerne zu Tim kommen. Tim. Und zwar, wir haben angefangen, uns den Streamer der Woche rauszusuchen oder den Streamer der letzten 2 Wochen. Tim, würdest du uns bitte deinen Streamer der Woche vorstellen? Ich stelle nun um und ich habe sein Profil offen. Erzähl doch mal was zum jungen Mann. Warum und wieso hast du ihn ausgewählt? Mensch, lieber Dizzy, es ist so schön, dass du mich das fragst. Ich habe mir jemanden ausgewählt. Völlig unvorbereitet. Ich guck mal an meine Follow-Liste. Ich musste ein klein bisschen hadern, das kann der Slappy auch bestätigen, weil wir hatten ja Anfang der Woche so ein kleines Vorgespräch, also richtig professionell. Und da meintest du, jetzt aber nicht nur den empfehlen, weil das dein Kumpel ist. Ja, und dann habe ich halt so in meine Liste geguckt, dachte mir, ja toll. Aber ich muss den Dan empfehlen. Ich muss, nicht weil er mich bezahlt. Oh, den Garak mag ich nicht. Yeah. Den twitch.tv/coffeejunkies. Der ist ja, glaube ich, hier auch bei den einen oder anderen, glaube ich, auch schon mal ein bisschen bekannt gewesen. Weil ich das, was er macht, sehr mag. Und das hat, also das ist ein sehr, sehr großes Lob, wenn ich das sage, weil er streamt auf Deutsch. Und ich habe das vorhin schon einmal kurz angesprochen. Ich bin sonst jemand, der Bücher, Serien, Filme, Streams, Let's Plays, Nachrichten, Artikel, sonst was irgendwie immer nur auf Englisch konsumiert, weil irgendwie gibt mir das mehr. Und er streamt halt auch auf Deutsch, genauso wie ihr auch. Ich meine, euch schaue ich ja auch gern. Und der spielt einfach die Spiele, auf die er Bock hat. Der macht halt einfach genau sein Ding. Der spielt jetzt nicht irgendwie LOL, League of Legends oder AAA-Titel, was sein muss, sondern der setzt sich halt auch einfach mal hin und sagt, jo, PlayStation 2-Spiele sind mein Ding, ich spiele die jetzt hier durch. Ist mir doch egal, wenn mir hier 4 Monate keiner zuguckt. Ich finde das verdammt geil und ich habe ihn auch persönlich schon ein paar Mal kennengelernt, weil wir schon 3-mal an einem Wochenende zusammen gestreamt haben. Also wirklich mehr als 20 Stunden, da habe ich ihn quasi auch persönlich kennengelernt. Und ich muss einfach sagen, ist ein Top-Typ, super ehrlich und total sympathisch. Alright. Der Herr Coffee Junkies, Garak. Hast du auch einen Link dazu im Chat? Habe ich alles, gib nachher gleich das Gesamt. Ich wollte das Gesamtpaket. Du bist wieder schneller als die Polizei erlaubt. Das ist heute keine Symbiose mit uns beiden hier. Nee, überhaupt nicht, das wusste ich gar nicht. Aber ich bin heute auch mit Slappy eher auf einer Welle. Ich merke das schon. Irgendwie, mich mag heute keiner. Alle stellen die Fragen um so, die Wörter sind kacke. Ich finde dich cool. Cool, dankeschön, aber du hast meine Frage umgestellt vorhin. Du mochtest das Wort Opfer nicht, okay? So, ich hab ja auch mal so einen Streamer, ne? Ich habe wieder einen deutschen Streamer, der Warnschaffel TV und sein Twitch-Ding bekommt ihr gleich. Und Nils findet den vielleicht auch noch. Ich habe den schon offen. Wahrscheinlich ich bin schon voll vorbereitet. Das ist ein Streamer, der, also ich gucke ja gerne Sachen, die ich normal selber gar nicht spiele. Und wobei ich eine Arma-Vergangenheit habe, das ist ein Arma-Gamer, also er spielt Arma als Live oder Varianten davon. Und ich finde, der macht das ganz cool. Ich habe sehr viel Arma gezockt im letzten Sommer und habe da auch sehr viel gecodet, also gescriptet für einen eigenen Arma-Server. Und deswegen habe ich immer noch so ein bisschen Affinität dazu. Er macht auch manchmal DayZ und dieses Ark-Zeugs, aber zum Glück nicht zu oft. Also meistens ist er in Altis unterwegs und spielt da Rollenspiel. Und gerade bei Altis ist es ja immer so eine Geschichte mit dem Rollenspiel. Ja, man kann da Glück haben auf Servern und Pech haben, dass man halt Leute haben, die Rollenspielen können und manche eben nicht. Er kann das recht gut. Ich finde das Ganze in Ordnung. Der ist ein ruhiger Streamer. Manchmal ist es nicht meine Sprache, aber da bin ich dann auch wahrscheinlich, das ist halt die Sprache der
bis 30-Jährigen, sage ich immer, das eine oder andere. Aber grundsätzlich ist es für mich ein sehr interessanter Streamer, wo ich halt ganz gerne mal reinschaue. Ja, aber hauptsächlich Arma, wie gesagt. Der ist ziemlich eingefahren auf diese Schiene. Was ich in Ordnung finde. Dafür kann das auch sehr gut. Klebby, hau raus. Ja, ich habe keinen kleinen Streamer, weil ich konnte einfach nicht rechtfertigen, irgendwen anders zu nehmen, weil ich in den letzten 2 Wochen einfach niemandem anderen zugeguckt habe. Bedingt durch diesen Isaac-Hype, den ich halt gerade selber mitmache, weil ich es halt auch selber spiele. Und deswegen fällt mir halt niemand anderes ein als der größte Isaac-Streamer auf Twitch. Und das ist halt der gute Kobalt-Streak. So leid mir das tut. Ich hätte auch gerne irgendeinen kleinen deutschen Streamer oder kleinen anderen Streamer so einen Geheimtipp rausgehauen oder sonst irgendwas. Aber ich habe dem einfach jedes Mal, wenn er online war und wenn ich selber nicht gestreamt habe, habe ich ihm einfach zugeguckt und jemand anderes fällt mir einfach nicht ein. Von daher, Kobalt-Streak ist einfach der beste Isaac-Spieler. Ich zock momentan Isaac, bin super gehypt und das ist meine Erklärung, warum. Das klingt auch so, als wenn du gehypt bist, wenn du von Isaac bist. Super gehypt. Super, also Slabby, so bin ich auch immer, so bin ich auch immer gehypt bei The Witcher. Also, oh Gott, The Witcher. Slabby, damit du nicht so allein bist. Ich muss dir ja mal sagen, ich bin voll auf deiner Seite. Ne? Danke. Ich habe hier gerade noch, während wir die Stream-Vorbereitung hatten, habe ich auf dem 3DS nochmal Rebirth gespielt, weil das da ja vor kurzem rauskam. Und Isaac ist ganz oben. Die Isaacer. Da alle kommen. Sind sie heute mit Slabby, was geht hier ab? Ja, ich weiß auch nicht. Also mit mir ging heute gar nichts, ja. Und wenn mit mir nichts geht, Leute, geht hier generell nichts. Also ihr solltet eventuell beim nächsten Mal ein bisschen an euch arbeiten, damit das hier mit uns so funktioniert. Ich habe mir auch einen rausgesucht, ausnahmsweise. Und zwar habe ich mich für Master Tay entschieden. Das ist eine Hamburger Kodderschnaute. Ja, ist so ein kleiner, ich sag mal, pummeliger Gamer. Also nicht im Sinne von, dass er dick ist, sondern einfach so der kleine Pummeluff, wie man sich ihn vorstellt. Pummeluff sind übrigens die kleinen Tiere aus League of Legends. Und er hat halt wirklich eine Hamburger Kodderschnauze und spielt die ganze Zeit Arma 3, eine Modifikation davon, die sich Arma 3 Live nennt. Und er ist ein Polizei, also Officer. Spielt er meistens dort und ist irgendwie verdammt lustig, was er da für ein Blödsinn macht. Er kann absolut kein Auto fahren, deswegen ist er mir erstens mal sympathisch, weil ich kann auch kein Auto fahren. Er macht regelmäßig Unfälle, andere Leute müssen ihn quasi reparieren und da lohnt sich das auf jeden Fall mal reinzuschauen. Der ist echt ein Suje-Jung, sage ich mal. Also hat mir sehr gut gefallen, was die letzten 2 Wochen bei ihm liefen und da habe ich auch auf jeden Fall mal öfter reingeguckt und kann man empfehlen, definitiv. Ist ein guter. Und an der Stelle, Freunde der Sonne, würde ich sagen, dass wir Tim heute das Schlusswort geben. Und ich würde sagen, wir fangen heute mit Slabby an, weil Slabby, du bist heute der Geliebte. Ja? Sie lieben dich alle heute, sie schweben mit dir auf einer Wellenlänge, sie mögen dein Bart, sie tätscheln ihn, sie drehen ihn dir. Slabby, fang an, sag tschüss. Haut ab! Heute mal wieder was Nein. Neues. Ja, wenn mich schon alle lieben, dann muss ich ja, ich mach den Flipper, nee, nicht den Flipper, wie ist der Hund, der da, weißt du, ich schmeiß den Stein noch nach ihm, dass er abhaut. Wow. Also, sonst hauen sie ja nicht ab. Keine Ahnung, wie der Hund hieß. Lassie. Wie ist der Hund? Lassie, genau. Ich trete den Hund noch weg. Obwohl ich ihn liebe, nein, eigentlich liebe ich euch ja. Garak ist schon wieder simuliert, schon wieder, den interessiert das. Ja, Slabby, na klar. Super. Dark Age of Camelot. Ja. Dark Age of Camelot. Ja, genau. Bin ich jetzt dran oder warst du durch? Nee, ich habe jetzt noch gar nicht Tschüss gesagt. Ach so. Aber dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Danke fürs Zugucken, danke für diese angeregte Unterhaltung. Ich hoffe, dass wir diesen zweiten Teil machen, weil, wie gesagt, ich könnte echt noch Ewigkeiten darüber quatschen, über dieses Thema. Es ist aber auch ein weit gefasstes Thema. Das kann man halt nicht in 3-4 Stunden formulieren. Und vielleicht gehen wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen stärker in die Materie. Ich hatte ja sogar hier Literatur vorbereitet und alles. Und da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Von daher, genau. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Von daher, habt schöne 2 Wochen. Und ja, dann tschüss. Garak, soll ich vorlegen? Nee, ich mach jetzt schnell, damit ich durch bin hier. Alright. Also,
spielt Dark Age of Camelot und danke fürs Zuschauen. Hat heute extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube, wir waren auch ziemlich gut drauf alle. 3,5 Stunden, alter Schwede. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ich denke, dieses Thema muss weitergeführt werden und das werden wir wohl tun. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Plankenschnack in 2 Wochen. Also ich persönlich möchte mich auch bedanken. Danke an euch alle drei, dass ihr wieder so vorzüglichst wart heute. Mir hat es übrigens sehr gut gefallen, dass wir endlich mal nicht einer Meinung waren an manchen Stellen und mal quer gefurzt haben und die Welt vielleicht mal aus einer anderen Sicht gesehen haben, die quasi in euren Augen abgespielt wurde. Und nicht zu vergessen, schaut bitte auf unsere Twitters vorbei, ja, wenn ihr Twitter habt. Das vergessen die anderen nämlich immer, also die twittern auch eine ganze Woche nicht und ich zähle mich dazu. Eigentlich hat der junge Mann da unten in der Ecke, der Herr Juhl, mehr Werbung gemacht für das ganze Ding. Oder was heißt Werbung? Er hat mehr darüber gepostet als wir alle drei zusammen. Ich appelliere quasi mal an alle. Wir sollten Twitter nutzen und ihr sollt uns auf Twitter, oder wäre cool, wenn ihr uns auf Twitter folgt, damit wir euch mit unseren eloquenten Dünnpfiff die Woche besudeln können. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Es hat mich gefreut. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Das Ganze hier noch kurz, bevor das Schlusswort zu Tim geht. Das Ganze wird wieder bei dem Pass-Broadcast zu finden sein. Es wird spätestens morgen Abend bei YouTube drauf sein. Also könnt ihr euch das Ganze nochmal ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Tim, it's your turn! Also, wenn ich beim zweiten Mal auch wieder zu Gast sein darf, werde ich sogar noch mehr twittern. Wow, das war jetzt ein Sheepshot, mein Freund. Also, ich glaube, wir waren uns über die Besetzung fürs nächste Mal eventuell auch schon im Klaren. Dann müssen der Coffee Junkies uns aber auch ein bisschen was zahlen. Aber nein, sonst sage ich immer, Snacks sind wichtig, aber Dizzy, ich muss dir ja total zustimmen. Twitter ist mindestens genauso wichtig. Aber das war doch die Woche ganz gut. Das war ja auch mein Versprechen an euch, dass ich da auch sehr viel Unsinn drüber schreibe. Ich kann eigentlich nur mal sagen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich habe mich sehr gefreut, als Slabby mich damit letzten Montag quasi aus dem Bett geklingelt hat. Mit, wo soll ich hin? Fand ich sehr gut. Es war super cool, mit euch allen, auch mit dem Chat und den Leuten bei Twitter zu schnacken. Und ich kann nur sagen, ihr habt da mit den Bay Pirates echt ein paar ziemlich coole Leute und es war sehr entspannt. Noch Stunden weitergehen, ich hatte sehr viel Spaß. Gute Nacht reingehauen. Und jetzt winken wir alle nochmal. Tschüss, auf Wiedersehen. Und dann machen wir hier jetzt das Licht aus und dann sind wir gleich für euch wieder da. Ihr könnt reden übrigens. Yay. Sehr gut.